Einen wunderbaren, albtraumhaften Abend wünsche ich allen da draußen. Ich hoffe, ihr könnt uns sehen und hören. Das sind jetzt nämlich die Minuten, in denen ihr noch anmerken könnt, wenn technisch irgendetwas nicht stimmt. Das würde mich nicht wundern angesichts der Tatsache, dass wir in der Vorbereitung zu dieser Session jetzt einen Bluescreen, ein kaputtes Touchpad und irgendwelche anderen Probleme noch zusätzlich hatten. Aber es sind alle hier. Das Schiff ist bereit, abzufahren. Wir fangen heute an mit den Gratis-Rollenspieltagen. Deswegen freut es mich auch sehr, die Steffi Graf des Rollenspiels hier zu haben, den Moritz, der quasi unsere Vertretung ist für die Gratis-Rollenspieltag-Truppe. Hi Moritz. Hi. Dann bin ich mal gespannt, wie gut deine Rückhand heute ist beim Erzählspiel. Meine Vorhand war immer was stärker, aber es wird es genau. Ja, aber ihr schafft das schon, euch die Bälle zuzuspielen. Okay. Mein Ton ist okay und das Bild ist okay. Willkommen auf der MSS Heinz. Ja. Moritz klingt wie immer. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber offensichtlich ist es okay. Gut. Was machen wir heute? Die Gratis-Rollenspieltage beginnen. Das ist diesmal eine ganze Woche und wir legen heute am 16. los. Einmal mit einem Erzählspiel aus dem kleinen, feinen, blauen Haus der Plot Bunny Games. Und da liegt diesmal im Paket für den Gratis-Rollenspieltag, wenn ihr da in den physischen Laden eurer Wahl oder zu einem teilnehmenden Verein geht. Gibt verschiedene Organisationen, verschiedene Läden, die daran teilnehmen. Ihr müsst einfach da auf gratisrollenspieltag.de gehen, um das einzusehen, wo die Leute sind. Dann liegt da auch ein Flyer bei, das Albtraumschiff. Exakt. Es geht um grauenhafte Wesen, die auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind. Aber ihr spielt nicht die Gäste, keine Sorge, ihr spielt Monster, die sich darum kümmern müssen und irgendwie klarkommen müssen mit den furchtbaren Menschen. Das ist gewachsen auf dem fruchtbaren Mist, möchte ich sagen, im Sinne von wunderbar recycelten und wunderbar durchmengten, fruchtbaren, geistigen Durchmischungen von Jasmin Neitzel und Andrea Rick von Plot Bunny Games. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Hi, schön, dass wir da sein können und hier die Gratis-Rollenspieltage mit Albtraum und Monstern und Kreuzfahrtschiffen eröffnen können. Ja. Hey, hi. Ja, Jasmin übernimmt heute die Spielleitung. Ist das überhaupt das richtige Wort? Die Erzählleitung? Ja. Die Vortänzerin? Ich glaube, Spielleitung trifft es schon, aber im Zweifel, was war's? Chefhostess war die eine beim Traumschiff? Deckoffizier? Ja. Entschuldigung, ich könnte mich immer amüsieren über den bescheuerten Begriff. Deckoffizierin, gibt's das? Den Begriff macht man Offizierin draus? Egal. Vermutlich. Ja. Ich bin wirklich nicht bewandert in militärischen oder nautischen Begriffen, muss ich zugeben. Aus der Community stößt der Philipp dazu und wird sich hoffentlich auch als ein hervorragendes Monster hervortun. Ja, hallo. Ich gebe mein Bestes oder mein Schlechtestes, je nachdem. Ja. Mach sie fertig, die Menschen. Und dann ein Fuchs aus der Hauptstadt stößt auch zu uns. Oder besser ein Fuchskind. Flauschig, mit Locken auf dem Kopf, frisch vertreten. Und mit lieben Grüßen an die Krähenfreunde. Hallo Daniela, schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich mitspielen darf. Ich freue mich schon drauf, ein Monster zu spielen. Ja! Okay. Andrea und Jasmin klingen auch gut. Super. Super, super. Scheint so, als wäre alles in Ordnung. Aber ich würde noch ein, zwei Minuten abwarten, dass uns Leute sagen, doch, Ton alle gut, wunderbar. Andrea und Jasmin können uns dann sicherlich kurz erklären, was das Albtraumschiff für ein Spiel ist und worauf das beruht, beziehungsweise wie es funktioniert. Und dann würde ich euch gleich allein lassen für das kommende Chaos und mich um 20 Uhr zurückmelden, spätestens wahrscheinlich früher, wenn ihr fertig seid, und dann überleiten zu einer Runde Cthulhu heute Abend. Ab 20 Uhr spielen wir dann und das ist so ein bisschen eine Crossover-Runde. Da sind Leute aus unterschiedlichen Streams dabei. Mauke ist dabei, Freinigo Rolls ist dabei, Namenshänger. Ich werde es nachher noch vernünftig anmoderieren, wenn die Leute tatsächlich da sind. Und dann legen wir los und spielen ein Tie into Alone in the Dark, wo es ein Reimagining gibt. Das heißt, heutzutage gibt es ja keine Fortsetzung, sondern ein Reimagining von solchen Spielen. Und wir reisen in die Villa del Zeto. So, jetzt aber. Andrea, Jasmin, was ist das für ein Spiel? Was machen wir hier? Ja, im Grunde auch ein Reimagining des Traumschiff. Also, genau, es ist ein, ich würde sagen, unterhaltsames, komödiantisches Rollenspiel, das halt in, ja,
eine Kerbe schlägt, die wahrscheinlich gut ankommt beim Gratis-Rollenspieltag. Also der unterhaltsame One-Shot für ein paar Stunden an einem Tag, den man sofort losspielen kann. Das Ding ist, ja, ist halt nicht nur ein Flyer, der aussieht wie ein Kreuzschiff-Prospekt, sondern auch die gesamten Regeln insgesamt. Und man kann auch improvisiert ein Spielleiterschirm draus machen, wenn man es wenn man es hinstellt. Also es ist ein Spiel, das eine Spielleitung hat, ist basiert regeltechnisch auf, ja, wer ist das? Laces and Feelings. Laces and Feelings, genau, von John Harper. Ich hab grad seinen Namen, John Harper, richtig? Genau, ja. Ja. An dem am Namen habe ich gestruggelt. Ja. Genau, von John Harper, auch sehr, ja, ein Spiel, das sich lohnt anzusehen. Da geht es eher in Richtung Star Trek, das machen wir jetzt hier halt nicht, sondern wir spielen Monster, die Crew eines Kreuzfahrtschiffs aufgegessen haben. Und jetzt, wo die Gäste an Bord kommen, die Rollen dieser Crew einnehmen müssen, obwohl sie weder die Anatomie noch die Ausbildung dazu haben, damit es nicht rauskommt, dass Monster existieren, die Kreuzfahrtschiff-Crews aufessen. Also ja, Octodad trifft das Traumschiff, ist so der Pitch, wenn ich es mit zwei Medien erklären möchte. Und ja, genau. Ich will euch noch kurz erzählen, ihr könnt das PDF von dem Spiel jetzt runterladen bei itch.io, also plotbunnygames.itch.io/Albtraumschiff mit B. Und da werdet ihr das PDF finden und ihr werdet in dem PDF auch aktuell noch einen Fehler finden, also noch einen Fehler finden, weil wir haben anscheinend alle Fehler, die wir jeweils machen wollen, in diesem kleinen Faltband untergebracht. Und zwar hat es meine Rechts-Links-Schwäche hat zugeschlagen und das muss ich dann nochmal korrigieren. Das werde ich spätestens morgen dann auch online stellen. Aber wenn ihr das Fehlerexemplar noch haben wollt, solltet ihr das ganz schnell runterladen. Und wenn ihr bis Ende März noch was bei Plot Bunny Games im Shop bestellt, dann kriegt ihr auch die Druckversion. Auch da ist der Fehler natürlich drin. Das kriegt ihr dann kostenlos mit dazu. Genau. Okay. Gut. Ich würde dann das Feld überlassen der Deckmeisterin. Jasmin, ich habe die korrekte Form zugespielt bekommen vom Chat. Und ich schätze mal, wir stechen in See. Welche See? Das ist wahrscheinlich noch zu klären. Und was genau passiert, weiß noch niemand. Das finden wir jetzt alle gemeinsam raus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis später. Yay. Das wäre viel knackiger gewesen, wenn ich rechtzeitig darauf geklickt hätte, mich auszublenden. So, jetzt aber bye. Bye. Yay, ja, also ihr seid die Monster in dieser Konstellation. Was heißt, ihr ja, habt spielende Figuren, die erschaffen werden müssen. Und ja, die See, auf der wir unterwegs sind und ähnliches, können wir auch noch aussuchen und auswürfeln. Aber ja, erstmal halt, ja, das Basic Kreuzfahrtschiff-Setting. Sollte, damit rechne ich jetzt nicht mal, aber Humor ist halt auch etwas, wo man an Grenzen stoßen kann. Wir irgendwelche Grenzen von Mitspielen überschreiten, fühlt euch da sehr befleißigt, die X-Karte zu ziehen oder einfach Bescheid zu geben, dass wir was ändern wollen, halt, um das mal vorweg gesagt zu haben, weil wir spielen nicht nach dem Prinzip, dass man lieber einen guten Freund als eine gute Pointe verliert, sondern passen im Zweifel an. Und ja, aber ich glaube, das ist auch eigentlich, was wir so an ganz formellem Vorwegbesprechen brauchen. Um das Spiel zu spielen, brauchst du halt Notizmaterial, das haben die Spielenden hoffentlich, und drei sechsseitige Würfel sind auch hilfreich. Man kann natürlich denselben Würfel mehrmals würfeln. Ansonsten haben wir hier das Spielmaterial, mit dem wir beginnen können. Und das heißt, wir sehen uns an, was für Monster ihr so sein wollt. Wir brauchen da keine große Mythologie machen, aber ihr könnt da jederzeit was improvisieren, wenn ihr möchtet. Genau. Das geht ich würde einfach mal der Reihenfolge nachmachen, damit los, dass ihr eine Monsterart wählt. Das könnt ihr
dem Zufall überlassen oder auch eine bewusste Entscheidung treffen. Zur Auswahl stehen Tentakelmonster, Schleimklumpen, zu viele Zähne, Flügelwesen, Schwarm oder Tiefseekreatur. Und ihr könnt natürlich auch Zweifel selber ausdenken, aber ja, hier, das ist die Auswahl an Monstertypen, die zur Verfügung steht. Möchte jemand von euch schon was wählen, weil ich würde sonst einfach würfeln. Ich habe eine 5 gewürfelt. Dann bist du ein Schwarm. Ist es für euch okay, wenn ich ein Kakerlakenschwarm bin? Weil ich mag sie, seit ich in Köln in einem Studierendenwohnheim gewohnt habe, wo es sehr viele davon gab. Na klar. Das klingt großartig schrecklich. Super. Okay, gut. Ich würde tatsächlich gerne wählen, weil dieses zu viele Zähne, da habe ich einfach sofort so die ganzen Kiefer von einem Hai im Kopf und dass ich einfach so ja überall Kiefer und Zähne habe und zwischendurch sieht man so ein paar kleine Augen, die so rausgucken. Super. Fantastisch. Super. Super. Also ich könnte mir Tentakel vorstellen. Dann nimm doch das und dann wähle ich jetzt noch, nee, ich will jetzt nicht auch ein Schwarm sein. Dann, ich würfe jetzt alles, was ihr durch habt, aber wir wollen ja Variation. Come on. Ich würde dich gerne als Schleimklumpen sehen. Dann nehme ich den Schleimklumpen. Ich habe damit tatsächlich auch schon geliebäugelt. Dann haben wir das doch erledigt. Cool, cool. Perfekt. Dann ist als nächstes den Job, den ihr an Bord übernommen habt. Da gibt es zur Auswahl Steward, Entertainerin, Smoothie, Kapitänin, Maschinistin und Schiffsärztin. Also ich habe Entertainerin gewürfelt. Ich würde instinktiv Smoothie wählen, weil mit den zu vielen Zähnen, das schreit nach Essen und Kochen. Okay. Ja, do it. Ich habe eine 1 gewürfelt. Dann bist du Steward, also du bist der Sascha ausgezeichnet. In unserer Runde. Perfekt. Dann würde ich wahrscheinlich am ehesten mich als Schiffarzt betätigen. Großartig. Das ist auch praktisch, wenn du viele Arme hast, dann kannst du es geht schneller brauchst alles. Du auch gar nicht so viel Assistenz. Das war auch mein erster Gedanke. Genau. Die kommen auch überall hin. Genau. Was wir nämlich noch vergessen haben, die einzige Person aus der Crew, die wir nicht gegessen haben, ist der ahnungslose Aushilfskellner Steve. Also der ist weiterhin da. Aber genau, es gibt auch ein anderes Crewmitglied, das. Genau, genau. Moritz. Moritz hat gesagt, du bist Stuart, genau. Was Stuart? Und ich habe es mir nur noch nicht notiert. Genau. Dann machen wir als nächstes Charakterzüge. Oh. Fantastisch. Zur Auswahl und zum Auswürfeln gäbe es ungeduldig, glamourös, gerissen, naiv, hungrig und vergesslich. Ich habe nur 6 gewürfelt. Das heißt, du bist vergesslich. Das ist als Steward ausgezeichnet. Jetzt würfel ich auch mal. Ich hab eine 3. Du bist gerissen. Gerissen. Sneaky. Ja. Ja. Philipp, willst du würfeln? Oder wer? Ja, vielleicht würfel ich auch mal. Ich nehme hier ein Vorbild am Moritz. Ja, sehr gut. 4. Ich bin naiv. Großartig. Schön. Ja, ich kann naive Schiffarzt. Ich würfel jetzt so lange, bis ich irgendwas anderes kriege, was ihr nicht habt. Hungrig. Cool, dann das heißt, kommen wir jetzt zum mechanischen Teil der Charaktererschaffung. Sorry, ich hatte dich unterbrochen. Nee, alles gut. Gut. Ja, genau, der mechanische Teil der Charaktererschaffung, der besteht wesentlich darin, dass ihr eine Zahl wählt. Und zwar eine niedrige Zahl bedeutet, ihr seid besser im Schiff. Das sind halt Dinge wie Service, Technik, Menschliches, Mitgefühl, halt solche Sachen. Und eine hohe Zahl bedeutet, dass ihr besser in Albtraum seid, also einschüchtern, zerstören, Rituale und allgemein monströse Dinge. Und ihr könnt halt eine,
Ja, eine Zahl von 2 bis 5 wählen. Eine 3. Ich glaube, ich bin eine 4. Ich wäre gerne sozialer, bin es aber in Wirklichkeit gar nicht. Das ist vielleicht Okay. Teil meiner Naivität. Ja, bin ich, ich glaube, ich. So als Entertainerin. Aber wer weiß, ob ich da Ich überhaupt eine möchte. Begabung für habe. Ich weiß, ich bin ein Du könntest das Schleimklumpen. so ein bisschen monströser aufziehen, dein Entertainment. Ja. Ich keine Ahnung, wenn ihr wählen wollt, ich nehme gerne das, was übrig bleibt, oder ich kann das in alle Richtungen auslegen. Okay, wir hatten jetzt 3 und 4, ne? Dann würde ich eine 5 nehmen, weil ich finde, das Kochen kann auch super zu Monsterritualen passen, je nachdem, was man kocht. Super. Okay, wer, das heißt, ich habe eine 2 und bin wahnsinnig gut in Schiff. Weil ich im Herz, in meinem Grunde meines Herzens halb so monströs bin, wie ich aussehe. Wir werden sehen. Cool, ja. Ich Jetzt glaube, nur ich habe die. einfach sehr viele Gefühle. Ja. Das ist so. Genau. Sagt mir noch mal eure Werte, weil ich hab schon wieder nicht zugehört. Wer hat die 3 und bei Amboris hat die 3 und dann hat Philipp die 4. Alles klar, vielen Dank. So. Genau, wenn ihr das PDF habt, ich erzähle euch das kurz, dann gibt es nämlich hier jetzt eine total praktische Skala, wo ihr eure Zahl einkringeln könnt und dann könnt ihr immer gleich sehen, ob ihr drüber oder drunter würfeln müsst später. So. Das ist. Genau, je nachdem halt, ob ihr etwas Monströses oder etwas Menschliches probiert, so, ja. Als nächstes könnt ihr euren Monstern einen Namen geben und Pronomen dafür aussuchen. Oh, wie heißen denn so Schleimklumpen? Nee, also das ist ganz einfach. Wir, das ist auch unser Pronomen, wir sind Horst, das hört sich natürlich auf Kakerlakisch etwas kratzender an, aber wir versuchen das für unsere Mitmenschen ziemlich so Horst auszusprechen, dass die damit klarkommen. Also eigentlich besser so, wie wenn man das H nicht ausspricht. Theoretisch Horst. können menschliche Zungen das überhaupt nicht aussprechen. So ist das ja oft mit monströsen Namen. Wie heißt denn so ein Schleimklumpen? Chat, hast du eine Idee für mich? Ich bin ja mit Namen immer so. Es dauert immer so lange, bis ich was Passendes habe. Oh Gott, ich auch. Also du, wenn du so Haizähne hast, dann heißt du doch bestimmt Heidi oder Oh Hai. Gott, das ist super Wir gut. brauchen Ja. wie heißen denn Blauhaie normalerweise? Heidi, Jetzt, oder du Heino, spielst ein Heiner. männliches Wesen, genau, und das heißt Heiner. Ich war auch bei Heiner. Heinrich. Und das finde ich gut, weil ich hatte tatsächlich auch an er als Pronomen gedacht. Dann nehmen wir Heinrich. Finde ich gut. Super. Okay, was habe ich jetzt hier? Schieb, schieb, nein, das möchte ich nicht die ganze Zeit aussprechen. Vanillepudding. Oh. Witzigerweise sagt der Chat, dass der Schleim Bob heißen soll, und ich war auch bei Bob für den Schleim. Ich weiß auch nicht, wo Bob. das liegt. Ich Welche finde, Bob Farbe hat ist der ein Schleim? Ja, das ist äußerst eine gute Frage. respektabler Schleimname. Also ich hatte an so einen Neongrün gedacht. Ja. Wisst ihr, wie diese Ja, schleimigen die man, aus ja. Sachen? Also ich glaube, ich bin Kindertagen transparenter, aber aber dieser grüne Schleim bei den Turtles, womit sie mutiert sind, so. ja, ich glaube, ich Das hätte gerne muss. Sie-Pronomen, aber Das das muss mich muss. natürlich nicht davon abhalten, trotzdem Bob zu heißen. Ich sehe mal auf mich fertig. Aloe Vera. Ich meine, das ist schon ein ziemlich guter Name, das muss man zugeben. Aldi. Oh mein Gott. Also jetzt beides gut. Jetzt bin ich hin und her gerissen zwischen Aloe Vera und Urania.
Ach, der Chat Vielleicht hat nehme aber auch ich einfach gute tatsächlich, Ideen. vielleicht nehme, ja, ich bin, vielleicht nehme ich einfach die erste Idee. Ja, genau, Glitzereinlagerung. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Oh Genauso mein hatte ich Gott, mir das das ist so vorgestellt. gut. Ihr versteht mich. Ihr versteht mich. Es ist super. Genau. Gut. Ihr seid für Urania, dann bin ich auch für Urania. Wenn du so Selber bei leicht Entscheidungen treffen. radioaktiv Genau. leuchtest, dann passt das schon. Resi und Reseda, ja, nee, Urania ist schon gut. Das ist. Ich und ich hätte mich da Vielen auch Dank für die besser Vorschläge. vorbereitet. Der Rest ist notiert für die Zukunft. Wir spielen das ja noch öfter. Genau. Genau. Ich sehe ja auch, ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Mit Möchtest dem du Namen. Namensvorschläge haben? Ja, Könntest du vielleicht einfach Doc Inspiration. heißen, aber Du ach so, könntest, du bist ja könnt, vielleicht das nicht ist mein ganz. Deckname, weil. Du könntest auch der kleine Cthulhu heißen. Das ist mal was anderes. Ja. Wenn du schon den Tag. Der kleine Junge. Ist das Der Gegenteil von der kleine große Cthulhu. Alte? Ja, aber keine Verniedlichungsform. Das wäre, glaube ich, Ja. nicht angemessen. Ja. Also du hast Tentakel, bist naiv und sollst die Rolle des Schiffsarztes übernehmen. Octodoc. Ja, es hatte gerade auch schon jemand Doc Ock vorgeschlagen im Ja. Chat. Ich sehe es gerade. Ja. Ich muss gerade an diese grüne Tentakel denken von The Day of the Tentacle, aber ich weiß nicht mehr, wie die Ja. hieß. Sieht die einfach nur grüne Die ist ein Tentakel? grüner Tentakel und Fuffener Tentakel. Ja, Genau. stimmt, genau. Ja, die hießen einfach nur Ja. so, die hatten keinen speziellen Namen. Ja. Ich finde übrigens nicht gut, dass der Chat hier meine intimen Geheimnisse ausplaudert, nämlich dass in mir drin noch ein Gebiss vom letzten verspeisten Gast treibt. Oh, jetzt muss ich an diese Galatwürfel aus D&D denken. Ja, das finde ich Ja, gut. so wie die, nur ohne Ecken. Ja. Slightly melted. Ich stelle mir das auch so als meine Grundform ist, glaube ich, so ein bisschen so vage, schneckenartig oder so. Und ich kann mich aber in Form bringen. Aber wir brauchen noch Namen. Mein Hirn fing gerade an, mit Wortspielen anzufangen, aber Mentakel ist irgendwie nicht. Doch, Mentakel ist super. Mentak ist Ja? super. Mentakel ist super. Bist du Psychologe? Womöglich. Oder Verhinderter. Ja. Aber Mentakel. dann Dr. Mentakel, bitte. Ja, Ja, ist das natürlich, so wie Dr. Mentakel. Mansplaining und Manspreading bis Ich bin aber Mentakel? wahrscheinlich ein S. Ja. Ich sollte nicht assumen, das ist schon richtig. Das ist gut, dann haben wir er, sie, es und wir. Das ist doch Ja, das stimmt. pronomentechnisch sehr ausgeglichen. Ja, und wirst du da mit ihr angesprochen oder auch mit, also so als Ja, also Kollektiv? mit Doktor, natürlich. Nein, du jetzt, Moritz. Ach so, ich? Du Ja, bist ihr. nicht Doktor. Natürlich ihr. Das Ja. ist, ja. Gut. Und alle denken, es hätte, wäre was Psychologisches, aber es ist nur biologische Geschichte. Oh mein Gott. Cool. Ihr habt ja eine gewisse Grundausstattung, die ihr mitbringt. Zum Beispiel eine spezielle Monstereigenschaft. Oder eine. Ja, du hast all dieses. Ja, du hast ein. Du hast ein also, ihr habt alle eine makellose Uniform. Also, noch ist sie makellos. Und ja, dann ein Gegenstand, der zum Job passt und eben eine Monstereigenschaft, die ihr festlegen könnt. Also ich brauche definitiv eine Bratpfanne. Ja, Bratpfanne. Ich überlege. Silbertablett? Du hast ein Tablett? Wahrscheinlich so eine ganz kleine Taschenlampe, mit der ich dann immer reinleuchten kann in den Rachen und so für die Untersuchung oder um in die Augen zu leuchten und so. Und ich denke, meine Eigenschaft ist, dass ich 17 Tentakelfangarme habe. Wow. Ja, also. Streber. Meine Kakerlaken können ganz lange Ketten bilden und irgendwelche
Dinge damit machen. Praktisch. Praktisch. Ja, ich glaube, also meine spezielle Eigenschaft ist tatsächlich, dass ich so sehr formvariabel bin. Ich kann meistens nicht sehr lange eine andere Form als Blob halten, weil es ist sehr anstrengend für mich, aber ich kann schon mich auch irgendwie stretchen und ich kann auch einfach so Dinge vereinnahmen. Wie, naja, die Crew halt. So. Ich überlege gerade, was meine Uniform ist als Entertainerin, ob ich da tatsächlich auch eine makellose weiße Uniform trage oder ob ich irgendein Performance-Kostüm habe. Ja, was für eine Kunstform führst du denn vor? Also ich war ja gerade irgendwie wahrscheinlich singen und hatte mir so eine Mischung vorgestellt zwischen so Nachtclub, rotes Glitzerkleid und irgendwie so die Fifth Element mit den, ihr wisst, was ich meine. Hast du nicht so ein strassbesetztes, riesiges Mikro, was überall und immer Oh. funktioniert? So ein Mikrofon. Oh ja, also das ist ja gut, das kann ich, das finde ich einen guten Gegenstand auf jeden Fall. Aber ich muss ja was anhaben. Ich kann ja nicht nackt auf diesem Schiff rum. Du hast auch die Wir makellose sind ja nicht Uniform. unter Wasser. Ja, nee, das, also du, aber hier, das fünfte Element, but make it öffentlich-rechtlich, ist halt Ja, auch, ist doch ein guter genau. Look. Ja. Also was trage ich dann? Ja, ich glaube, ich hätte tatsächlich irgendwie so was Elegantes, so ein. Also wenn es jetzt, also ich glaube, naja, die vorherige Entertainerin, die hatte ja Schultern und die hatte halt so ein schulterfreies Abendkleid mit Glitzer. Und ja, es passt mir nicht so richtig. Es ist halt nicht blobförmig. Oh mein Gott, eine Schärpe, ja. Aber es ist, ja, sorry, I'm overthinking my outfit. Das Ja, du ist, hast du da wirst lange das als genug Zeit. Entertainerin. Ich fühle mich ein in die. Genau, es ist ja auch dein Job, ne? Es soll ja auch nach was aussehen. Ja, ich meine, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Ja, ich glaube, ich habe einfach so eine Kochuniform an Ja. und als Monstereigenschaft. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich habe ja ganz viele Zähne, weil zu viele Zähne und dass immer, wenn ich jemanden verspeise, dass seine Zähne quasi auf mir auftauchen, dass ich seine Zähne Oh mein Gott, übernehme. großartig. Großartig. Ich muss gerade mich selber nochmal X nehmen, nämlich eine bessere Idee. Und zwar, ich glaube, ich bin eigentlich, ich versuche so Bühnenzauberei zu machen. Und mein Kleidungsstück ist natürlich ein Cape. Innen silber, Cool. außen schwarz. Und deswegen habe ich einen Zylinder als Gegenstand. Voll gut. Genau. Dann, wenn ihr alle mit Ausrüstung und Eigenschaft fertig seid, ginge es darum, ein Ziel für eure Figur zu wählen. Das ist halt auch wieder mit 1W6 möglich oder durch Auswahl. Und die Beispiele sind das Lied singen, das die Welt beendet. Eine Romanze haben. Im pazifischen Müllstrudel schwimmen. Ein Star werden. Rache nehmen. Möglichst viele Gäste essen. Die Eins, die Eins, die Eins. Sechs. Oh. Kannst ja auch das anders auswählen, Nein, ja, was nein, du nein, möchtest. nein. Viele Gäste essen ist auch absolut in Ordnung für mich. Also, sonst hätte ich das genommen, dann würfel ich jetzt auch. Ich hab die Eins, Moritz. Willst du Ah, tauschen? wir können gerne tauschen. Ja, okay, dann tauschen wir. Ja, ich Cool. möchte auswählen, weil ich möchte unbedingt im pazifischen Müllstrudel schwimmen. Ich Das stelle mir klingt das ganz, ganz episch. toll vor. Weil dann kann all diesen Müll in mich vereinnahmen. Das ist großartig. Ich stelle mir das fantastisch vor. Glaube, ich möchte ein Star-Doktor werden. Oh, ja. Also
eigentlich möchte ich die Leute ja auch fressen, die ich dann bei mir im Behandlungszimmer habe. Da muss ich dann noch gucken. Ja. Ich merke, dass das nicht gut für meine Reputation ist, wenn die Leute nicht rauskommen. Aber ja, es ist mir schon wichtig, dass die Leute mich Ja gut, wenn die erstmal bei mitnehmen. dir sind, ist ja auch gefährlich, ne? Dann ist die Chance ja nicht mehr so hoch, dass die überhaupt das überleben, egal was sie haben. Oder du sagst deinen Patienten, dass sie erst eine Bewertung abgeben sollen im Internet und dann frisst du sie auf. Ja, gute Idee. Ja. Erst heilen und fressen. Ja. Ist auch Ja. gesünder. Genau, dann euer Ziel ist, verwickelt deine Figur in ein monströs maritimes Kreuzfahrtabenteuer und macht das Beste daraus. Das nehme ich. Ja. Cool. Und dann Schaffe ich. geht es noch darum, Beziehungsfragen zu beantworten. Und ja, am Ende sollten alle Figuren mindestens eine Beziehung zu einem anderen Crewmonster haben. Wollen wir die Charaktere vielleicht noch mal kurz Genau. quasi zusammengefasst vorstellen, damit wir noch mal so Bilder im Ja. Kopf haben, bevor wir und dann, keine Ahnung, vielleicht einfach reihum entscheiden. Willst du eine Reihenfolge festlegen, Jasmin? Du als Erzähler. Für die. Für die Vorstellung, damit Ich wir würde nicht. hier einfach in der. Ja, gehen wir doch hier links rum, dann fängst du an. Okay, also ich bin Urania, ein Schleimknumpen in Neongrün mit Glitzer und trage aktuell ein Cape, außen schwarz, innen silber, mit einem tollen Kragen, weil ich nämlich versuche, den Job der Bühnenzauberin zu übernehmen. Und meine herausragende Eigenschaft ist, dass ich sehr hungrig bin. Und eigentlich möchte ich das schon wieder ändern, weil ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Schleimklumpen eh so ein bisschen aufpassen muss, dass wir da nicht so komische, unerwünschte, dickenfeindliche Klischees reinbringen. Das heißt, ich ändere das mal ganz schnell und ich glaube, ich bin einfach ungeduldig. Und also ich bin ungeduldig. Hungrig bin ich nicht mehr, weil ich habe ja jetzt gerade erst gegessen. Crow war ja lecker. Und mein großer Traum ist es, im pazifischen Müllstrudel zu schwimmen, weil ich mir das ganz, ganz toll vorstelle, weil der so groß ist. Und dann könnte ich so auf der Wasseroberfläche, da kann ich halt alleine nicht schwimmen, weil ich irgendwie mich nicht alleine so breit, aber wenn der Müll so breit ist, dann, ja, ich stelle mir das fantastisch vor. Das muss großartig sein. Einer meiner Lebensträume. Und vor allen Dingen an der Wasseroberfläche. Ich meine, ich komme halt irgendwo, keine Ahnung, aus der Tiefsee, glaube ich, und stellt also so dieses auf dem Ozean schwimmen und dann hat man den Himmel oben drüber und das Meer unten drunter und diesen ganzen Müll. Und ja, ein Traum. Mein Traum. Das heißt, als nächstes wäre Philipp dran, ne? So Wenn ist ich das es. richtig sehe. Okay. Ja, ich bin Dr. Mentakel, angesprochen, immer nur Doktor. Ich bin ein Hormondoktor. Sehr schön. Tentakelmonster, was sich in eine schnieke weiße Bordarztuniform gezwängt hat und mit den 17 Tentakeln wahrscheinlich irgendwie versucht, alles auszufüllen und irgendwie noch diese schicke Kappe, die man dann, oder diese Mütze, die man aufhat, auch noch festzuhalten. Und ja, ich bin etwas naiv und auf der Suche danach, ein Star zu werden. Also in meiner aktuellen Rolle wahrscheinlich als beliebter Bordarzt und vielleicht ergeben sich dann noch andere Möglichkeiten. Und ja, und wenn es irgendwelche Dinge aufzuspüren oder Dinge zu untersuchen gibt, dann wird es mit der kleinen Taschenlampe angeleuchtet. Okay, wir sind Horst, ein Kakerlakenschwarm,
der als Steward fungiert auf diesem Schiff. Das erkennt man an meiner weißen Sascha-Helden-Uniform natürlich und an dem Silbertablett, das ich immer mit einem Glas irgendeines Aperitifs darauf vor mir hertrage. Ja, unser Ziel ist es, das Lied zu singen, das die Welt beendet. Wir wollen das auch auf CD brennen lassen, haben allerdings noch nicht ganz durchdacht, wer das dann kaufen soll. Aber der Plan steht auf jeden Fall. Und ja, wir haben es auch schon eigentlich alles wieder ein bisschen vergessen, was wir jetzt vorhatten. Wir wissen es nicht, ich weiß es nicht. Schauen wir, was passiert. Ja, ich bin Heinrich. Ich habe definitiv zu viele Zähne überall und ich bin immer hungrig. Immer. Aber ich liebe es auch, Essen zuzubereiten und es dann zu essen mit den leckersten Zutaten aus den leckersten Menschen, die hier so auf dem Schiff umherlaufen. Und das ist auch mein Ziel. Alles. Alles essen, alle Gäste essen. Und ich habe eine Kochuniform an mit so einer Mütze, die ist nicht mehr so ganz so sauber. Und eine Bratpfanne habe ich immer dabei. Und ich halte mich für sehr gerissen. Das bin ich vielleicht objektiv nicht unbedingt, aber ich halte mich für sehr gerissen. Und das, was ich für meine Pläne brauche, ganz viel futtern, dafür reicht das. Ne? Und dann sage ich auch, oh, ich komme jetzt nicht ganz so hinten in den Backofen ran, um das zu putzen, könntest du nicht mal zack. Und schon ist der Braten für heute Abend fertig. Das reicht mir. Fantastisch. Genau. Wollen wir Fragen auch zufällig auswürfeln? Ich suche mal eine aus. Also meine Frage ist die 6. Mit wem will ich unbedingt befreundet sein? Mit wem will ich unbedingt befreundet sein? Ich glaube, mit Heinrich, weil der ist so anders als ich. Diese Zähne, dieses Scharfe, dieses Kantige, es ist einfach attraktiv. Das kann ich verstehen, so Gegensätze ziehen sich an, ne? Ja. 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 Ich habe eine 3 gewürfelt, was so. Also du bewunderst ein Mitmonster und darfst uns sagen, Ich welches und wofür. glaube, sehr spontan bewundere ich natürlich Dr. Mentakel dafür, dass seine Uniform noch strahlender ist als meine und noch mehr Strass und Schulterklappen und sowas hat und Striche aus Gold irgendwo als meine. Weil meine hat ja gar keine, wenn man mal ehrlich ist. Die ist nur gut gestärkt, immer. Ich habe die 4. Wer hat dich früher einmal in die Finsternis verbannt? Und Die Finsternis wenn du noch verbannt. zwei in Frage. Gute Frage. Vielleicht war das Horst. Als Kakerlakenschwarm hat er ja unglaublich guten Zugang auch zu allen Küchen. Und vielleicht hat er mir mal eine alte Kantine zeigen wollen. Und als ich ihm dann gefolgt bin, habe ich gemerkt, die ist gar nicht mehr aktiv. Und es ist einfach eigentlich nur noch Müll hier, aber für ihn war das wunderbar. Für ihn war es ein Festessen, für ihn als Kakerlakenschwarm. Und ich stand so da und habe gedacht, so, ja, Aber du der kannst Typ ist uns nicht mehr das so aktiv. nicht heute noch krumm nehmen. Wir haben das nämlich schon wieder vergessen. Also. Das stimmt. Also ich meine, wir sind jetzt auch zusammen auf diesem wunderschönen Schiff und ich habe es dir vergessen. Aber damals war ich ganz schön sauer auf euch. Das so stimmt, dass du das wirklich verziehen hast. Wenn es ums Essen geht, ja, es eigentlich wird mir nicht so spaßen, aber ja, sie konnten ja nichts dafür. Die haben andere Vorstellungen davon gehabt, was ich lecker finde. Rücksichtsloses Kakerlakenpack. Genau.
Ja, ich hatte die 1 gewürfelt. Also die Frage ist, wer hat mir als letztes eine leckere Beute weggefressen? Das war ja wahrscheinlich dann Teil der Besatzung. Von uns auszugehen, ja. Das könnte jeder von euch gewesen sein, ne? Ja. Hier nicht. Ich hatte wirklich Hunger. Und Ah, Urania, du hattest noch keine einkommende Beziehung, ne? ja. Dann hast du mir das weggefressen, ganz Ja. offensichtlich, ja. Und so assimiliert innen drin Ja, einfach. ja. Ihr, ich weiß, ihr wart noch am Verteilen von wer kriegt jetzt wen und das stand jetzt einfach nah an mir dran und dann habe ich halt gedacht, ach, das snacke ich jetzt weg und ich Ja, konnte ja, ja ja, nicht ja. planen. Problem ist, dass ich mir die ganze Zeit einbilde, dass ich den Schatten dieser Person noch in deinem Blob sehe. Das erinnert mich immer daran. Ja. Ja. Ja, ich sehe, Hart. da haben wir noch eine Hart. Rechnung offen. Ja. Ja. Dann bauen wir uns jetzt ein Schiff. Ja. Der Chat kann natürlich auch schon Namensvorschläge für das Schiff Ja. reinwerfen. Und genau, wir haben als erstes zwei Stärken des Schiffs, die es auszuwählen, natürlich auch möglicherweise zu erwürfeln gibt. Die Optionen, die zur Verfügung stehen, sind Disco, Ruf als Geisterschiff, Swimmingpool mit Rutsche, geheime Verbindungsgänge, Casino und Duty-Free-Shop. Zwei davon dürft ihr haben. Rutsche, Rutsche, Rutsche. Ich bin auch dafür. Yay. Ich würde natürlich Urania die Disco sehr gönnen. Ja. Mit Gute einer Frage. echt toll ausgeleuchteten Bühne. Ja. Das würde Ich so bin gut da nicht passen. gegen. Da Also. lässt sich mitarbeiten, ja. Da kann man Ja. immer dafür sorgen, dass am Ende des Abends irgendwelche Leute so fix und fertig sind, dass die auf die Krankenstation müssen. Shipface. Gott. Das ist doch der Die Namensvorschläge aus dem Chat sind schon wieder. Bottleneck-Boatface-Klassiker. Ja. Ja. Gut. Gut, aber bevor wir unser Schiff benennen, haben wir noch Probleme, ne? Genau, ein Problem hat das Schiff. Und zwar zur Auswahl steht fehleranfällige Technik, eine mitreißende Filmcrew, sehr knapp bemessene Vorräte, überall Überwachungskameras, 24-Stunden-Buffet oder eine Schiffskatze. Mich Ich lacht finde. spontan fürchterlich die Filmcrew an. Ja, ich war jetzt bei Aber fehleranfällige Technik, weil wir ja auch schon die gut. ganze Zeit heute Technikprobleme hatten. Und vielleicht haben wir die einfach auf unserem Schiff. Ja. Können wir machen. Das ist uns Oder die egal. Schiffskatze. Ich meine, Schatzkatzen sind natürlich auch immer gut. Aber das ist ja eigentlich kein Problem, finde ich, so eine Ja, Schiffskatze. vielleicht für uns schon. Ja, für die Monster ist es dann ein Problem. Sind viel zu gerissen, die Biester. Vielleicht sagt sie aber auch, ja, cool, Weltherrschaft, ich brauche eh keine Menschen, fress sie ruhig Ja, auf. das kann man befürchten. Ja. Also für die Dann Schiffs. nehmen wir doch die Technik, oder? Ja, Das passt das für passt alle? heute zu unserem Zoom-Login. Ja. Okay, dann haben wir fehleranfällige Technik. Dann gilt es zu entscheiden, wo das Schiff unterwegs ist. Zur Auswahl Arktis, Mittelmeer, Karibik, Pazifik, Nordsee und Donau. Alles sehr reizvoll. Ja. Ich überlege Ja. gerade, ob es gut oder schlecht ist, wenn ich im pazifischen Müllstrudel schwimmen will und wir aber eigentlich auf der Donau sind. Dann wärst du weit von deinem Ziel Das, entfernt. ja, es könnte passieren. So, der Chat ist, glaube ich, auch einstimmig für die Donau. Okay.
Können wir dann für dich irgendwas mit dem Schwarzen Meer oder sowas vielleicht wenigstens? Du, das ist schon in Ordnung. Ich kann ja versuchen, die Navigation anzupassen. Ja, super. Das könnte etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Gut. Das, wo ich doch so ungeduldig bin, bis wir da sind. Und dann noch mit der fehlerhaften Technik. Das Aber bekommen wir nie an. wer weiß, was ich für Ja, ein aber das. Zeitgefühl habe als Blob. Okay, also Donau. Es sieht so aus. Ja, was sind denn die Schiffsnamensvorschläge? So einige. Schiffe ist natürlich. MS Niveau, die Unsinkbare. Die Chippendale. MS New Life. Schiffschaukel. Salmonella of the Ist Sea, das MS richtig? Redshirt. Bei dem Koch. Was soll denn das heißen? Bei mir ist Ich fast finde alles sauber. MS Menschenschiff auch sehr gut. So, das ist zur Tarnung. Oh mein Gott, ich liebe diese Vorschläge, sind so gut. Wie heißen denn diese? Aber MS Menschenschiff haben dann tatsächlich wir dem Schiff als Tarnung gegeben, weil wir Ja. das übernommen Ja, haben. genau so drüber Weil das, gemalt. genau, Oh dann fällt das Mann. nämlich nicht auf, dass wir das Ja. übernommen haben. Ja. Oh mein Also Gott, MS okay. Menschenschiff. Ja, ich fürchte. Ja. Ich merke schon, wie wir extrem kompetent an unsere Herausforderungen herangehen. Wenn wir draußen draufschreiben, dass drin Menschen sind, wird niemand irgendwas vermuten. Ich finde das sehr gerissen. Wäre ja total dumm, sowas. Also nein. Wie Also heißt das Schiff nochmal? ja, vertrauen Sie dem Schiffsarzt mit seiner gewöhnlichen Anzahl von Armen. Genau. Keine Ahnung, warum wir das erwähnen. Das ist halt. Ja, was mir gerade auffällt, ist, dass wenn man irgendwie weiter aufs Meer rausfährt, dann kommt man ja vielleicht irgendwo an den Punkt, wo einfach der Kontakt abreißt und man die ganze Besatzung, also die, nicht die Besatzung, die restlichen Mitfahrenden noch alle auffressen kann, aber wenn wir die ganze Zeit auf der Donau unterwegs sind. Deswegen sage ich ja, wir müssen weg von diesem Schiff, von diesem Fluss, wir müssen aufs Meer. Aber ich, ja, ich weiß nicht, ob Dr. Mentakel soweit schon gedacht hat. Gut, ja. Alles klar. Fantastisch. Großartig. Ich überlege gerade, ob ich noch einen Namen brauche für für die Person, die eigentlich für die Zaubershow auf der Bühne zuständig war. Weil da gibt es bestimmt auch so Aufsteller und so Plakate und keine Ahnung, Die große irgendwas müsste natürlich sein. die große, wie heißen denn so? Houdina. Houdini. Nein. Ja, Houdina. Genau. Sieht man dein Blobgesicht auch nicht so? Ja, Gesicht. Weißt du, wie anstrengend es ist, ein Gesicht zu halten? Erklär das mal uns. Ja. Da laufen immer Menschen nach rechts Ja. oder nach links, die gerade die Ja. Nase sein sollen. Ja. Solltest du eigentlich Verständnis dafür haben? Genau. Ja, aber why not? Also die große H. Udina. Und ich bin übrigens total dafür, dass der Schiffsarzt einen Schnurrbart hat. So ein Tentakel. Okay. Genau. So ein Tentakel drüber gelegt und gezwirbelt. Genau. Der dann immer so einseitig zuckt, ja? Wenn ich nervös werde. Ja. Bisschen schwarzer Sprühlack drauf. Ja. Wie praktisch das wäre, wenn man so einen Schnurrbart-Tentakel hat und dann kann das immer so die Brille richten. Oh ja. Ich sollte mich von einem Tentakelwesen übernehmen lassen. Ja. Ach, bald ist die Implantologie bestimmt so weit, dass wir auch irgendwie das Tentakel an beliebigen Körperstellen implantieren lassen können. So als Hilfsmittel im Alltag.
Gut, also offiziell ist der Plan, dass wir auf der Donau sind. Ja, und ihr plant heimlich schon aufs Meer rauszufahren mit dem Schiff, um dann Also pazifisch. ich habe das auf jeden Fall Ja. geplant und ich glaube, Dr. Mentakel ist auch bei mir bei dem Plan. Das Schiff muss am Auf Ende den irgendwo Norden. verschwinden. Sind wir eigentlich, also wir sind ja jetzt quasi noch frisch in unseren Jobs, haben wir schon versucht zu üben, was wir tun und uns versuchen, weil wir wollen ja diskret sein. Also sozusagen, ihr wollt üben, bevor die Gäste da sind. Ne, ich hatte jetzt überlegt, ob wir quasi, ich hätte jetzt gerade so gedacht, ich würde so gerne so eine Vignette sehen, wo alle quasi einmal versuchen, sich in ihrem neuen Job irgendwie zurechtzufinden. Ja. Das klingt ja, dass es ihr tun könnt. Ich frage, tut ihr das, bevor die Gäste da sind, oder ist es etwas, was euch auffällt, nachdem die Gäste? Ja, wir haben nicht Zeit, ne, dafür so richtig. Ja, also ich meine, Ich ihr könnt es glaube. natürlich schnell machen. Also ich habe vielleicht noch am Es ist nur ehesten Steve da, Zeit. um euch zu Genau. sehen. Also wir müssen nicht üben. Wir können sofort Nee. rausgehen und irgendwas servieren. Was nochmal? Ja. Ja, genau. Ja, ich Genau. vermute, wir haben auch nach dem großen Fressen an der Besatzung zu lange geschlafen und dann sind wir ganz erschrocken gewesen, als plötzlich schon die Ja. ersten Passagiere kamen. Ja, ich habe mir auch nur ganz schnell meine Uniform angezogen und so, okay, wie geht hier der Herd an? Oh, Stichflamme. Okay, wird schon. Ja. Also ich habe echt lange trainiert irgendwie also weil ich bin ja auch nicht die Erste, die man sieht, wenn man an Bord geht, so als Passagierin. Und ich habe auf jeden Fall geübt, mein Cape quasi so umzuwirken. Und dann habe ich geübt, quasi so eine Art Arm zu machen, damit ich mit dem Cape so, weil ich das so schön finde. Das erinnert mich auch wieder so an dieses auf den Wellen. Und aber ich habe Gut. dann auch einfach gemerkt, dass es wirklich anstrengend ist. Also so Gliedmaßen machen, Gesichter machen, dieses ganze Detaillierte, es ist einfach. Es kostet mich viel Energie und dann. Und ich hatte auch nicht so viel Lust. Es war einfach auch, das ging, das hat nicht sofort geklappt und dann habe ich auch keine Lust mehr gehabt, weil dann, ich bin ja auch nicht die geduldigste aller Monster. Ja, aber das stimmt. Also die Rolle braucht sehr viel Konzentration. Weil als ich mich in dem ja, Behandlungsraum, Ärztezimmer umgesehen habe, da habe ich natürlich ganz natürlich mit allen Tentakeln alle Schubladen aufgemacht, in alle Schränke geguckt, um kurz zu wissen, was überall ist. Und dann dieses, oh, wenn ich die Uniform anhabe, sollte ich das vielleicht unterlassen. Dann müssen ja alle 17 Tentakel irgendwie in die Uniform oder irgendeine andere Funktion haben. Das ist anstrengend. Ja. Wir haben auf jeden Fall schnell gemerkt, dass die Leute total überrascht sind, wenn wir ihnen das Tablett mit dem Aperitif drauf so mit aus 8 Metern Entfernung anreichen, weil wir unseren Arm einfach problemlos verlängern können. Und dann die ersten zwei haben dann extrem verwirrt geguckt. Das war ein Urlaubergrüppchen aus, weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir dann beschlossen, dass wir das nur noch so auf maximal 2 Meter Entfernung anreichen werden. Ja, es wird gut sein. Ich muss mich in der Küche auf jeden Fall noch zurechtfinden mit den ganzen Zutaten und alles kann hier spontan anfangen zu brennen, wenn ich nicht aufpasse. Und ein brennendes Schiff nicht schön. Obwohl, da wären die Gäste so knusprig. Hätten so ein großes Barbecue. Und in den Ja. Gedanken verliere ich mich gerade so ein bisschen. Ja, aber ansonsten, ey, ich gebe mein Bestes, außer ich bin schlau genug, das kriege ich hin. Wir haben gehört, du bist sogar gerissen. Ja. Naja. Naja, ich merke schon, der Plan ist auf See raus und dann das Schiff anziehen. Genau. Aber wir müssen im Müllstrudel das machen. Dann wird der Müllstrudel auch größer. So lange Anyway. kann ich warten. Ja, ich weiß nicht, ob ich so lange warten kann, aber gut. Genau. Genau. Ja, genau, ihr habt also ihr habt in, ja, wo legt man ab, auf dem Donau, in Passau abgelegt und habt jetzt die Leute an Bord. Und ja, die
schauen sich natürlich, also stehen jetzt natürlich alle an der Reling und gucken sich die Landschaft drumherum an und einige fragen sich so hier, sind wir auf dem richtigen Schiff? Also es stimmt alles, sie haben die Karte auch entgegengenommen, aber hier auf dem Ticket steht MS Fürst Metternich und jetzt ist es das ist es MS Menschenschiff, was ist los? Versucht ihr euch möglichst heimlich und weg von der Crew von den Gästen zu verhalten als Crew oder und überlasst entsprechend Steve jeglichen Öffentlichkeitskontakt oder wollt ihr auch ansprechbar sein? Also bitte, wir sind Steward. Wir sind immer ansprechbar. Wir wissen nicht, was wir antworten, aber wir sind Steward. Wir haben diese Sendung geguckt im Monsterfernsehen. Und Stewards haben weiße Uniformen und sind da. Kümmern sich vor allem um die mit den langen Haaren und Blonden. Glaube ich, vielleicht. Ja, es kommen auf jeden Fall zwei auf dich zu. Die eine hat auch so lange blonde Haare und der andere hat eher so kurze, dunkle und entschuldigen Sie? Apero? Ja, danke sehr gern, aber nun, ich. Also, sie meint, bitte, beruhig dich. So schlimm ist es doch auch nicht. Das, nein, das ist unsere Hochzeitsreise und mir ist es wichtig. Also. Sie sind doch hier Kabinensteward. Ja, glaube ich. Warum war dann in unserer Suite, die wir extra gebucht haben, nicht wie angesprochen ein Strauß weiße Rosen hinterlegt? Das muss jemand vergessen haben. Wir wissen das nicht. Ich gucke mich panisch um. Überall fliegen rechts und links so Kakerlaken aus meinem Gesicht. Steve? Steve, die Rosen! Was für Rosen? Diese Wesen meinen, sie hätten Rosen in ihrer Kabine haben sollen. Aber ich habe nur ein Aperitif. Ja, aber also ich bis hätte ich das machen sollen? Ja, Steve, natürlich. Du bist doch dafür da. Ich kümmere mich nicht um Blumen. Die schmecken Aber nicht. Horst, eigentlich sind die Zimmer, also Zimmerservice kann ich gerne machen und wir knapp. Aber die Einrichtung? Entschuldigung, sagen Sie mir bitte Ihre Nummer, Sie da. Die 32. 32. Was wollen Sie noch mal dahin haben? Würfel doch mal Oh auf nein. Schiff, ob das gut geht hier. Das heißt, ich muss eine 3 oder höher, richtig? Ja. Oh, eine Genau. 6. Nice. Ja, dein Lügengebäude bricht nicht zusammen direkt, sondern Sehr gut. sie Es glauben lautet, bis ich das um die Ecke bin. und erinnern dich aber an den, also als sie gehen kommt, die Frau danach, ja, also, mein Mann ist da sehr speziell, aber Sie erinnern sich doch noch an seinen Geburtstag. Ja. Sehr gut, ja, weil das wäre ihm schon wichtig. Ja. Also wenn wir dann direkt, also unter den, also er wird gern. Wenn wir am alten Schloss seiner Familie vorbeifahren, dann soll das Lied gespielt werden, wie vereinbart, und dann möchten wir gern das Geschenk auf der Bühne übergeben. Ja, das wird sofort veranlasst. Sehr gut. Sie wissen Bescheid, wann und wo, richtig? Ja, und jetzt kümmere ich mich um das, was in Ihre Kabine sollte. Welche Nummer war das? Die 32.
Was sollte noch mal da rein? Blumen. Ja. Weiße Rose hatte mein Mann bestellt. Natürlich, Wissen Sie, komm. als er mich kennengelernt hat, hat er auf dem Rummel eine weiße Rose für mich geschossen. Und das ist unsere große Liebe entstanden. Wenn Sie das nächste Mal in Ihre Kabine kommen, wird es so sein. Und ich wandere so absent-minded irgendwie um die nächste Ecke und habe keine Ahnung mehr, was ich tun sollte. Aber es ging gut, fand ich. Ich gebe mir selbst ein innerliches High Five Bin hier Kakerlaken. und wir kakerlakensieren so vor uns hin. Ja. Können sich Kakerlaken so Schweiß von Also der Stirn wischen? bestimmt, bestimmt. Ich widerstehe dem Impuls, das jetzt in eine Suchmaschine einzugeben. Das können Kakerlaken sich Schweiß abwischen, die schwitzen halt gar nicht. Nein, aber ob die auch Schwitzen Kakerlaken. Ja. keine Ahnung, ihre Ja, putzen sich Kakerlaken. putzen sich gar keine. Gut, aber eine Ja. Frage für einen anderen Tag. Genau. Steve kommt in die Küche. Ja, ich bin gerade dabei. Ich versuche irgendwas fürs Mittagessen vorzubereiten und du siehst Pfannen und Töpfe und ich mache irgendwie Öl rein und mache das Feuer an und versuche zu schnippeln und ich bin jetzt schon total überfordert. Und dann, ja, Steve? Ja, also dreimal Veganer, einmal Zöriakie und einmal Lichtnahrung. Lichtnahrung, natürlich. Ja, es ist Vegan. Ihnen sehr wichtig, dass das mit Mondschein beschieden ist, was Sie kriegen. Ah, Und Sie hätten auch gern eine Wärmelampe am Tisch. Wärmelampe am Tisch. Ja, Das ja, ist ja ja. interessant. Aber dann heizen sie sich vielleicht selbst auf und sind dann ein bisschen lecker und veganer. Aber das ist bestimmt ganz gut für meine Verdauung. Ich krieg das schon hin mit der Lichtnahrung. Da muss ich mal gucken. Haben wir Ja, heute Mond? der Mann ist Altgeselle der Zerspanungstechnik und Heilpraktiker und das ist ihm sehr wichtig. Oh, verstehe. Den werde ich dann, glaube ich, nicht essen. Ich meine, natürlich. Ja, das krieg ich hin. Ich kümmere mich schon drum, Genau, Steve. und es ist, also es sind ja gerade, also ich möchte jetzt nicht, du wirkst schon ein bisschen gestresst, aber ich möchte jetzt auch, also wir sind ja gerade relativ unterbesetzt. Ich weiß auch nicht, wo die alle abgehauen sind. Vielleicht irgendeine Krankheit oder so. Ja, Aber bestimmt vielleicht Durchfall, nicht durch meine Küche, aber du kennst es ja, ne? Vielleicht ja, mal Durchfall und. also Karibik hat Freunde, gehört die Brown Star Line, also alles ganz, ganz schlimm. Das kriegst du nie wieder raus. Und du siehst mich Ein so Glück ganz gefühlt in so einem geht's mir noch Pappbeutel. gut, aber also zum Servieren. Ich könnte Hilfe zum Servieren brauchen. Meinst du schaffst das oder soll ich da einen von den anderen einspannen? So, nee, ach, das kriege ich hier natürlich. Ich bin multitaskingfähig, das ist gar kein Problem. Natürlich, natürlich. Hervorragend, dann machen wir das gleich. Ich nehme die linke Seite, du die rechte vom Saal. Na klar, na klar. Und ich suche nach den Tellern und du siehst, wie ich jeden Schrank aufmache, Gläser raushole und so. Ah, wo sind denn die Teller? Hier? Und ich gucke dich so an und mache eine Schranktür auf. Sind das die Teller? Das sind Terrinen. Oh, Terrinen. Okay, und ich mache die Schranktür wieder zu. Mach die nächste auf hier. Ja, das sind Teller. Perfekt. Perfekt, ich brauche ja keine Teller, bei mir geht das so, es ist ja Verschwendung. Aber gut, und ich hole die ganzen Teller raus. Ja, perfekt, ich mache gleich das Essen auf die Teller und du siehst, dass da einfach so eine brockige Suppe rauskommt mit ungewürfelten Zwiebeln und einem halben Huhn, was da so rausfällt. Möchtest du monströs würfeln, ob die Suppe wirklich abschreckend ist, Oh oder ja. ist das mehr ein Versuch aufs Schiff und du bist einfach nicht besonders gut da drin? Oh, das ist gut. Nee, dann würde ich auf monströs würfeln, tatsächlich. Ja. Okay, ja, Oh Gott. Hier, ich habe eine 1. und auf monströs selbst habe ich eine 5. das klingt noch mal Das ganz klingt nach gut. einem Erfolg. Ja. Super. Ja. sorry, Fantastisch. wir haben. Ja, anyway. Ja, genau. Never mind. Würfelpool. Gleich im Detail. Ja. Genau, also du hast auf jeden Fall ein Essen hingekriegt, das uns tief zutiefst verunsichert zurücklässt. Und ich bin glücklich und ich strahle mit all meinen Zähnen an.
Ja, er geht so rückwärts aus der Küche raus. Eine weitere Frage, die sich hier gerade stellt, ist: Wer steuert eigentlich das Schiff? Das habe ich Weil mich den auch Captain habt ihr mitgegessen. seit geraumer Zeit Ach, gefragt und nicht getraut, darauf hinzuweisen. Ich Das, dachte, das macht die wir sind ja fehlerhafte Technik. auf dem Fluss, genau. Wir sind auf dem Fluss und da gibt Was es einen soll passieren? Autopilot für. Der muss ja nur Ja. links, rechts genügend Abstand vom Ufer halten und immer geradeaus fahren. Ich denke, wir gucken einfach abwechselnd mal da bei diesem Lenkrad-Dingsi vorbei und drehen ein bisschen. Das wird schon Okay, klappen. also das Schiff ist auf Autopilot. Ja, ich glaube, aber ich bin natürlich, weil ich habe ja, das habe ich gecheckt, dass man das Schiff ja steuern muss. Und weil meine Show ist ja erst abends, das heißt, ich habe jetzt Zeit und habe gedacht, ich gucke mir mal die Schiffstechnik an, ob ich sozusagen da Kurs auf den Pazifik einprogrammieren kann. Okay. Also ich bin wahrscheinlich gerade auf der Brücke. Du bist gerade auf der Brücke, dann sollten wir aber generell, könnt ihr dieses Schiff steuern, würfeln. Prinzipiell, du hast es wohl schon angedeutet. Also erstmal, man kann immer würfeln, um zu sehen, ob es möglich ist, weil das kann es passiert, das ist der 1W6. Wenn ihr vorbereitet seid, auf das passieren würde, das war bisher nicht der Fall, könnt ihr einen zusätzlichen W6 nehmen. Oder wenn ihr relevante Fähigkeiten oder Gegenstände habt, könnt ihr einen weiteren W6 dazu nehmen. Das war bisher auch nicht der Fall, aber sozusagen für die Zukunft, ihr könnt argumentieren, nee, ich bin aber vorbereitet oder nee, auf jeden Fall ist meine Taschenlampe oder Messlich hilfreich dabei oder so etwas. Ich weiß nicht, ob wir an Dinge wie Vorbereitung glauben. Ja. Merkwürdige Menschendinge. Gut, also das heißt, ich glaube, ich versuche jetzt gerade, da ich mich mit moderner Schiffstechnik überhaupt nicht auskenne, wo wir einfach sagen, das Schiff hat ein Steuerrad und man kann irgendwie so einen Kurs eingeben oder so. Und wir haben, keine Ahnung, was haben wir, so ein Sonargerät oder ein Radar oder so, wo wir merken, okay, das Ufer ist zu nah oder Ja, Schlösser ja. sind im Weg. Einfach ab in den Aber Süden, das läuft. ja. Ja, Also ja. ich glaube, wahrscheinlich hängt in der Brücke einfach auch so eine Weltkarte, wo man irgendwie sehen kann. Auf Vielleicht einfach nur so ein jeden Dot, Fall. you are here. Also, dass man immer weiß, wo wir gerade sind. Genau, du versuchst rauszuzoomen. Ja, also vielleicht versuche ich mich einfach zu orientieren und versuche das Schiff, so gut es mir möglich ist, in Richtung Pazifik zu steuern. Ich glaube, ein Wurf könnte nicht mehr Schiff sein. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also, ich habe ein W6. Habe ich relevante Fähigkeiten? Nee. Habe ich relevante Gegenstände? Nee. Auch nicht. Gut. Dann ein W6. Ich habe eine 3 und ich habe eine, was habe ich überhaupt? Eine 2. Das heißt, ich habe tatsächlich einen Erfolg. Es hat knapp geklappt. Ja, du kriegst den Autopiloten so eingestellt, dass er nirgendwo gegenfährt. Es kommt halt auch schon der Moment, wo halt so ein Containerschiff an euch vorbeifährt mit so Nebelhorn und Panik. So kleine Ruderboote oder sowas von Anglern Ja. seht ihr ja nicht. Nee. Also es ist auch kein Problem, was hier passiert. Ja. Also ja, die Menschenschiff ist auf der Fahrt. Gucken, mit was für den Herr Doktor belastet sie. Ja, der Doktor sitzt wahrscheinlich bisher bei sich im Arztzimmer, Ja. geht Tagträumen nach, wie er ein ganz grandioser Star wird. Also erstmal als Arzt und dann Ja. weiß man ja nicht, wo die Karriere weiter ist, bis ihm dann Ja. wahrscheinlich so nach 2, 3 Stunden auffällt, dass bisher noch überhaupt niemand vorbeigekommen ist, um ihn Ja. anzuhimmeln und Ja. er vielleicht doch mal vor die Tür gehen sollte. Du Ja, willst in die und Schwarzwaldklinik, ne? ja, In Wirklichkeit. an dem, ja. Naja, weiß ich nicht. Naja, An dem aber Moment, wo es die Tür öffnet, bemerkt Mentakel ein würgendes Geräusch. Es braucht einen Moment und musst erstmal nach unten gucken. Und dann siehst du ein Kind. Mir ist schlecht. Oh nein!
Bist du dieses Schiffsfahren nicht gewöhnt? Ich, Nein, ich, es wackelt alles. mein erster Instinkt ist einfach so in mich hin zusammenzusacken, ne, wie man das so als Tentakel einfach so macht. Und dann fällt mir ein, ah, Moment, ich muss ja irgendwie in die Knie gehen oder mich runterbeugen oder so. Es wackelt alles. Oh je. Ja, mir ist ganz übel. Ja, wo sind denn deine Eltern? Die sind auf dem Schiff. Aha, ja, ich guck mal so den Gang lang. Ist da irgendjemand zu sehen? Du siehst niemanden. Dann mache ich so die Tür hinter mir wieder auf. Dann komm doch mal rein, dann gucken wir mal, ob wir dir helfen können. Ja, mir ist schlecht. Ja, setz dich mal da vorne hin. Und dann gucken wir mal. Ich hole irgendwie so meine Taschenlampe raus und sag mal A. Oh, oh. Ui, ui. Meine arme Uniform. Ja, okay. Ja, das sieht nicht so gut aus. Im Hintergrund versuche ich irgendwie darüber nachzudenken. Mist, das Kind hat ja irgendwie Eltern, aber die scheinen sich ja nicht so für das Kind zu interessieren. Die wissen also im Moment wohl wahrscheinlich gar nicht, wo das ist. Aber was jetzt auch. Auf der anderen Seite ist natürlich, also wenn ich das Kind rette, dann kriege ich bestimmt Ruhm bei den Eltern. Also das ist schwierig, das ist schwierig. Aber ja, versuchen wir vielleicht mal dieses Kind zu retten. Dann mach mal die Augen auf, um da rein zu leuchten. Ja, es hat Augen. Es hat Augen. Ah, okay, Es gut, scheint ja. für Menschen eine gewöhnliche Anzahl zu sein. Seltsam, immer diese zwei Augen. Also, ja, gut. Gut, dann gucke ich mich noch mal im Zimmer um. Ich hatte ja vorhin mal in die ganzen Schubladen geguckt. Und dann geh ich an eine der Medikamentenschränke und gucke da mal so durch. Vielleicht irgendwas Beruhigendes. Stinkt hier jetzt. Sagt das Kind. Ja. Oh, ist es ausgelaufen? Ja, da kümmern wir uns später drum. Hast du eigentlich Spiele auf dem Handy? Ich weiß gerade gar nicht, was er mit Spiel und S, ich weiß ja gar nicht, also mit Spiel und Handy meint. Ich denke, ich sollte mal schnell ablenken, greife irgendetwas aus dem Medikamentenschrank und würde mal gucken, ob ich das dem Kind verabreichen kann. Versuchst du ehrlich, dem Kind zu helfen? Ja, also ich. Finde, du solltest mit 2W100 auf der Medikamentenliste würfeln und gucken, was Hier wird uns Moritz sicherlich demnächst als Fanmaterial Ja, zusätzlich schon. schreiben. Für Situationen wie diese. Ja, also im Moment möchte ich ja noch, also ich gehe bisher davon aus, dass wir das große Fressen nicht direkt nach dem Ablegen anfangen können. Deswegen würde ich im Moment noch eher auf den Ruhm hinarbeiten und dafür brauche ich das Kind als Werkzeug, um bei seinen Eltern Ruhmpunkte zu bekommen. Okay, dann klingt es, müsst du Schiff würfeln, um das Kind zu heilen. Ja. Gut. Ich weiß nicht, ob mir meine Tentakel da beim Verabreichen helfen. Ich weiß jetzt noch nicht mal genau, was ich da aus dem Schrank gegriffen habe, ob das irgendwie. Ich meine, wir Das könnten praktisch. argumentieren, du hast dich vorbereitet, weil du dir vorher die Schränke angesehen hast. Und Also du hast hast du ja, jetzt eine okay. Lang genug Probekategorie da oder. gesessen. Und du hast halt als Tintenfisch, also wenn du zumindest so ähnlich wie ein Tintenfisch bist, dann hast du halt auch in jedem Arm ein Gehirn und du hast Geschmackssinn in deinen okay. Tentakeln. Gut, aber Und ich habe das. leider nicht in jedem Tentakel ein Auge, damit ich die ganzen Beschriftungen gleichzeitig Ja. lesen kann. Ja, okay. Man kann nicht alles haben. Gut, ja, dann mache ich da die Packung auf, hole ein paar von diesen Drops raus und die werden dem Kind verabreicht. Und wenn die nicht drin bleiben, dann helfe ich nach. So, ich habe Don't try allerdings. this at home. Ich habe allerdings einen Wert von 4 und nur eine 2 und 3 gewürfelt. Damit habe ich die Probe auf Schiff nicht geschafft.
Oh nein. No. Das Kind scheint auf jeden Fall, also dem geht's nicht besser, nachdem du ihm was gegeben hast. Okay. Ändert es irgendwie seine Farbe? Das Kind ändert nichts, so, als ob ein bisschen blasser wird's. Alles sehr schlecht zu sehen hier bei dem Licht. Mein Bauch tut weh. Aua. Ist dir der noch übel? Ja. Oh. Und ich habe Hunger. Ja, für Hunger bin ich nicht zuständig. Da musst du in die Küche gehen. Oh je, Ist ich, die? Möchtest du dich vielleicht hinlegen und warten, bis es besser wird? Ja. Ja, okay. Hier vorne ist eine Liege. Oh Die ist je. unbequem. Ja, das, wenn du schläfst, merkst du das nicht mehr. Aber ich bin Oh nicht Gott, oh Gott, müde. oh Gott, oh Gott, ich gehe wieder an den Schrank. Du bist nicht müde. Nein, Vielleicht es haben wir da schlägt, ich was. habe Bauchschmerzen und Hunger. Mir ist Bauchschmerzen auch und Hunger. langweilig. Und langweilig. Ich glaube, du solltest wirklich schlafen. Dann ist das bestimmt alles weg. Also Hunger ist dann weg, Unbequem ist weg. Langeweile ist dann weg. Ich versuche noch ein Schlafmittel zu finden. Aber ich kann nicht ohne meine Kassette schlafen. Ich Die überlege Kakerlaken gerade, ob ich können irgendwie die singen. Profession wechseln soll, aber dann greife ich nach dem stärksten Schlafmittel, was hier ist. Ist wahrscheinlich so eine dicke Spritze. Ja, Oh mein Gott. okay. Ja, das geht What could das. possibly go wrong? Oh Ist mein Gott. nichts. Ja. Nicht zufrieden, aber das klingt nach was Monströsem, was du Ja. gerade probierst. Okay. Ja. Ja. Oh mein Gott. Genau, und im Zweifelsfall halte ich es dann mit den Tentakeln still, bis ich die Spritze appliziert habe. Oh Gott. Dann hätte ich den Vorteil der vielen Tentakel. Oh Gott. Aber vorbereitet bist du sowas von nicht. Inhaltshinweis. Horror. Nee. Horror und Ja, dann Kindesmisshandlung. hätte Aber ich zwar wirklich. die Stärke der Tentakel benutzt, aber ich habe dann einen Erfolg. Oh. Das genügt, um das Kind zu betäuben. Dann Oh mein Gott. schiebe Danke, ich dass da das auf die Kind. Liege und gucke erstmal aus dem Fenster und überlege, was ich denn jetzt mache. Aber wenn ich jetzt die Eltern finde und denen erzähle, dass ihr Kind, es war hungrig und es hatte Bauchschmerzen und es hatte Langeweile und dann hat es sich ganz entspannt in die Ecke gelegt und geschlafen. Da kriege ich, also das finden die doch bestimmt gut, dass ich mich drum gekümmert habe, oder? Vielleicht sollte ich die Bestimmt. Eltern suchen gehen. Bestimmt. Auf jeden Fall, bestimmt. Nimmst du das Kind mit oder lässt du es da liegen? Ich lasse es da erstmal liegen. Obwohl, Okay. das wäre natürlich einfach, ne? Sind Sie die Eltern von diesem Kind? Nee, ich lasse es erstmal liegen. Das erscheint mir zu unpraktisch. Okay, du gehst die Eltern suchen, die werden halt auch alle da sein, wenn Mittagessen Ah. serviert wird. Was die nächste Herausforderung ist, ihr müsst Kellnern zumindest müssen Heinrich und Horst kellnern. Ich weiß, ihr ist Urania auch da, wenn Ja, die da ich Essen glaube, verteilt ich habe, wird. also jetzt, nachdem das Schiff meiner Meinung nach auf dem richtigen Kurs ist, habe ich, glaube ich, gedacht, das dauert ja jetzt noch ewig, bis Abend ist und meine Show ist. Ich sollte das jetzt machen. Und habe beschlossen, dass ich schon mal zum Mittagessen performen werde. Sehr gut. Ja. Also ich bin auch da mit meinem Cape. Ich kann aber notfalls, also ich würde mich überreden lassen, auch beim Servieren zu helfen, wenn mich da jemand von überzeugen kann. Aber mein eigentlicher Plan Nee. ist Wir glauben performen nicht zu dran, können. Leute von was zu überzeugen. Tu, was du möchtest. Urania, mach, was Ja, du möchtest.
Ja, Steve wendet sich so, als er so praktisch vor der Küche steht, kurz an Horst, meint so: Hast du gesehen, was der Koch da ange... Also was, das ist ja ganz scheußlich. Dann lächelt er auch immer so viel. Sah das Essen komisch aus? Ja, und er hat vergessen, auch zu sagen, welches das mit dem Licht ist. Aber dann geben wir einfach das zweite von links dem, der das Licht will. Das ist schon in Ordnung. Okay, ja, das ist, also, Wir haben das ist ja. doch einfach, das ist so eine komische braune Mompe, die es hier gibt. Ja, aber wir haben ja Heinrich nicht nur wegen seines strahlenden Lächelns eingestellt, sondern weil er ein exzellenter Koch ist. Es Ja, sieht vielleicht nicht aus wie Essen, aber glauben mir, Steve, es ist Essen. Wir können es essen. dann wird das für die Gäste wohl auch reichen müssen, ja, Ja, aber. absolut, Steve. Da müssen die Wenn es Gäste. Beschwerden gibt, dann hole ich direkt den Küchenchef. Ja, dann kann Heinrich das schon selber mit seinem wunderschönen, strahlenden Lächeln glattbügeln. Aber ich bin sicher, das schmeckt ausgezeichnet. Ich nehme mir sowas von Okay. dem Teller. 17 Kakerlaken, schmeckt das ausgezeichnet. Super, das hat Heinrich ausgezeichnet gekocht, Steve. Stell dich nicht so an und diese ganzen Menschen auch nicht. Das schmeckt ausgezeichnet. Ich komme so Ja, vorbei dann. und bin so dieses. Aber glaubst du nicht, dass das vielleicht kleinere Stücke sein sollten? Und deute so, also mach so ein Blob. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, eine ganze komplette detaillierte Hand zu machen, aber halt so ein. Dann hau ich mit so einer Kakerlaken gebildeten Hand da drauf und dann ist das ein bisschen kleiner, diese Zwiebel. Ja. So gut. Urania, du hast aber auch immer was zu meckern. Nein, es muss halt im Verhältnis stehen. Du musst die Mundöffnung und das muss doch kleiner sein als die Mundöffnung. Sonst Können können die diese das doch nicht Menschen nicht essen. beißen? Oder die haben doch. Steve meint ganz naiv, ja, das sind teilweise halt auch Rentner, die haben schon viele auch schlechte Zähne. Ich Aber komme so das raus, wie Gebiss, mir schlechte Zähne. diskret mit dem Cape zu verdecken. Aber Steve, Sie haben doch diese silbernen Sachen auf dem Tisch, diese länglichen, damit können Sie Sachen klein machen. Ja, Messer und Kabel, ja. Ja, ich kam gerade nicht drauf. Aber es ist doch viel praktischer, wenn es jemand anders vorher zerkleinert hat. Heinrich, hast du was, so ein Zerkleinerer? Die anderen beiden meckern. Wir wollten jetzt servieren, das Essen muss fertig sein. Also mein Steve so ganz panisch so, okay, Urania, kannst du vielleicht jetzt schon eine Show machen, die Leute irgendwie Aufmerksamkeit der Leute auf dich. Die müssen die hinhalten. Ja, ich bin voller Begeisterung und dass ich endlich meine Show machen kann, weil jetzt habe ich das ja geübt mit dem Cape und bin mir sicher, dass auch in diesem Speisesaal irgendwo so eine Art Bühne ist und wenn nicht, dann schiebe ich Tisch. irgendwas beiseite, bis ich eine Bühne habe und fange an, also da ich habe mir so einen kleinen Tisch aufgebaut und da ist jetzt mein Zylinder drauf und es ist ein bisschen mühsam, diesen Zauberstab zu halten. Aber ich stehe dann da vorne und sage jetzt so: Wir werden eine Zaubershow machen. Also ich werde eine Zaubershow, die große, und gucke nochmal auf das Plakat, die große Houdina wird für sie zaubern. Du hörst im Versuche. Hintergrund so aneinander schlagende Kakerlaken. Genau. Und ich glaube, ich versuche so einen Zaubertrick. Und ich glaube, ich versuche irgendwie sowas, wo man so aneinander geknotete Taschentücher rauszieht, die ich Ja, unter ja. meinem Cape, naja, eigentlich sind sie in mir, irgendwie so, naja, ich habe jetzt ja nicht wirklich eine Schulter oder, aber so, naja, wo vielleicht man eine Schulter Ja. vermuten würde, wenn man jetzt mit menschlichen Maßstäben messen würde. Und wedel also rum und sage,
Ah, ich sehe, Sie haben alle Ihr Essen bekommen. Und falls es doch ein bisschen kleckert, macht das gar nichts. Ich habe eine Serviette mitgebracht. Da können Sie sich den Mundwinkel und Tupfer halt irgendwo so bei mir, wo ich denke, da sollte der Mund sein. Ich habe mir schon ein bisschen Mühe gegeben, sowas Kopfartiges zu machen, weil jetzt bin ich ja auf der Bühne, jetzt muss ich mich anstrengen. Und gebe die dann sozusagen der nächstsitzenden Person, sage, nimm sie doch die Serviette und warte jetzt, dass die zieht und dass sich dann sozusagen dieser ganze bunte Ja, Servietten aus. die fasst die Arme da so. Versucht die, zieht die Hand wieder hoch und das sind halt so, Fe so Schleimfäden an der. Ist halt so verstört, dass sie halt jetzt diese schleimige Serviette in der Hand hat. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das hat jetzt nicht, hatte mir das irgendwie luftiger vorgestellt. Und bin ein bisschen enttäuscht. Also ich, weil das, also es ist irgendwie nicht, das sollte halt so im Wind wehen, wie, Ja. naja, wenn so ein Windstoß über die Plastiktüten des passiven Müllstrudels weht. Und irgendwie ist es jetzt aber einfach nur so schwer und glitschig und. Ja. Steve, die Magierin steckt im Problem. Ich hau jetzt wirklich auf jeden Teller einmal so ein Vorbeigehen drauf und dann kann der damit rausgehen. Dann ist das alles zerkleinert. Steve, stellt schnell mehr Teller, mehr Teller. Wir Ja. müssen sie ablenken. Und ich komme Ja. auch mit so einem Fleischklopfer raus und gucke mir immer Genau. die Leute ganz genau an, ob die falsche Zähne haben oder nicht, weil das kann ich ja erkennen. Und sage, Oh, das kannst machen du Sie am mal den Tisch Mund machen. auf. Und dann Heinrich, so. mach das am Tisch, Heinrich. Wir servieren am Tisch. Das mache ich, das mache ich. Und sobald ich den Teller dann so abstelle mit dem Essen, boom, hier, dann können Sie besser kauen. Und das mache ich so mit dem Teller, aber ich denke, die brauchen das. Und mache Ich damit stehe ganz viel daneben mit Lärm. meinem Aperitif und sage immer nur Service. Wird bei uns groß geschrieben. Ja. Ich versuche derweil ein Kartendeck zu mischen. Weil ich denke, die Okay. sind ein bisschen widerstandsfähiger, aber naja, weiß nicht. Es klappt nicht so richtig. Okay. Ja. Heinrich, dieses War Wesen hat noch ganz, mehr ganz schlechte Zähne. Zauber hast Da du musst du nicht geschossen. drauf draufhauen. Bist du sicher? Dann hau Ja. ich nur einmal drauf. Doch. Das kann das gut essen. Ihr Wesen. Ich ruf Urania mal zu. Große Houdini, wollen Sie nicht vielleicht einen Zaubertrick mit jemandem aus dem Publikum machen, als ich sehe, dass sie so struggelt mit den Karten? Ist eine sehr gute Idee. Ist eine sehr gute Idee. Ich mache mein Cape so auf und sage, kommen Sie doch zu mir auf die Bühne. Sie vielleicht. Und zeige auf eine. Oh, pass auf, warte, ich weiß jemand. Ich habe nämlich grob mir gemerkt, wie die beiden aussehen mit dem Auftrag für mich, aber da war ich den Auftrag nicht mehr Ja, ja, weiß, ja. würde ich gerne einen davon zumindest Ja. irgendwie verschwinden lassen. Ja, der mit den kurzen Hier, Haaren sieht, diese, der Mensch die mit den da, kurzen Haaren sieht ganz appetitlich ja, mit aus. den kurzen Haaren, zu der Genau. mit dem anderen langen Haaren gehören. Bitte gehen Sie doch mal da hoch. Ja. Gibt auch Aperitif danach. Und Okay, ich glaube, ich würde zumindest irgendeinen Wurf für diese ganze ja. Fleischklopfer-Aktion haben wollen. Ich finde schön, dass ich schon beim Zauber schon nicht würfeln muss. Die war so schlecht, dafür musst du Ja, nicht das ist, würfeln. scheint er ja schon rein erzählt dazu. Ja, auch noch mal würfeln. Aber es Ich ist habe halt auch auch. mehrere Tricks auf Lager. Oh, halt auch schlimm, wenn man hungrig ist und das Essen wartet, dann kommt ein ganz schlechter Zauber in und macht halt so und kriegt es sich in ein Kartendeck zu mischen. Das ist auch Drückt einem rotziges schwer. Tuch in die Das ist Hand. nicht Ja, aber. einfach. Ja, Ist das nee, eine? als Spielleitung da gut reden. Wenn man schon sein ganzes Ja. Leben lang Hände hat, ist das ja vielleicht leicht, aber. Ja. Ja. Ja, Ja. ist das monströs, dieses Fleischklopferverhalten, oder ist das noch Schiff? Also. Also, ich würde sagen, das Also, ist ist das eine monströs. Einschüchterungstaktik oder versuchst du wirklich dein Bestes auf Na menschliche gut. Art Essen zuzubereiten?
Also meine Intention war, ihm gute Nahrung zukommen zu lassen. Was Heinrich sagt, weiß ich nicht. Meine Intention ist, dass mir die Typen hier nicht so sehr auf den Nerv gehen, weil das verdirbt mir den Appetit. Also ich würde sagen, es ist monströs bei mir. Okay, dann wirft den Würfel auf monströs. Okay, ich habe eine 4 gewürfelt und als Wert habe ich 5. Habe ich das dann geschafft oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Nee, du hast es nicht geschafft. Da habe ich es nicht geschafft. Okay. Moment, monströs muss man drunter würfeln oder nicht? Ja, aber sie hat eine... Ich habe eine 4 gewürfelt. Eine 4. Und als Wert so, ich hab gerade deine Zahlen, Zahlen verwechselt. Okay, also ich muss dann runterwürfeln. Das okay, ist dann erfolgreich, Nee, vor uns so unsere Klopfenaktion nicht. Ja, die Leute sind, also die Leute sind nicht angetan. Aber sie nehmen jetzt halt, was sie kriegen. Und haben jetzt halt Essen und die weißen Tischdecken sind halt teilweise eben so braunen Soßenzeug voll, weil du Hammer reingehauen hast. Und jetzt wird der Bräutigam da auf die Bühne gebeten für Zaubershow. Ja. Also ich habe jetzt gedacht, gut, ich sollte irgendwas machen, was weniger kleinteilig ist und wo es nicht so schlimm ist, wenn ein bisschen Schleim dran ist. Und habe jetzt so diese Ringe, die so ineinander sind und gebe ihm jetzt da ein Ende zum Festhalten und sage, liebes Publikum, liebe Menschen, ich werde nun zeigen, wie diese Ringe, die ineinander gehakt sind, durch Magie auseinandergehakt werden und würde da so mit meinem Cape so drüber wedeln und da diese Ringe ja irgendwie irgendwo so Öffnungen haben, versuche ich die diskret hinter dem Cape, also ich weiß nicht, wie das wirklich funktioniert, aber ich in meiner Vorstellung haben diese Ringe so Clip-Öffnungen und versuche das diskret hinter meinem Cape aufzumachen. Und ich weiß nicht, wie gut meine Feinmotorik im Moment ist. Könnte eine Probe auf Schiff sein. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich muss schon ja gucken, was meine Zahl ist. Außer du möchtest wirklich Magie wirken. Kann ich Magie wirken? Das ist die Frage. So als Schleimklumpen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich würde es mit Schiff versuchen. Ja. Also ich versuche schon, diesen Zaubertrick auf menschliche Art und Weise zu machen. Weil jetzt... habe ich ja mein Rampenlicht und das finde ich schon auch irgendwie gut. So. Also ich bin nicht vorbereitet. Also ich habe schon gesagt, ich habe mir meine Sachen ein bisschen vorher angeguckt. Ich habe relevante Fähigkeiten, also ich meine, ich bin jetzt ja quasi in meinem Element mit dem Cape und so und habe schon irgendwie die Ausstattung, die ich auch brauche. Und ja. Das heißt, ich habe 3W6. Okay, und ich versuche... So, was versuche ich? Ich versuche drüber zu würfeln und ich habe ein 2. Das heißt, ich habe 2 Erfolge. So. Das heißt, es klappt wie gedacht. Der Trick funktioniert. Wie durch ein Wunder. Wahrscheinlich, weil die Scharniere jetzt gut geölt sind. Durch den Aufenthalt in meinem Körper. Klappt das und die Ringe lösen sich voneinander. Und ich stehe da und halte so einen Ring und sage, fantastisch. Und dann versuche ich, glaube ich, noch, weil ich dachte, na gut, also das mit den Tüchern hat jetzt nicht geklappt, aber vielleicht klappt es mit den Blumen. Und hole noch so einen Strauß weiße Rosen aus der Tasche und halte ihm die so hin. Ach, das ist ja lieb, das... Oh, das ist die Entschuldigung, aber vollumfänglich angenommen. Die glänzen auch schön, weil die sind natürlich auch so ein bisschen. Ja. Ich halte ihn jetzt länger. Ja. Ja, also er freut sich, dass die Rosen bekommen zu haben. Ja, ich werde ein bisschen. Wie sieht es aus, wenn grün, neongrüner Schleim errötet? Lila, keine Ahnung. Braun wahrscheinlich.
Wäre das so ein bisschen so dunkel in der, wo im Moment meine Wangengegend ist. Und verneige mich. Und Du hörst wieder hinten aneinander klatschende Kakerlaken aus so einem Gang. ja, ein paar Leute klatschen halt auch im Saal und seine Frau klatscht halt natürlich sehr enthusiastisch. Ich klatsche auch mit dem Fleischklopfer so auf den Tisch. Ja! Beim Gehen fragt er, meine E-Mail hatten Sie erhalten, oder? Ich habe was erhalten. Ja, meine E-Mail, ich hatte ihn ja geschrieben bezüglich meines Geburtstags und dem Auftritt. Wissen Sie, ich bekomme so viel Post. Können Sie das noch mal zusammenfassen, was Sie geschrieben haben? Ja, natürlich, ich wollte das eben, also halt auch als eine romantische Geste für meine Frau, dann auch ein Herz drin vorkommt in dem ganzen Stück. Und ich wollte dann auch gerne auf der Bühne, das ist ja halt auch mein Geburtstag, aber ich wollte sagen, so auf eine romantische Art wollte ich ihr halt ein Ständchen bringen. Heute Abend. Heute Abend. In der Ja, Disco. genau. Ja, genau. Das Ja, wie ja. abgesprochen. Ja, genau. Bin mir nicht sicher, dass ich das Ganze mit der Romantik und dem Herz und so verstehe und denke, aber ja, gut, Herz ist auch lecker. Aber ich denke, gut, jetzt. Immerhin muss ich es nicht improvisieren und bin aber entschlossen, ihm Ja, das und rauszufinden, wie das funktioniert. Ja, und der Kapitän kommt dann auch an unseren Tisch, richtig? Der Kapitän, ja, also wir werden sehen, ob der Kapitän noch irgendwo hinkommen kann. Aber ja, also wir werden, wir, es wird bestimmt ein Fest. Ein Fest. Ja, es ist ja bestimmt viel bürokratischer Ärger wegen dem Kanu vorhin. Wie bitte? Das Kanu, über das wir rübergefahren sind. Das ist das Kanu. Haben Sie das gar nicht mitbekommen? Ja, das war schon ziemlich spektakulär, wie halt so ein kleineres Boot da einfach zermalmt wird. Oh, ich war unter Deck. Ich rufe die große Houdini und schiebe sie so in die nächste Tür. Ich wedel noch ein bisschen mit meinem Cape, weil das kann ich jetzt. Und habe beschlossen, Heinrich mal zu fragen, wie wir das hinkriegen mit dem Herz. Weil der hat bestimmt welches in der Küche. Oder Ja. vielleicht der Doktor. Ja, vielleicht sollten wir uns alle Ja, genau, besprechen. der. Ja. Apropos Doktor, der Ja. war zwischenzeitlich auch Der in den Doktor Speisesaal sollte. gekommen, weil ich ja auf der Suche nach den Eltern war und irgendwie habe ich nirgendwo im Schiff jemanden gefunden, Ja. bis ich dann den Namen gehört habe. Das heißt, ich habe jetzt noch gesehen, wie die große Haudina diesen Auftritt hatte und dafür auch Applaus bekommen hat. Und irgendetwas nagt gerade in mir, weil erst frisst sie mir das leckerste Essen weg und jetzt kriegt sie früher Ruhm als ich. Weiß gerade nur noch Ja, nicht. ich habe dir die Bühne freigemacht. Ich habe sie gerade weggeschoben. Leg los. Vielleicht musst du aber dem Typ erklären, wie das mit dem Kanu ist. Weiß jetzt nicht, ob du gerade in die nächste Szene übergehen wolltest Nee, oder. bitte, auf jeden, Okay. also hier das Kind zu suchen, ist auf jeden Fall noch ein, Ja, oder die Eltern ich. des Kindes ist natürlich auch noch eine passende Genau. Herausforderung. Ich will ja auch ein Star werden und ich will ruhmen. Deswegen werde ich mich dann irgendwie so räuspern.
Hallo, hallo, werte Anwesende, werte Gäste. Vermisst jemand von Ihnen ein Junges? Es gibt das so zögerlich und dann halt an einem Tisch so, ja, und unser Jüngster ist gerade, der ist nicht aufgetaucht zum Essen. Oh, Aber haben Sie sich da wahrscheinlich ist Sorgen er eine gemacht? Wasserrutsche. Ja, wir haben, also wir hatten gedacht, also wir haben schon gesagt, dass es Essen gibt, aber genau, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war bei der Wasserrutsche. Aha, ja, weil also er hat sich dann wohl bei mir gemeldet und ich konnte ihm tatsächlich groß helfen. Also er war irgendwie hungrig und ihm war übel und er hatte Magenschmerzen, aber im Moment schläft er friedlich. Von den, also die Eltern sind sichtlich verwirrt und von dem Tisch mit der hier UV-Lampe hinten kommt und ruft das. Das glaube ich aber nicht, dass du helfen konntest, du Scharlatan! Ich schiebe dann erstmal meine Brille. Wollen Sie meine Kompetenz anzweifeln? Ja, das ist alles übelste Schulmedizin. Oh nein! Ja, natürlich. Was denn sonst? Und ich rufe so, waren Sie der mit der Lichtnahrung? Ja, genau, der war vorzüglich gelungen. Ich schmecke das Mondlicht raus. Ah, perfekt. Also, okay, den merke ich mir, aber den fresse ich definitiv nicht. Rüber und guckt mir diese Person genau an. Also ich kenne viele Organismen, die sich von Licht ernähren oder mit Licht empfindlich reagieren, aber mir war nicht bekannt, dass Homo sapiens dazu gehört. Ja, das ist vielen unbekannt, aber dass Sie als Arzt das nicht wissen. Normalerweise verheimlichen Sie das ja. Interessant. Mondlicht haben Sie gesagt. Mondlicht. Ja, und also, du bist ja auch hauptsächlich ein Knecht der Speisemittelindustrie, wenn du das nicht verbreitest, das. Ich würde sehr gerne heute Nacht wissenschaftliche Forschungen vornehmen, wie das Mondlicht auf Sie wirkt. Wollen Sie zu mir kommen oder sollen wir uns an der Rutsche treffen? Die ist ja, glaube ich, auf dem Oberdeck. Da hätten wir ungestörteres Mondlicht. Würfel mal was dafür. Das ist nicht Schiff, kann ich dir verraten. Ja, aber gut, ich bin gerade überhaupt nicht vorbereitet. Okay, gut, ja. Das heißt, ich würfel auf Albtraum. Ja, ich weiß nicht, helfen dir deine monströsen Fähigkeiten dabei? Nee, nicht wirklich. Ja, okay. Dann habe ich eine 3 von 4. Dann habe ich das gerade geschafft, ja. Ja, ich werde sie schon Lüge strafen, aber da. Wir werden sehen, wessen Theorie besteht und damit Ruhm bekommt. Wir sehen uns zum Mondaufgang. Ja, genau. Und ihr wolltet euch gleich absprechen, aber das wäre vielleicht eine Gelegenheit für uns als Spielende, einen kurzen Augenblick Pause einzulegen und dann uns hier gleich wieder zu treffen, wenn ihr einen Geburtstag plant, Direkt. wo ihr keine Ahnung habt, was die sehr speziellen Wünsche der anspruchsvollen Gästinnen sind und Sehr nebenbei gut. den Zerspanungstechniker und Heilpraktiker. Das ist gut. Ja. Aufgrund der Probleme im Vorfeld konnte ich mich nicht frisch machen. Dann nutze ich doch die Zeit jetzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir Ja. Kameras ausmachen dürfen oder vielleicht machen wir die einfach. Also vielleicht können Ich wir uns kann von einfach meine. mein super Regal hier für alle Ja, zum Ansehen lassen. geheim kann hier auch dann. Ich Ja, kann ich habe. meine so zuklappen, dann verrutscht das Bild nicht und ich glaube, ich Genau, kann bei wollen meiner wir was uns trotzdem dann oder diskret so? aufstehen. Also Dann, genau. genau, dann treffen wir uns um 10 vor wieder. In der Zeit könnt ihr euch irgendwie nochmal das Intro vom Traumschiff anhören Ja. oder den Ja. Octodad-Trailer-Song, was auch immer euch lieb Ja. ist. Ja. Lass uns doch tatsächlich wirklich mal so 5 volle Minuten nehmen und Ja, eher sagen fünf genau. vor, weil ich glaube, ansonsten wird das einfach alles Ja. knapp. Und dann Auch gut, kann auch auch das gut. Fünf Publikum in vor. Ruhe kurz aufstehen, was essen
Hunger, Essen, Pipi, was hatten wir Genau. vorhin noch? Signal, das müssen, kümmert euch. Wir sehen uns gleich wieder an Bord. Bis Genau, gleich. bis gleich. Ja. Ja, Mairi fragt gerade, was passiert. Wir haben kurz Pause gemacht und haben, Moritz Mario, wir hat haben uns keinen seine Bock mehr. Wir machen Unsinn. größformatigsten Rollenspiele gezeigt. Genau. Und Genau. für den Chat, der Dirke Weltatlas ist dagegen Kindergeburtstag. Ja, den habe ich auch noch irgendwo im Regal. Der ist sogar kleiner als Metamorphosis Alpha. Aber der steht bei den Ordnern und da passt es. So. Genau. Gut, aber zurück auf unser Kreuzfahrtschiff. Zurück auf die Donau oder wo auch immer wir gerade sein mögen. Ihr Genau. seid in der Tat auf der Genau. Donau. Ich gucke Ja. wahrscheinlich auch immer ungeduldig aus dem Fenster raus und hoffe, dass wir bald auf dem offenen Meer sind. Ja. Gut. Fantastisch. Also ich war ja dafür, dass wir uns quasi zu einer Lagebesprechung versammeln. Ja, wo besprecht ihr die Lage? Weiß ich nicht, auf der Brücke oder im Maschinenraum. Also wo jetzt Gäste nicht so direkt unbedingt als erstes vorbeikommen. Das klingt gut. Ja, vielleicht auf der Brücke. Und ich habe euch da irgendwie, glaube ich, zusammengerufen und gesagt, und wie läuft's? Hat schon jemand was gemerkt? Ich finde, wir haben das jetzt bis jetzt ganz gut hingekriegt. Also Finde ich meine aber Show auch. war gut. Naja, deine Show war. Was Nein, meinst du? insgesamt haben wir das alles sehr gut gemacht. Sie schöpfen überhaupt kein Misstrauen. Diese Menschlinge sind auch einfach ein bisschen gutgläubig und dämlich. Ja. Aber nein, wir werden das locker hinkriegen, hier diese Fluss, Wasser entlang zu fahren, Ja. vielleicht auch wieder zurück. Ja. Aber Aber was dass ist wir immer mit noch nicht im Steve? Pazifik sind, das macht mich ein bisschen unzufrieden. Was ist mit Aber Steve? Wir haben ihm hoffentlich gesagt, dass er uns nicht stören soll, egal was passiert, oder nicht, dass er hier reinplatzt. ich habe, ja, weiß ich nicht. Also bin ja damit beschäftigt, dass heute Abend in der Disco, wenn meine große Show ist, das war ja gerade quasi nur die öffentliche Generalprobe, weil dieser eine Mensch, der möchte, dass es Herz gibt auf der Bühne. Oh ja. Ja, aber das ist ja gar kein Problem. Kann er kriegen, kann er gebraten, kann er gebacken kriegen, roh, groß, Ich denke, er klein. Ich meint weiß es roh. nicht. Warum sollte man ein Herz erst braten oder backen? Ja, die Menschen sind ja so komisch. Weißt du, deswegen stehe ich ja in der Küche. Ich meine, wir brauchen das nicht. Aber die Menschen, ich glaube, weil sie nicht so viele Zähne haben, weil sie nicht so gut kauen können. Deswegen. Die Frage ist nur, will er ein Menschenherz? Vielleicht sogar das von seinen anderen Menschen oder reicht es, wenn wir eins aus der Küche nehmen, aus dem Nein. Kühlschrank? Er hat was. Also ich glaube, der andere Mensch soll schon dabei sein, Ach, und kann er nicht weil. ohne Herz? Nein. Also wir können das problemlos. Ich glaube, das ist bei Menschen schon eins der fundamentaleren Organe. Diese Wesen werden es nicht lange machen, ich sag's euch. Nee. Wie Ja, soll es das ist denn als kompliziert. Konzept funktionieren, alles mit diesem Herz und Es ist auch so? so undurchsichtig. Also ich meine jetzt buchstäblich, es ist sehr undurchsichtig, weil man einfach Ja. nicht weiß, was da drin abgeht. Ja. Ich bin da ja sehr transparent, aber also wir sollten, es soll halt eine Show geben und der andere mit dem langen Fell soll mitmachen und es soll Herz geben, habe ich verstanden, und irgendwas mit Romantik, aber ich weiß nicht, was Romantik ist. Egal. Kennt sich da jemand aus von euch? Vielleicht was mit Büchern. Ja, wegen Roman. Ja. Ja, Ja. stimmt. Und vielleicht hat sie einen Stimmt. Tick. Oder Ja. er. Kann jemand Oder von was auch euch immer. lesen? Nee. Ja, Wer von uns? ich habe schon die ganzen Medikamententitel gelesen. Das ist mühsam, alles Naja. sehr klein geschrieben, aber das geht. Kannst du was vorlesen? Vielleicht Ja, über ein Roman. Herz. Wie das Herz funktioniert. Oh ja.
So aus dem Medizinbuch. Das wäre Herz und Romantik zusammen. Oh, perfekt. Das wird Ich, ja, klappen. Dass ich was finde, Aber ja. Habe ich und nicht ich. gehört, dass wir den Kapitän brauchen? Der hat übrigens ganz schön zäh geschmeckt. Ja, jemand muss der Kapitän sein und ich nicht, weil ich mache ja schon die Zauberei. Und wichtig ist auch, dass ich habe gedacht, ich mache noch, also ich habe noch einen anderen Trick auf Lager, den will ich jetzt euch nicht verraten, weil dann, aber da ist dann die andere Person dran beteiligt. Da brauche ich nur dann Platz auf der Bühne. Meinst du denn, Aber wir den können habe ich ja auch in der mal kurz Disco. auf die Bühne? Wir haben ein Lied zu singen. Ihr Und gehört könnt jetzt schon so auch fünf bis sechs singen. laut krächzende Töne, die nicht als Töne zu erkennen sind. Es fängt so an. Vielleicht nach meiner Performance? Natürlich. So Wenn die zum gut ist. Abschluss Ja, des das ist ein Abends? würdiger Abschluss. Aber wer macht den Kapitän? Ich habe gedacht, vielleicht kann sich jemand verkleiden. Dachte ich auch, sag mal, Heinrich komm. hat genug Zähne für einen Kapitän. Das stimmt. Und ich bin Ja. gerissen genug für einen Ja. Kapitän. Wir nehmen sie es ab. Das Ja, stimmt. sonst Und hätte ich. sie haben dich noch nicht so viel gesehen wie uns. Das stimmt. Das stimmt. Wollten wir Wenn nicht dann. klären, dass einer von uns auch Kapitän sein muss? Na, dann mache ich Sein das. muss. Gar kein Problem. Was macht denn so ein Kapitän? Also Nein, außer. nicht hier. Ich meine, bei diesem pelzigen Wesen und dem weniger pelzigen Wesen, da soll doch ein Kapitän sein. Ja, Das müssen wir doch Heinrich. besprechen. Heinrich, dachte ich. Ja. Heinrich? Wer hat den denn vorgeschlagen? Der hat viel zu viele Zähne. Horst, du kriegst aber nicht zwei gleichzeitig hin, oder? Zwei kleinere. Wenn der Also, Kapitän klein ist. denn du Oder kannst dir ja noch dünn, nicht sehr, mal sehr eine dünn. Person merken. Was? Ja, eben, genau. Nein, lass Ja. mal Heinrich. Heinrich kann den Kapitän machen. Du singst und ich Ja. zaubere. Und Dr. Mentakel kümmert sich Ich bring, ums Herz genau, ich bring und das Buch mit das und lese die Vorlesen. Geschichte vom Herz. Ja. Ja. Soll ich dir wen schicken aus von den Menschlingen für das Herz? Oh, das wäre ja super. Ja, schick mir mal Ich jemanden, glaube, ich muss mir ich das glaub, der will vorstellen. ein Menschenherz. Nimm doch den mit dem Mondlicht. Perfekt, den wollte ich eh nicht essen. Aber sein Herz nehme ich. Ja. Perfekt. Achso, dann lese ich vom Herz und du überreichst das Herz als ja. Genau. So, ganz genau so machen wir das. Und ich nehme ja schon mal so die Kapitänsmütze und tausche die gegen meine Kochmütze auf. Perfekt, Ja. Kapitän. Sieht ganz anders aus, der Heinrich. Komplett. Ja, oder? Ganz Ja, kenne mich selbst andere gar nicht. Habitus plötzlich. Ja. Und ich sage ja, Accessoires. Es macht so viel aus. Seit ich Gut. dieses Cape habe. Absolut. Ja, dann Ja. werde ich doch dem guten Dr. Mentakel dieses. Was wollte ich noch mal? Du wolltest mir diesen Typen mit dem Mondlicht bringen für sein Ja, Herz. den habe ich ja eh zum Mondaufgang oben an die Rutsche bestellt. Stimmt. Da Oh, kommt und es den jetzt ja wollte ich nicht so auch noch. schlimm. Ich vergesse nämlich manchmal Sachen, das ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Dann klappt Mir das ja auch. auf jeden Fall. Sehr gut. Aber ich werde den Du wolltest rufen. singen. Also ihr wolltet singen. Singen wissen wir. Singen ist als einzige Sache in unserem kollektiven Gedächtnis eingebrannt. Aber zum Abschluss, nach der Ja, am Show. Ende. Ja. Ja, vor der Show wäre es Ja, schlecht. okay, wollt ihr dann versuchen, sozusagen den Heilpraktiker zu entführen? Wenn ich dran denke, würde Ich will ich den zum sowieso, also ich Arzt will schaffen. sowieso rutschen. Ich bin Bitten. dann auf jeden Fall sowieso an der Rutsche. Ja, okay. Das ist, also ihr trefft euch sozusagen bei Sonnenuntergang an der Rutsche. Genau. Und ich bringe ein ganz großes Messer aus der Küche mit. Ja, also Problem eins, es sind Zeuginnen da. Also andere benutzen ja auch die Rutsche und den Pool und so. War doch nicht bei. Wo, egal. Gut, das werden wir schon los. Die werden wir loswerden, diese Vielleicht anderen können wir ihn Menschen. unter Wasser ziehen und.
Und dann unter Wasser das Herz rausschneiden. Sehr gut. Das wird nie, wird, Sie werden es nicht bemerken. Also du hast schon den Verdacht, dass da Blut austreten könnte. So viel hast du mitbekommen aus deiner vielleicht, mehrstündigen Praxis. Vielleicht können wir ihn da einfach irgendwie. Wir tun so, als wäre es ein medizinischer Notfall und dann bringen wir ihn ins Behandlungszimmer und da kümmern wir uns. Darf ich ihn unter Wasser drücken? Das würde einen medizinischen Notfall wahrscheinlich auslösen. Ja. Ja. Weil wir können sehr lange tauchen. Ja. Ich kann auch sehr lange tauchen. Ich könnte rutschen und ich könnte unter Wasser warten. Ja. Ausgezeichnet. Dann könnte ich ihn einfach festhalten. Und du bist im Wasser nicht zu sehen. Das ist wunderbar. Die Schönheit dieses Plans. Ich würde ja nicht mit meinem Cape schwimmen gehen. Ja, nichts leichter als das. Aber ich erkenne dich nicht ohne dein Cape. Du musst halt genauer hingucken. Grünlich und glitzernd. Hey. So. Also ich würde auf jeden Fall rutschen und versuchen auch, ich würde bestimmt auch mehrfach die Rutsche ausprobieren und dann würde ich mich unter Wasser am Fuße der Rutsche quasi auf den Boden des Swimmingpools in eine Schüsselform bereitlegen. Okay, und wartest halt, bis der Heilpraktiker runterrutscht. Ja. Ja, du erkennst. Ich mag den nicht, ich würde ihn gerne runterschubsen, dass er schneller rutscht. Wenn's okay, geht. Also sozusagen, wenn er oben ist, gibst du ihm Schubs, dass und er. Das komplett so. Boom. Und dann ganz schnell wieder. Okay, ja, er stößt einen Schrei aus. Rutscht runter. Du erkennst ihn an so einem Freundschaftsband um den Knöchel und sehr schlecht geschnittenen Fußnägeln, als er da. Danke. Ja. Die Rutsche runterkommt und das Wasser eintaucht. Ich glaube, also auf jeden Fall, Urania sollte das monströse würfeln am Ende und vorbereitet seid ihr. Ja. Wir helfen einander ja auch eigentlich, ne? Ja. Also zumindest. Ich hab geholfen. Du gibst ja Schwung von oben sozusagen. Okay, also ich habe einen Würfel sowieso. Das ist dann, monströs oder Alpha. Vorbereitet. Habe ich relevante Fähigkeiten? Also ja, ich kann mich zu einer Schüssel machen und bin unter Wasser fast unsichtbar. Ja, das ist auf jeden Fall relevante Fähigkeiten. Dann habe ich sowieso schon drei Würfel, dann ist es fürs Würfeln auch egal, ob Moritz mir hilft. Also beziehungsweise. Nee, ich habe eine Eins gewürfelt. Ich möchte bitte, dass meine Hilfe wahrgenommen wird. Aber ich darf nur drei würfeln. Dann, aber so für die Erzählung ist es natürlich total wichtig. Warst du halt nicht vorbereitet. Ja, das ist wahr. So überkam dich plötzlich. Ich habe sowas ja auch noch nie vorher gemacht. Ja, das ist okay. Richtig. Ja, gut. Auf jeden Fall habe ich drei Würfel und ich würfel auf Monster. Das heißt, ich möchte unter, ich muss schon wieder meine Zahl suchen, unter zwei. Mal gucken. Ja, also ich habe drei Fünfen gewürfelt. Ich glaube, das ist nicht gelungen. Ja, also aus irgendwelchen Gründen scheint der tatsächlich sehr in der Lage zu sein, sehr lange die Luft anzuhalten. Ach, unangenehm. Und wirkt auch, also wahrscheinlich schwimmt er auch viel, auf jeden Fall sozusagen, er taucht halt praktisch durch dich durch. Ja. Und das ist sehr unangenehm. Dann muss ich wohl an die Seite des Pools gehen und mit der einen Hand mein Tablett diesmal jetzt so hochhalten und mit der anderen den so runterdrücken. Oh, ja. Okay, dann kann jetzt dann kannst du jetzt dein Monströs nutzen. Ich denke, mein super langer Kakerlakenarm hilft definitiv. Vorbereitet war ich nicht. Ich hatte damit gerechnet, dass unser Plan so steht. Ja. Das heißt, zwei Würfel. Eine 2 und 3 auf 3. Oh, ich habe sogar meine eigene Zahl gewürfelt. Du bist ein Schiffsalbtraum. Das ist so. Das hatten wir noch gar nicht. Also es wären zwei Erfolge und ein Schiffsalbtraum. Ja, du kannst mir eine Frage stellen als Spielleitung. Situation, die ich wahrheitsgemäß beantworten muss. Ja. Ähm,
An diese Menschlinge wirklich noch nichts. Sind wir so gut, wie wir uns das vorstellen? Also, dass irgendwas faul ist, scheint ihnen aufgefallen. Also, die wissen noch nicht exakt, dass ihr Monster seid, aber es ist ihnen schon aufgefallen, dass es hier nicht läuft wie auf einer normalen Kreuzfahrt. Ich fand das so gut. Ich fand das so gut, wenn ich den noch so in den Boot drücke. zappelt er noch? Ich habe beschlossen, dass ich so lange drücke, bis er nicht mehr zappelt und dann drücke Nee, ich noch ein paar Mal und dann. irgendwann hört er halt auf. Oh, ein Notfall! Oh nein! Dr. Mentakel, eilen Sie herbei! Dieser Ja, Mensch was gibt es? Was schwimmt gibt nicht es? gut. Und ich Ich ziehe hebe den so den so an aus dem den Arm Wasser. hoch. Genau, wir heben den so zusammen und legen den so einfach auf den Boden. Ja, oh, er hat ein bisschen viel Wasser geschluckt. Dann muss ich versuchen, ihn wiederzubeleben. Dr. Mentakel, ist das nicht gut für Menschen? Nein! Er hat so eine kleine Karte einlaminiert, die er auch so drumhängen hat, da wo draufsteht, nur homöopathisch behandeln. Oh Gott. Das esse ich Das ist auf. mir gerade völlig egal. Ich werde jetzt erstmal so tun, als ob ich ihn wiederbeleben wollte, weil ich muss ja zeigen, dass ich ein fähiger Arzt bin. Aber es muss ein harter Kampf sein. Aber ich habe gar nicht vor, ihn wirklich. Also das Ziel ist ja, dass ich ihn gleich bewusstlos aufs Krankenzimmer bringen muss, weil Ja, das Ganze ja. eskaliert. Ich Also esse werde auf ich. jeden Fall unter lautem Knirschen meiner verschiedenen Kakerlaken dieses Zettelchen auf. Das kann da nicht bleiben. Okay, ja. Erwische Also ich. vielleicht noch ein paar Geldscheine oder so aus Versehen, aber. Drücke so auf seiner Brust rum und versuche wichtig und gut dabei Ja. auszusehen. Dr. Minnethekel, bringen wir ihn in Ihre Arztpraxis. Ja, ich fürchte, das ist nötig. Er scheint nicht zu sich zu kommen. Sehen Sie, Menschlinge, es geht Ihnen nicht gut. Ein Krankentransport wirkt mir wie ein Schiffsding. Also sozusagen, das unauffällig zu machen. Also muss der Steward Horst, Doktor. assistieren Sie mir. Ja, genau. Natürlich, Herr Ich Doktor. glaube, der Doktor muss auf Schiff würfeln, um das Ja, glaubhaft okay. rüberzubringen. Aber du Gut. hast Hilfe. Also, du hast Ja, einen ich. Würfel, da dafür auf jeden Fall schon mehr. Gut, ja. Ich würde ja gerne meine ganzen Tentakel dafür benutzen, aber ich traue mich nicht. Aber Ich wir waren ja vorbereitet, um ihn auf Stellen zu unterstütze bringen. dich. Ja. Ja. Oh, ich habe eine 5 gewürfelt, das heißt, das ist sehr schiffig. Und Ah, würfel das heißt, gleich ich und du bekommst einen Würfel, wenn du darf einen nicht schon Unterstützungswürfel drei nehmen. hast. Ja. Grandios. Ich habe aber nur eine 4 und sonst keinen Erfolg. Also einmal Punktlandung. Es ist nur so knapp Ja. gelungen. Ja. Ja, du bringst ihn weg. Und ja, es gibt natürlich halt eine ziemliche Spur von Wasser und sowas, also die dahin führt. Und Leute haben halt gesehen, dass du ihn mitgenommen hast. Und ja, aber du bringst ihn dann in den Raum rein. In dem es stinkt. Dem es nach dem Erbrochenen von dem Kind stinkt, ja, genau. Oh, liegt das Kind übrigens noch da? Ja, Schläft es ist er immer hier noch gerade auf wieder? der Nee, Liege? die Eltern haben das Kind abgeholt Ah, ja. und haben auch einen Zettel dagelassen. Wir werden ihnen eine schlechte Bewertung hinterlassen bei der Kreuzfahrtgesellschaft. Das ist hier unerhört. Kein Ich, Problem, unser die Kind essen so wir. alleine zu lassen. Ja, aber die müssen wir ganz, ganz schnell essen, bevor die diese Bewertung absetzen. Das kann ja nicht sein, dass die meinem Starroom im Wege sind. Das machen wir Ja, sofort, aber das nachdem wir ist das halt hier auch kaum gemacht haben, Empfang dann hier auf dem essen wir Schiff. Die die. Technik ist sehr, sehr schlecht. Also es ist halt Ah, ja. die meiste Zeit ist gar kein Empfang. Gut. Ja, dann Oh, wir guck sind mal. noch in Deutschland. Ja, ihr seid noch in Deutschland. Ich stehe schon bereit mit dem Messer. Oh, Gut, okay, ja. das. Das, genau, das Herz, ne? Dann. Ist bei den Und Menschlichen hier irgendwo den Rest hier. wolltest du aber nicht für die Küche verwenden, weil wegen Mondlicht. Ja, nee, tut mir leid. Da sind überhaupt keine Nährstoffe drin Aber und die kein anderen Geschmack. Menschlinge können den doch essen. Stimmt, du hast recht. Für Für die die ist das gut Vorratskammer. genug.
Ja, Ja, die gute sind ja nicht Idee, so Ross. anspruchsvoll. Das stimmt. Das Ja, stimmt. das ist super. Mache ich in die Vorratskammer. Und dann steche ich so mit dem Messer rein und säge quasi einmal so kreisförmig in den Brustkorb, greife mit der Hand rein und hole etwas Blutiges raus. Ich kau einmal kurz drauf. Muskel. Das ist das Herz. Hier sind ein paar Bissspuren drauf. Vielleicht ist ein Zahn jetzt drin. Ja, würfel mal monströs, ob das Ganze klappt und ihr danach noch brauchbare Uniformen habt, die vorzeigbar sind. oh, nee, ich habe tatsächlich eine 6 gewürfelt, das heißt nicht geschafft. Ja. Ja, ich meine, prinzipiell bist du vorbereitet gewesen, das zu tun. Also könntest du einen zweiten Würfel nehmen. Okay, cool. Eine 5, damit habe ich genau meinen Wert getroffen. Habe ich das dann geschafft, oder? Ja, das ist ein Erfolg und du kannst auch noch eine Frage stellen. No. Frage stellen. Weil auch du bist der Um. Schiffsalbtraum. Oh yeah! Kann ich es schaffen, alle Gäste hier auf dem Schiff zu fressen, ohne dass ich platze? Ich glaube, dass das, also das ist schon, also wahrscheinlich ist das eine Aufgabe, die länger braucht, oder du musst halt irgendwie hinkriegen, dass du, also ja, es ist die Frage, ob du halt irgendwann ständig weiter wächst, dann könnte es sein, dass das Schiff irgendwann zu klein ist. Dass du nicht mehr in Stimmt. die Kommst halt Gänge nicht mehr passt, durch wenn du die halt die Gänge, ganze ja. Zeit. Ja, Ja, weil stimmt. du kriegst ja halt neue Mäuler, wenn die Leute aufisst, dann gibt es immer ein neues Maul und so weiter und so weiter. Und irgendwann bist du halt so groß, dass du halt nicht mehr in das sozusagen nicht mehr durch die Gänge passt. Also du müsstest das praktisch auf Deck machen, damit die, weil sonst würdest du halt im Schiff feststecken. Oh, das stimmt. Okay, gut, dann beachte ich das. Dann muss ich die Leute aufs Deck locken und da alle fressen. Okay, ja, yeah, gut, super. Bin ich ein bisschen schlauer und ich bin gerissen. Ich lag die alle auf Deck. Cool, also und Entsorgung des Körpers passiert, indem ihr den Gästen vorsetzt. Genau. Ich hack das gleich Okay. schon ein bisschen klein. Okay. Mach's gleich mal Währenddessen. kleiner, sonst meckert Urania wieder. Und Hast recht. wenn jemand nach ihm fragt, es geht ihm so schlecht, er muss ein paar Tage zur Beobachtung hier bleiben und er ist nicht besuchsfähig. Also ihr wisst. Ja. Nein, was? Man kann ihn nicht besuchen, weil ihn das also umbringen würde. Hey, manchmal vergessen wir wirklich Sachen. Es ist komisch. Ja, du weißt, also ihr wisst gar nicht, ob ihr gerade etwas vergessen habt oder ob das was Neues ist, aber auf jeden Fall an der Uniform ist halt so ein Ticker dran von Horst und der ist voll mit Zimmerservice-Anfragen, die wohl nicht behandelt werden. Steve scheint abgelenkt zu sein mit irgendwas, die halt auf, zumindest nicht den Zimmerservice zu machen gerade. Hier, guckt. Steve macht Sachen. Wer geht ihn holen? Menschen, du kannst dich nicht auf Menschen verlassen. Nee, die Stimmt. können gar nichts. Ich sag ja, die werden sich nicht durchsetzen auf diesem Planeten. Oh, ich kann ihn ja holen, und ich setze meine Ja. Kapitänsmütze auf und zeige Oh meine ja. Autorität. Ja, Stimmt. ich Ja. werde auch ein bisschen durchs. Wen suchen wir nochmal? Mach du. Steve. Genau, Wenn wir Steve. können Yes. einfach, wenn wir einfach in alle Kabinen reingucken und dann sehen wir ja auch gleich, ob die Betten gemacht sind. Ja, wir gucken in alle Kabinen Wenn nicht, dann rein. Ist machen in wir die. Ordnung. Ich gehe raus, erste Tür rechts, zweite Tür rechts. Mach alle auf und guck da rein. Und hoffe, Achtest du dass. dabei auf sowas wie Nicht-Stören-Schilder? Was sind das für. Das sind Schilder, das sind menschliche Normen. Ja, wir Das. haben keine Macht über dich, ja. Nee. Wir machen alle Türen auf. Ja, ich achte nur darauf, wo die Betten gemacht sind. Okay, ja, das ist. Es wäre eine wahrscheinliche Schiffsprobe, ihn zu suchen. Ja. Gehen Ja, wir ihn mach. zusammen suchen? Ich würde unterstützen. Ich bin Okay. nicht der Haupt. Ah, das Okay. ist eine Schiffssache. Ich habe eine 3, habe eine 4 gewürfelt. Ich würde einen Würfel dazugeben, wenn Heinrich nicht sowieso schon genügend Würfel hat. Okay, wer geht alles suchen? Also wir gehen suchen. Ich würde auch suchen. Dann gehst du auch mit suchen. Dann, keine Ahnung, lass uns doch alle einen Würfel Ist würfeln, der dann haben Doktor wir auch dabei, drei. oder? Ja, genau.
Und wir will auf Schiff. Okay. Also ich habe eine Wollte eigentlich noch vier mein Herzvortrag und quasi ja, stimmt. studieren. Bitte. Ja, Okay, du du lernst den bist Herzvortrag. studieren. Also Ja. ich habe meinen Anteil sozusagen geschafft. Ich habe Warte, es auch geschafft. nachdem ich ganz, ganz viele von diesen Menschlingen ohne Kleidungsstücke gesehen habe, habe ich die Schnauze voll und gehe zurück und lasse mir von Dr. Mentakel seinen Vortrag vortragen, bei Gelegenheit, wenn wir soweit sind. Aber zuerst gehen wir quasi die Gänge ab und machen alle Türen Mhm. auf und gucken, ob wir Steve finden. Weil er muss ja sein. Ihr findet Steve tatsächlich. Und der hat halt so ein, also Blut vielleicht? Ja, ihr habt ja gerade viel Blut gesehen. Also er hat auf jeden Fall Blut im Mundwinkel. Und sitzt halt in so einem Zimmer und ist ein bisschen apathisch. Als er ja, Horst eintreten sieht, greift er beherzt zu und schnappt sich eine Kakerlake, um sie zu vertilgen. Oh nein. Renfield. Was soll das? Steve. Leben, Leben, tausende kriechende Leben und jede davon beinhaltet Macht. Steve, aber doch nicht. Du kannst uns doch nicht essen. Wir sind doch Freunde. Also du und wir. Steve, das Bett ist nicht gemacht. Du hast deine Arbeit nicht gemacht, Steve. Und ich versuche so als Kapitän rüberzukommen und drück nochmal so meine Mütze zurecht. Doch Koch. Ja, also Steve, der kannst du Chef. nicht Kapitän und Koch unterscheiden? Konzentrier dich. Sind doch ganz unterschiedliche Mützen. Sehr gutes Argument. Er hat keine Chance. Merke mir immer nur die Mützen. Das kommt auf die Accessoires an. Auf jeden Fall, Urania versucht jetzt, Ja, Steve quasi also. hochzuziehen und ihn zu animieren, mit ihr jetzt das Bett zu machen. Ja, er macht das so halbherzig und meint, ja, hier, die Gräfin Orlok hatte mich herbestellt. Meint, er hat das Essen verpasst und dann, ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig, aber seitdem habe ich auf jeden Fall großen Hunger. Diese Menschen völlig Ja. unberechenbar. Naja, egal, Aber Steve. Solange du hier schön die Kabinen sauber machst, das haben sich schon viele, viele Leute beschwert. Kannst du ruhig ab und zu mal in der Küche was essen gehen? genau, du kannst dich da voll bedienen. Mach dir da keine Sorgen. Ich habe mit Heinrich, dem Koch, gesprochen. Du kannst dich da bedienen. Und ich erinnere mich dunkel, dass wir gerade frisches Fleisch geliefert bekamen. Stimmt. Ja. Also ich versuche immer noch das Bett zu machen, dass so mit Steve so halbherzig dabei ist. Ich weiß auch nicht, was jetzt mit ihm los ist und warum er. Aber diese Gräfin klingt interessant. Ich glaube, die möchte ich jetzt auch irgendwie kennenlernen, weil es klingt nach einer einflussreichen Person. Und ich glaube, ich sehe doch wahrscheinlich beim Umschauen in den Zimmer auch irgendwo ein kleidsames Cape hängen, oder? Ja, auf jeden Fall ein kleidsames, mehrere kleidsame Und ich Capes. möchte die jetzt kennenlernen, weil die hat gute Capes und versuche jetzt, also quasi, wenn Steve halt nicht mitmacht, ich glaube, ich versuche mich einfach so in alle vier Ecken dieses Bettes so zu stretchen, damit es halt irgendwie glatt wird. Das ist eine Ich gebe mir nützliche Mühe. Ja, Monsterfähigkeit. ich gebe mir Mühe. Ja. Spannbettlaken kann ich nicht so gut. Aber Ich habe genug von Steve. Ich gehe auf jeden Fall ja. zurück zum Doktor bei Gelegenheit mal da etwas dran. Steve, ja, ich will jetzt wissen von Steve, wo die Gräfin ist. Ja. Die ist zur Disco gegangen. Sehr gut.
Da werde ich ja nachher sowieso, wir werden ja alle performen. Steve, du musst auf jeden Fall da sein. Wir werden eine Performance machen für die beiden mit den kurzen Braunen und den langen Blonden. Du weißt schon. Ja, das Ehepaar Schulze. Ja. Ja, die Gräfin Mit meint auch, es Herz sei und sehr, sehr Roman. wichtig, dass ich um Mitternacht da wäre. In der Disco. Ja. Naja gut, es ist sehr spät, aber ja, wir können die Performance auch um Mitternacht machen. Das, Ja, das ist doch ja. für so ein Geburtstag, der möchte man ja auch reinfeiern. Ja, genau. Sage ich so, als hätte ich das alles minutiös mitgeplant. Ja. Das habe ich mich gerade, der Chat hat gerade gesagt, die besonders gut zum Betten machen Ja, geeignet sind, stärker als möchtest ich. du versuchen, ein Schiff zu würfeln, um sozusagen die Aufgaben, die Steve hat liegen lassen, Ja, rechtzeitig zu erledigen? ich glaube schon. Ich fühle mich halt auch so ein bisschen zuständig, weil jetzt, nachdem es vorhin schon hieß, dass wir vielleicht Verdacht erregt haben und schlechte Bewertungen kriegen, das kann ja nicht gut für uns sein. Und deswegen versuche ich tatsächlich die ganzen Betten zu machen. Mit meiner Stretch-Technik. Ich weiß nicht, ob ich vorbereitet bin nach vier, fünf Betten, wahrscheinlich schon. Aber, und ich weiß nicht, also meine relevante Fähigkeit ist halt, ich kann mich tatsächlich stretchen. Aber Ja. Ja, ja, wirkt hilfreich. ich nehme mal zwei Würfel. Okay, und ich will auf Schiff würfeln, das heißt, ich muss über zwei oder zwei kommen. Gut, Wir. also ich habe eine 2 und eine 3. Das heißt, auch ich darf eine Frage stellen. Was habe ich denn für eine Frage? Und ansonsten klappt es. Was habe ich denn für eine Frage? Dachte, dich interessiert die Ja. Gräfin. Ja, genau. Ich glaube, wie könnte Urania die Gräfin positiv beeindrucken? Das möchte ich wissen. Ja, die scheint ja auch etwas heute Abend geplant zu haben und irgendein Interesse an Steve. Also wahrscheinlich, wenn du ihr Steve aktiv zuführst, wäre sie zufrieden. Andererseits ist die Frage, ob du Steve irgendwie so einer zwielichtigen Gräfin überlassen möchtest. Ja, wir werden sehen. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen. Auf jeden Fall. Genau. Gut. Also ich bin noch eine Weile beschäftigt und mache Betten. Ja, ich denke, es wird auch irgendwie der Heilpraktiker zum Abendessen verarbeitet. Und ich denke, wir können dann sozusagen mit der Geburtstagsfeier weitermachen. Yay. Ja. Ja, das erste Problem ist, dass die Musikanlage kaputt ist. Ups. Ja, wenn wir jetzt nur jemanden hätten, der singen könnte. Ich mache gerade so und so. Und ja, so würde mein Lied anfangen, wenn ihr das hören möchtet. Ich brauche da auch keine Anlage für. Ich kann das laut genug. Na, das Das ist doch mögen wunderbar. Menschen. Vielleicht singst du am Ende und davor, vielleicht summen wir. Vielleicht. Weiß nicht, ob das Lied dann wirkt. Wenn ihr jetzt grillen wärt, könnt ihr nicht summen, Hallo, könnt ihr haben keine wir so dämliche Fremdsprache? Hinterbeine und wie grillen oder was? Bienen, Nix. Bienen, Hummeln, Ja, Grillen. vielleicht kriegen wir irgendeinen summähnlichen Laut hin. Vielleicht beruhigt er ja sogar die Menschen. Die sind ja ohnehin unberechenbar. Ja. Dann machen wir das so. Ich mache Ich das. werde mir nicht die Show Wir stehen machen das als lassen von dir. Hintergrund. Nein, nein. Keine Ja. Sorge. Dann werde ich in der Zeit, bis der Auftritt wäre, eventuell noch versuchen, die Musikanlage zu reparieren. Wenn ich das außer Sicht machen kann, irgendwie mit allen Tentakeln, irgendwie nach den Kabeln gucken und mit der Taschenlampe überall hinleuchten und improvisieren.
Auf jeden Fall. Du bist wahrscheinlich nicht darauf vorbereitet, technische Reparaturen vorzunehmen, aber auf jeden Fall kannst du es. Ja, den normalen Würfel hast du ja und auf jeden Fall deine Technik und dein Tentakel helfen dir. Ja, ich Dann mal los, Doc Guyver. würd hoffen, dass ich damit der Star des Abends wäre, wenn ich noch die Musik retten kann. Ich habe einen Erfolg, ja. Mit der 4. Genau drauf, ja. Ein Erfolg, ja. Ja, du kriegst die Musikanlage wieder an. Und ja. Ich lasse dir irgendwas abspielen. Ja. Lieber Dr. Mentakel, My heart feier will go erst, wenn der Satz zu Ende ist, den die Spielleitung sagen wollte. on. Nee, also ja, du versuchst etwas abzuspielen, aber es scheint, als wäre die Playlist gelöscht. Das heißt, nun musst du musst Musikauswahl treffen. Ja, ich suche nach ganz vielen Liedern, in denen Herz vorkommt. Oh, My Ja. heart will go on. Ja. Ja, also es wird wahrscheinlich sehr Herz schwülstig am werden und Herz. zwischendurch gibt es dann so ein Herzlein. ganz Herzlein. fast schon so Techno-Ding mit Ich habe kein Herz. Da gab es so einen Ja. Film mit einem Schnipsel, der da fand. Also das wird wahrscheinlich ein bisschen rausstechen und die Leute etwas irritieren, wenn er zwischendurch wummert. Ja, es ist, also es gibt den Herz-Supermix. Atom Heart Mother noch, es Herz. läuft. Ja. Herz an Herz. Ja, genau. Ja. Das war ich auch schon. Sehr gut. Ja, ja, die Schulzes wirken irgendwie ein bisschen unzufrieden mit der Musikauswahl. Also ich versuche natürlich, sie auf ihre Ehrenplätze vorne direkt vor der Bühne Genau. zu dirigieren, weil ja der Steward schon wieder vergessen hat, wer jetzt eigentlich wichtig ist und sich beim, keine Ahnung, wahrscheinlich auf dem Weg zum Getränke holen verkalkuliert hat. Und ich hoffe, Ihnen wird die Leber gefallen, die wir extra für Sie heute Abend organisiert haben. Ja, auf jeden Fall, ich führe durch den Abend und werde sagen, wir haben für Sie extra Musik mit Herz ausgewählt und es wird eine Roman-Technik-Lesung Ja, aber abgesprochen geben. war doch mein schönes Bayernland. Nein, das hat nicht, das ist mit Herz. Und wir werden natürlich einen neuen Zaubertrick, werde ich vorführen. Und da habe ich gedacht, wenn Sie sich mit dem Langen in diese Kiste legen, und dann würde ich sie zersägen. Mit Herz. Und das ist mein Plan Cool. für die Performance. Aber ich weiß nicht, ob erst die Romanlesung kommt. Ja, aber wann ist mein Ständchen denn geplant? Am Schluss Ich gehe wird die gesungen. ganze Zeit schon hinter denen, mache immer so und hoffe, dass ihnen das gefällt. Ich habe auch schon so ein Tabletze vorbereitet mit dem Herz von dem Lichtnahrungstypen und habe da noch so ein bisschen Petersilie drum gemacht, so ein bisschen Deko noch. Also ich bin ja dafür, dass erst gelesen wird und dann gesägt Und und dann dann gesungen. das Herz überreicht und dann darf ich singen. Damit haben wir auch eine Reihenfolge der Proben. Sehr gut. Also erst die Romanlesung. Vorbereitet bist du? Du hast es geübt. Versuchst du es auf Schiff oder auf Monströse? Also was für eine Art von Lesung wird das? Ja, ich hatte kurz überlegt, aber ich denke, ich werde es eher auf Schiff machen, weil es soll ja noch nicht sofort eskalieren oder sowas. Ich möchte ja nicht den anderen die Show stehlen. Also, wenn ich Bist du ein Star? Also Titania die Show stehlen könnte, wäre natürlich nicht schlecht, aber. ein Hamburger Monster. Ja,
Das Herz, lateinisch cor, griechisch cardia oder latinisiert cardia, ist ein bei verschiedenen Tiergruppen vorkommendes muskuläres Hohlorgan, Hohlmuskel, das mit Kontraktionen Blut oder Hämolymphe durch den Blut pumpt und so die Versorgung aller Organe sichert. Höher entwickelte Herzen, beispielsweise wie bei den Wirbeltieren, damit zeige ich auf das Publikum, arbeiten wie eine Verdrängungspumpe, in dem Flüssigkeit, Blut, ventilgesteuert aus Blutgefäßen angesaugt wird, bei Säugern Hohl- oder Lungenvenen und durch andere Blutgefäße ausgestoßen wird, bei Säugern Truncus pulmonalis bzw. Aorta. Immer wenn du sowas sagst, wie angesogen mache ich. Ich will noch sagen, diesen Call, diesen Shoutout an Wirbeltiere, damit sie sich. Das ist ein sehr, sehr guter. Ja. Okay, dann würfel. Ich frage zwischendurch, während der würfelt noch, und konveniert die Romantik? Nein, ich Konveniert hab's nicht. nicht geschafft. Du bist doch, also hast du, du bist, hast du, wie viel Würfel hast du gewürfelt? Ich hatte zwei Würfel gewürfelt für also für die Probe und fürs Vorbereitetsein, ja. Und hat es geholfen, dass sich das Ganze noch mit Pantomime untermalt hat? Ja, Sollte ich das noch versuchen? ich denke schon, dass das vielleicht. Kannst du noch probieren, ja? Also ich würfel das auf, ich würfel auf Schiff, glaube ich. Ja. Weil ich versuche ja. Und ich habe eine 4, das heißt, das hat geklappt. Das heißt, du hast noch, könntest Ah, noch ich einen habe Würfel noch einen würfeln Würfel und mehr. vielleicht. Der ist genau die 4, die ich habe. Dann Siehst gilt es als du? Schiffserfolg, ja. Schiffsalter, ja. Ja, die Leute ertragen das. Mit der ganzen Autorität des Schiffearztes. Ja. Und Du jetzt darfst kommen eine wir. Frage stellen. Oh, ich darf noch eine Frage stellen. Oh mein Gott. Wie Was kommen wir in müsste ich den machen? Pazifik? Was müsste ich machen, damit sie mich als noch größeren Star ansehen? Würde es helfen, wenn ich mehr Tentakel einsetze? Sie wären auf jeden Fall, also es würde in Erinnerung bleiben. Okay. Dann gucke ich, wie ich Könnte das es gleich mache. weltberühmt werden. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, weltberühmt. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum nächsten Programmpunkt. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, die Sägeaktion, glaube ich. Ja. Dann Haudina. Die Bühne ist ihr. Yes. Also ich rolle kompliziert diese Kiste hin und drehe die nochmal so vor dem Publikum und klappe dann diese zwei Teile auf und bitte die langhaarigen Menschen sich da reinzulegen und habe Ja, irgendwie so eine ich bin ganz aufgeregt. spektakuläre große Säge mir aus der Küche geholt. Und klappe die Deckel zu und fange beherzt an zu sägen. Also ich wedel natürlich vorher nochmal so mit meinem Cape und fange dann an, kräftig zu sägen. Und Ist das monströs? Also du sägst sie einfach durch oder ist das tatsächlich ein Zaubertrick, den du hier machst? also ich bilde mir ein, dass es ein Zaubertrick ist, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie der Zaubertrick funktioniert und deswegen ist es, glaube ich, aus Versehen monströs. Also Ja, ich glaube, ich auf säge jeden tatsächlich. Fall. Du. Sind wir nicht alle aus Versehen monströs? Ja, eben. Genau. Also ich habe einen Würfel, ich habe ihn, glaube ich, naja, offensichtlich nicht vorbereitet. Und ich weiß nicht, ob das Cape was rausreißt. Ich glaube, das führt höchstens dazu, dass sie mich erstmal gewähren lassen, weil ich ja qua Definition auf der Bühne bin. So. Also zwei Würfel? Fragezeichen. Ja. Okay, und ich versuche auf Schiff zu würfeln schon wieder. Das kann ja nur gut gehen. Also ja, es ist tatsächlich gut gegangen. Ich habe zwei Erfolge und einen Schiffsalbtraum. Und möchte natürlich wissen, wie ich das Beste aus der Situation machen kann. Nachdem jetzt dieser Zaubertrick ja doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, also wichtig ist erstmal die Geräusche zu übertönen, die sie macht, damit es Ja. nicht so auffällt.
und dann vielleicht sie hinter die Bühne zu schieben und schnell abzulenken. Ja, also das ist, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass die so laut jetzt schreit dabei und gucke dann so zu Horst und mache so ein lauter so Ich summe auf jeden Fall und lauter, aber hinter dem Typ, damit wenigstens der das nicht hört. wir können auch die Musik lauter drehen. und wedel so mit meinem Cape drumrum und versuche so diese Kiste quasi durch mich durch in den Bühnenhintergrund zu schieben und nehme dann noch mal so mein Cape und breite das über die Blutlache auf der Bühne und stehe so grün leuchtend. Tada! Vielleicht kannst du die ja so aufsaugen in dich, Stimmt, die das ist eine gute Idee. Blutlache. Ja. Also ich würde erst die Lache und dann wäre ich sozusagen unter das Cape mich blobisieren und dann, während ich das Cape hochhebe, sozusagen darunter das ganze Blut und ich bin also dann wieder so ein bisschen getönt. Mehr Rosé als vorher. Ja, also der Ehemann ist noch in, also er hat noch so eine Erwartung, dass jetzt was kommt und seine Frau wieder auftaucht. Und ich zeige zu Heinrich, der jetzt mit dem Essen reinkommt. Es ist Zeit für den Kapitän. Der Kapitän! Genau. Ja. Ich Du drehst ein Herz rein. Genau, auf einem Tablett. Also ich habe das Ich habe dir Tablett mein jetzt. Tablett kurz ausgeliehen. Oh, das Das ist aber muss nett. schon, Das ist das ist auch. schon was ganz Wichtiges. Das stimmt, was ganz Besonderes. Ein schönes silbernes Tablett. In der Mitte liegt das Herz, noch ein bisschen in so einer kleinen Blutsoße darum. Schön ja, mit Petersilie drumherum garniert und mit klein geschnittenen Zwiebelwürfelchen, weil ich ja inzwischen weiß, dass Menschen einfach nicht gut kauen können. Und so gehe ich jetzt auf den Menschen mit den kurzen Haaren zu und sage mit autoritärer Stimme, so gut wie es mir gelingt, im Namen der Mannschaft der MS Menschenschiff ist es mir eine Ehre, Ihnen an Ihrem Ehrentag das Herz eines Wirbeltieres, nicht nur eines Wirbeltieres, sondern eines Menschen zu überreichen. Und halte ihm das Tablett so hin und gucke ihn erwartungsvoll an. Ja, wirken wir auf uns tröst. Oh, ich habe es genau getroffen. Also genau meinen Wert. Yes. Ja, Schiffsalbtraum. Das heißt, du könntest mir wieder eine Frage stellen. Währenddessen bricht Panik im Saal aus. Okay. Oh Gott, meine Frage. Was frage ich Wo ist eigentlich die ansonsten? Gräfin? Genau, wo ist eigentlich die Gräfin? Das stimmt, wir haben die Gräfin voll vergessen. Wo ist die Gräfin hier im Raum? Ja, Wo ist sie? saß in einem der hinteren Tische. Ja. Ja, ist halt eine halt große Frau, trinkt ein elegantes Kleid, hat einen breitkrempigen Hut und sieht ziemlich hungrig zum Herz rüber. Oh, ich schaue mir ihre Zähne an. Die sind spitz. Ich will diese Zähne haben. Ich gehe zu ihr rüber und erwidere ihren hungrigen Blick. Ich lasse jetzt diesen Menschen völlig stehen. Ne? Ich nehme das Tablett mit dem Ja. Herz und gehe zu ihr rüber und Du könntest präsentiere das dich Herz. unterwegs stärken. Stimmt. Also es bricht ja eh Panik aus. Ne? Man könnte Ja. einfach zwischendurch ein bisschen rumsnacken. Okay, ja. Und, genau, ich nehme einfach den erstbesten Menschen, der irgendwie so neben mir steht, beziehungsweise neben mir rennt wahrscheinlich, und noch einmal flupp mit einem meiner Kiefer und schluck ihn einfach im Ganzen, halt aber dabei immer noch sehr elegant das Tablett mit dem Herz und gehe weiter zur Gräfin rüber und lächle mit all meinen Zähnen. Inzwischen sind jetzt auch wieder ein paar neue dazugekommen, durch den ich gerade gefressen habe. Ja, ich stehe jetzt vor ihr. Ja. Bin auf der Bühne und bin eifersüchtig. Allerliebst, Mach Darling, mit. das ist doch genau, was ich brauche für heute Abend. Sie wird nach dem Herz greifen. Als sie danach greift, möchte ich sie auffressen. Dann wirf mal auf monströs. Oh. Eure Nein. Tarnung hat auch fast einen Tag gehalten. Also ihr schon so. Ich hab's geschafft. Cool, ja, du vertilgst die Gräfin. Yay! Yay!
Tut mir so leid. Schmeckt sehr aschelastig. Okay. Oh, das war es wert. Aber es ist nicht lecker. Und ich rufe auch so zu Urania. Sie ist nicht lecker. Aber guck dir diese schönen neuen Zähne an. Und ich schaue sie mir im Tablett so an. Schön. Sehr schön. Ich bin zufrieden. So, Leute, ich glaube, ich würde sagen, Mitternachtssnack, ne? Nee, auf jeden Fall. Panik im Saal, das ist mein großer Moment, im Scheinwerferlicht das Lied der Lieder zu singen. Cool, du hast dich auf jeden Fall darauf vorbereitet. Ich habe sowas von mich vorbereitet, aber ich weiß nicht, ob meine Kakerlakenketten großartig hilfreich sind. Ich werde also, kann mich jemand vielleicht irgendwie unterstützen mit dem Verfolgerspot oder irgend sowas? Ist nicht der Arzt an der Technik? Genau, der Arzt steht am DJ-Pult gerade. Ja. DJ Mentakel! Ich habe mir noch ein Mikro für DJ dich Mentakel gefunden. Verfolgerspot. Also ich versuche für ihn ein Mikro zu finden. Ja, oder für Sie. Für Sie, bitte. Ich bin weinend am Bühnenrand zusammengebrochen. Oh nein. Ja, dann klopfe ich dir so auf die Schultern, während ich dieses wunderbare Lied schmettere. Ja, hier mehrere Mikros, die ich aufstelle. Danke. Ja, dann würfel mal, ob du einen Erfolg hast. Ich denke, das ist auf monströs mittlerweile, oder? Ja, das ist geht darum, ein Ritual zu unterstützen, das die Welt beendet. Also ja. Ja, das ist nicht menschlich. Findet ihr das nicht menschlich? Oh, dann habe ich drei Erfolg Erfolge. Mit Mikrofon und der Anlage. Drei Erfolge. Allerdings ist meine Zahl hier nur drei. Das heißt, ich muss möglichst drunter würfeln. Ich habe eine 2, eine 3 und eine 5. Also zwei Erfolge und ein Geheimnis beim... Ah, Gott! Und das dauert. Und dieses Lied hat so viele Strophen, ihr denkt es nicht. Und wir nehmen uns alle diese Mikrofone irgendwie in die Hände und halten die irgendwo hin, wo gesungen werden kann. Es ist ein super Lied. Ja, es ist das Lied, das die Welt beendet. Und damit auch das Ende unseres Abenteuers. Aber ich wollte noch zum Pazifik. Ja, der ist jetzt nicht mehr da. Und das denke ich ja, ungünstige Vorausgangssituation. Ich würde gerne als Trost für Urania so ein paar sehr leckere Menschen, wo ich ganz genau weiß, das ist genau ihr Geschmack, würde ich immer so links und rechts einfach so schnappen und ihr mitbringen und mich entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich die Gräfin gefressen habe. Ja. Ich würde weinen, da den Menschen kauen. Fragezeichen lutschen. Die nächste Gräfin gehört dir. Aber ich kriege ein Cape. Ja, das kriegst du. Das steht dir auch viel besser. Und den Hut. Mm. Setze mir den Hut auf. Und... Ja. Aber ich habe, glaube ich, nicht lange was davon. Aber so lange kleidet er dich ungemein. Ja. Mm. Auf jeden Fall. Ich habe lang nicht mehr die Welt komplett zerstört. Fühlt sich alles schön an. Und ich muss sagen, mein lieber Heinrich, die Platte, die du serviert hast, war wie Cthulhu spielen mit Mairi ein bisschen. Das freut mich. Inwiefern? Ich kann mir das gerade noch so richtig vorstellen, wie Dr. Mentakel am Ende alles auspackt und mit allen Tentakeln gleichzeitig am DJ-Pult. Ja, DJ Mentakel. Scratcht und die Lautstärke einstellt und die Lichter steuert, während das Schiff und die Welt untergeht. Es ist einfach wirklich ein gutes Lied, das muss man einfach festhalten. Auf jeden Fall. Ja. Man kann es dann leider nur einmal hören, aber es ist ein gutes Lied. Die Gäste werden weggegangen wie warme Semmeln, aber ja, die Kundschaft ist nicht mehr so... Ja. Ich hatte einen kleinen Unfall beim Kochen, deswegen ich mir auch Tentakel gewünscht hätte. Deswegen habe ich nicht mitbekommen, welches Lied jetzt zum Untergang der Welt geführt hat. Klar, soll ich es dir vorsingen? Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, es war My Heart Will Go On in der 3 Millionen Kakerlaken-Variante. Mit viel Schabe da drin im Sound. Ja. Klingt doch gut. Ja, vielen Dank, ja. Ihr Lieben. Ja. Nicht ganz 3 Stunden später und die Welt ist untergegangen. Suddenly, Game over. Es ist ein bisschen eskaliert. Es ist wohl kein Kampagnenspiel. Ja.
Genau, lasst euch nicht irgendwo bei den Teilzeithelden oder mir, bei mir auf dem Blog rezensieren. Taugt nicht zum Kampagnenspiel. Obwohl, vielleicht gibt es noch andere Welten, die wir untergehen lassen können. Ja, ja eben, also ja. Ich meine. Ich hätte es ja nicht machen müssen. Das ist halt diese, die Handlungsfreiheit so. Ja. Das ist ja eigentlich USA. Du kannst es probieren. Ja. Und wenn die Würfel sagen, dass es klappt, dann ist es halt so. Aber auch nur unterstützt von DJ Manticle in der House. Ja. Ja. Da öffnet sich ein ganz neuer Karrierepfad, um Star zu werden. Ja. Und was lernen wir daraus? Nicht alle Wünsche sollte man erfüllen. Ja, also wenn ihr fertig seid, gehörst du zu den vier berühmtesten Leuten, die noch da sind. Und ich glaube, das Pärchen hatte auch Spaß. Aber ist nicht wenigstens der Pazifik noch da und der Müllstrudel? Ich bin ein bisschen... Jetzt muss ich einen ganz neuen Planeten suchen. Vielleicht gibt's und dann muss man erstmal Müll ins Meer werfen, wenn es überhaupt Meere gibt. Und ich habe doch keine Geduld. Ja, das ist schade. Natürlich schwierig. Ja. Terraforming ist ein bisschen aufwendig, ja. Also möglicherweise muss man erstmal Meere erzeugen. Du hast seit Jahrzehnten an dem Plan gearbeitet, dass dieser Strudel überhaupt entstanden ist. Und das nicht die Menschen selber hingekriegt. Ja, aber vielleicht muss man die Menschen dahingehend ja erstmal manipulieren. Also so blöd kann eine Spezies doch nicht sein, dass sie das wichtigste Ökosystem ihres eigenen Planeten vollkommen ruiniert. Ich bitte. Wir haben öfters festgestellt heute, dass diese Menschlinge nicht zwingend die Zukunft dieses Planeten sind. Ich meine, wir jetzt auch nicht, aber. Nee. Also ihr wart schon sehr unmittelbar die Zukunft des Planeten. Sehr gut. Lange. Auch die Gegenwart. Nicht für lange, genau. Okay. Ja. Ich schalte uns mal in unseren Zoom-Call zur Versendung sozusagen, damit jetzt Leute auch gehen können. Ganz entspannt, ohne dass es Stress mit dem Layout gibt. Ausgezeichnet. Vielen, vielen Dank an Philipp als Dr. Manticle. Dankeschön. Fuchskind an, ich habe den Namen des Charakters vergessen, aber das mit den Heinrich. Vielen Mündern. Heinrich der Koch. Normalerweise ist sie viel harmloser und ihr lernt schöne Fakten über die Natur, über die Vielfalt der Menschlichkeit und darüber, wie cool Krähen sind, wenn ihr folgt. Oh ja, das stimmt, ja. Vielen Dank an Andrea als das Glitzerschleimi. Vielen, vielen Dank an Moritz als die Schaben. Horst, bitte sehr. Horst, ja. Ich meine, Edgar ist eigentlich auch ein guter. Also ich hatte da schon gewisse Assoziationen. Und ganz, ganz speziellen Dank an die Deckmeisterin Jasmin, die uns durch den Weltuntergang geleitet hat. Also ich meine, am Anfang war es nicht klar, dass es der Weltuntergang werden würde, glaube ich. Ja. It happens. Kann passieren. Was davon wurde alles ausgewürfelt? Also wurden auch so Sachen wie das Ereignis, das kommt, ist eine Verlobung / Hochzeit und so etwas? Ja, es gibt da halt eine Tabelle. Ich hatte anspruchsvolle Eheleute gewürfelt, frisch Vermählte. Und die waren dann halt als NSC drin, genau wie ein unbeaufsichtigtes Kind drin war. und dann habe ich als Bedrohung halt gewürfelt, dass eine Vampirin bei einer Geburtstagsfeier Steve verändern wollte, wenn ihr das gelungen wäre, dann hätten dunkle Gottheiten die Welt aufgefressen. Also es ist halt auch, im Grunde ist halt sozusagen, es ist halt so oder so passiert, aber es lag nicht an ihr. Tomato, so war es wenigstens selbstbestimmt. Ja, genau. Das stimmt. Genau. Sehr schön. Also ja, ich habe die Zufallstabellen benutzt diesmal für alle Würfe. Und die Vampir passt natürlich auch gut zur Donau. Ja. Weil sie durch traditionelles Vampirland fließt. Ja, gut. Genau, ich habe jetzt tatsächlich. Aber wir waren leider immer noch in dem Bereich, wo es kein WLAN gibt. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Das war unsere Eröffnung des Gratis-Rollenspieltags. Ihr könnt entweder den Flyer bekommen und euch dann online anschauen, wo die Rechts-Links-Schwäche von Andrea zugeschlagen hat. Oder ihr könnt es natürlich auch online finden und eine ganze Reihe anderer kleiner Spiele bei itch.io oder wenn ihr nach Plot Bunny Games guckt. Ja, und wenn ihr weiter euch aktiv
beim Gratis-Rollenspieltag beteiligen wollt im Sinne von Mitspielen. Wir haben im Laufe der Woche auch auf dem Plot Bunny Games Discord-Server noch einige ja, Spielrunden, bei denen man sich anschließen kann. Also Genau. Montag leite ich nochmal das Albtraumschiff. Andrea macht auf jeden Fall Hasi, wir haben ein Dungeon gekauft, das letztjährige Produkt und dazwischen halt noch Leute aus der Community, die andere Oh, ihr Spiele dürft euch anbieten. nicht den großartigen Tim entgehen lassen. Den Ja, müsste ich genau. Es ganz gibt persönlich noch empfehlen. noch eine Runde Viva la Cueva und es gibt noch eine Runde Beak Feather and Bone. Und wenn ihr das Ganze, wenn ihr das Albtraumschiff nochmal im Stream sehen wollt, in anderer Besetzung und mit mir als Spielleitung, dann könnt ihr das am 22. tun bei 3P. Das spielen wir nochmal. Und gucken vielleicht, ob wir den Weltuntergang anders herbeiführen oder gar nicht. Ob ihr Genau. einen ganzen Tag unentdeckt bleibt, ist halt auch Ob wir das vielleicht dann. schaffen, genau. Und welche Monster wir diesmal sein werden oder ihr diesmal sein werdet, genau. 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 Diesmal, ja, es ist diesmal ohnehin eine ganz gute Ausbeute, finde ich, an kleinen, fertigen Erzählspielen, die man so direkt vom Blatt was draus machen kann, wie Ogre die Ja. Zwiebeln rauben wollen. Genau. Genau, ich wollte gerade auch mal Shoutout machen für den Ogre e.V. und den Zwiebelüberfall oder der Ogre-Überfall, wo sie die Ich Zwiebel glaube, rauben wollen genau, und es Ogre-Überfall. ist ein Hack von Honey Heist und das ist auf jeden Fall auch Übrigens hat ein lustiges One-Shot-Spiel. gestern hat Steffen in seinem Twitch auf seinem Twitch-Kanal die Box auch mit Inhalt vorgestellt und er hatte sich auch zwei dieser kleinen Spiele, unter anderem auch das Albtraumschiff, rausgesucht, um das mal auf seinem Kanal bei Gelegenheit zu spielen. Also Ah, das sehr gut. ist schön, dass so kleine Sachen einfach auch Leute anspringen. Auch Wohnungen und Wale war das zweite auf seiner Liste und ich habe ihn dann noch gezwungen, dass er noch mit mir den Ogre-Überfall spielen muss, sodass wir da Ich will drei Wohnung, kleine. ja. Ich will Wohnung und Wale spielen. Ich will unbedingt Wohnung und Wale spielen. Ja, das ist nicht einfach. Die 10 Minuten Smalltalk, I know. die I know. Aber seit du mir das erste Mal davon erzählt hast, finde ich das großartig und will es spielen und bin total entzückt, dass es auch jetzt zu haben ist im Gratis-Rollenspieltagspaket. Das freut mich. Ja. Nikos wunderbar bescheuertes Baby. Bei Erzählspielen ist ja oft so die Grenze, ist das eine Satire auf Erzählspiele oder ist das ein Erzählspiel? Sehr fließend. Und die Antwort ist eigentlich ja. Also. Ja. Gut. Also, ich weiß, dass einige von euch müde sind und Feierabend machen wollen. Und in denen wollen wir sie auch ganz, ganz freundlich und mit einem ganz lieben Dankeschön entlassen. Und wünsche Ihnen Tee, warme Decken und gutes Energietanken. Oder das Heißgetränk der Wahl, sag ich mal. Heute ist ein Heißgetränktag. Es hat geschüttet hier wie Sau. Oh, bei uns auch. Und ja, ich werde jetzt langsam mal anfangen umzubauen. Wer kurz noch ein bisschen bleiben will und wenn wir plaudern, kann das gerne, aber niemand muss sich verpflichtet fühlen. Ich habe jetzt noch ungefähr eine Stunde, bis Cthulhu anfängt, aber das heißt nicht, dass wir hier ausmachen. Ich habe. Wie gesagt, es gab einen Unfall beim Kochen, aber ich habe trotzdem erfolgreich etwas Essbares hergestellt. Nachdem meine Pfeffermühle Plock macht. Oh mein Gott. Das heißt, ich habe ungefähr so lange damit zugebracht, ich und Nico im Wechsel mit Teelöffelchen einzelne Pfefferkörner daraus zu löffeln, Nein. wie mit Das dem wäre eigentlichen Brot. Heinrich nicht passiert. Nein. Das stimmt. Aber dafür ist mir heute was anderes passiert, nämlich als ich mir Frühstück gemacht habe, da ist mir irgendwie so ein halbes Gewürzregal entgegengekommen, das Glas mit Zimt auf, alles verschüttet. Jetzt riecht die Küche super nach Zimt, aber es war auch eine Das hat Sauerei, doch schon ey. was Oh Weihnachtliches, das ist doch nein. nett. Ja. Das mit der gestörten Technik scheint sich heute durchzuziehen, ja. Ja, wirklich, auch analog. Vielleicht müsst ihr mal Dr. Mentakel engagieren. Der repariert alles. Ich Stimmt, hatte der tatsächlich, könnte. Mein Smartphone lag neben mir in der Küche und da lief der Stream drauf, damit ich mitkriege, falls irgendwas schief geht oder ihr Hilfe braucht oder fertig seid oder eine Pause macht oder so. Und ich stehe da mit der kaputten Pfefferbille und mein erster Gedanke ist, ich wünschte, ich hätte Tentakel. Ich sag ja. Ja. Ich habe das schon oft gedacht, dass ich noch einen Arm oder zwei mehr brauchen könnte. Ja, definitiv. Zum Beispiel bei einem Hund Medizin verabreicht und andere aus der Luft gegriffene Situationen, die auf keinen Fall heute schon irgendwie eingetreten sind. Okay. Ja, Gut. genau. Ja, Dann würde ich viel. tatsächlich
Warte, warte, ich muss noch kurz sagen, nachdem ich das bei unserem letzten Meeting vergessen habe, zu sagen, wenn ihr was kaufen wollt, unbedingt was genauso ungefähr sich spielt wie das Albtraumschiff, solltet ihr unbedingt die Festung des Bergkönigs kaufen, die gerade frisch Thousand Wizardry erschienen ist. Und also es ist so vom Spielgefühl her ungefähr so, kann ich mich schätzen. Und nachdem ich jetzt so brutal gelogen habe, könnt ihr das natürlich trotzdem kaufen, aber ich muss einkaufen. Um 7 Uhr. Perfektes Timing. Ihr seid alle die Besten. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Vielen Dank euch. Ja, schön, dass ihr da wart. Danke fürs Mitspielen. Dankeschön. Danke auch. Es war so schön. Vielen, vielen Dank für diese tolle Runde. Noch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß noch mit Cthulhu mit oder ohne Tentakeln. Alone in the Dark. Ja, wünsche ich euch auch ganz viel Spaß bei Cthulhu. Dankeschön. Das müsst ihr blutiger werden als wir und unheimlicher. Mal gucken, ob ihr es hinkriegt. Wurden bei euch nicht Kinder zwangsbetäubt, Leute gegessen und Herzen rausgerissen? Ich habe mich aber noch zurückgehalten. Das Kind war nur betäubt. Das hätte ich sonst und es hat bei uns nicht gebrannt. Wir hatten zwischendurch überlegt, ob das Schiff brennen muss, aber es hat nicht gebrannt. Das haben wir übersprungen. Da ist gleich die Welt untergegangen. Das wird das Erste sein, was ich gleich kläre, ob irgendjemand einen guten Wert in Werfen hat von den Charakteren, die mitspielen. Weil traditionell will irgendwann irgendjemand irgendetwas nach einem Monster, einem Gegner oder sonst irgendetwas werfen oder auch einfach nur gegen ein Gebäude. Und dann stellen Leute mal fest, dass Werfen ein eigener Wert bei Cthulhu ist. Oh ja, stimmt. Selbst wenn sie schon zigmal Cthulhu gespielt haben. So, ich werf das, okay? Try. Bitte. Ja. Ja. Irgendein Let's Play hat jemand mal Dr. Headbutt gespielt, da war halt Kopfstoß noch eine eigene Fähigkeit, der hatte nur Kopfstoß auf 90 und dann gab dann eine Szene, wo er sich aus dem Autofenster gelehnt hat, um Leute mit seinem Kopf zu treffen. Welche Edition war das? Wo war Kopfstoß eine eigene Fähigkeit? Das fünfte oder sowas? Also fünfte war die wir vor der siebten, wir haben die sechste auf Deutsch übersprungen. Und ja, vielleicht was. Ja. Nee, die fünf. Okay, ich habe offensichtlich alles vergessen zugunsten der siebten, aber. Es gab auf jeden Fall eine Edition, wo man Dr. McHeadbutt machen konnte, ja. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und noch einen ganz, ganz viel Spaß. Ja, danke. Ciao. Ciao. Wie winke ich eigentlich? Das sind die Tentakel. Ich bin ein Mensch, lasst euch nicht irgendwie irritieren, alles ist gut. Ganz, ganz normales Winken. Ist doch auch gerade so voll im Thema. Ja. Das kaputte royale Winken. Ja. Wenn man denn noch winken kann als Royal und nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe damit gekriegt, das gibt Verschwörungstheorien. Das photoshoppen wir. Kein Problem. Ja, ja. Wir photoshoppen deine Winkehand dran. Mhm. Ja, wie geht's Plot Bunny Games? Also vielleicht können wir ein bisschen ausholen, was Plot Bunny Games überhaupt ist. Das, ja. Wie ist so ein Verlag? Wenn das jetzt euer erster Eindruck war. Genau. Dann scheint das ein Verlag zu sein, der spaßige kleine Spiele macht. Ja, oft. Nicht immer genau. Also Plot Bunny Games ist ein Verlag für Rollenspiele und Erzählspiele. Und viele davon sind ohne Spielleitung, manche sind mit Spielleitung. Und wir machen Sachen auf Deutsch und auf Englisch und diverse deutsche Originale und ein paar Übersetzungen. Und jetzt bin ich nicht vorbereitet. Wir haben im Februar gerade das Crowdfunding abgeschlossen für Gegen das Monster. Das lief wieder super. Das heißt, das kommt dann wahrscheinlich so Mai oder Juni raus in gedruckt. Das gibt es dann auch noch ganz normal zu kaufen, auf Deutsch, auf Englisch. Das ist ein Erzählspiel um eine Monsterjagd. Das Gute im Monster und das Monströse in den Jagenden. Also wir haben, Jasmin und ich haben uns offensichtlich gerade mit Monströsität beschäftigt, als wir diese beiden Spiele geschrieben haben. Und wenn ihr lieber was Flauschigeres spielen wollt, dann haben wir aber auch Hase. Wir haben einen Dungeon gekauft im Angebot. Das war unser letztes Spiel zum Gratis-Rollenspieltag. Oder was Historisches, dann könnt ihr Fräulein Wernburgs Pensionat für junge Damen. Auch das haben wir schon hier bei Orkspalter gespielt. Und Viva la Queerbar. Viva la Queerbar. Haben wir auch schon gespielt. Also genau. Es kann kuschelig sein. Genau, also man kann mit Tentakeln und kuschelig spielen. Und dann haben wir jetzt gerade im Februar noch die zusätzlichen Bonusquesten für Follow veröffentlicht. Das ist auch das haben wir auch hier gespielt. Haben wir den Sportwettkampf gemacht. Und da gibt es jetzt 12 neue Zusatzquesten von
12 verschiedenen deutschsprachigen AutorInnen, unter anderem von Moritz, der jetzt weg ist, unter anderem von Jasmin, von mir, von Ivi, von Christoph, also Franigo. Und der anderen Zahl von Leuten, die ich jetzt nicht alle auswendig weiß, die uns coole neue Questen geschrieben haben, von der Roadtrip über das Ritual bis die Party, der Dungeon, das Spukhaus, der Umzug und so weiter und so fort. Also wirklich 12 coole neue Sachen dabei. Und die jetzt bisher nur als PDF und müssen mal schauen, ob wir da irgendwann mal eine Druckversion von machen. Aber das hat mich sehr gefreut, dass es sozusagen dann noch aus dem Crowdfunding finanziert wurde. Genau. Und jetzt muss ich überlegen, irgendwas habe ich da. Genau, Dolly, wir haben ein Traumhaus gekauft. Das ist auch noch eine Variante von Hase, wir haben ein Dungeon gekauft. Da seid ihr dann Dollys in einer pinktastischen Oh. Fantasiewelt, die ihr Traumhaus einrichten und die Nachbarschaft kennenlernen. Genau. Und ja, also ich bin inzwischen, ihr merkt, ich bin so inzwischen an dem Punkt, wo ich überlegen muss, ob ich nicht was vergessen habe aus dem Programm, was finde ich ein gutes Zeichen ist. Das Genau. ist ganz schön viel dafür, dass, soweit ich weiß, ihr das nicht hauptberuflich macht. Also ich mache das schon hauptberuflich, Okay. aber ich mache das halt auch alleine hauptberuflich und werde halt in sowas wie Lektorat, Korrektorat, manchmal Illustrationen eben von FreelancerInnen unterstützt, aber ich mache halt das ganze andere vom Verlag. Und genau. Aber es ist halt gar nicht so wenig dafür, dass wir noch nicht mal 2 Jahre alt sind, Ja. sondern erst im August 2 Jahre alt werden. Und ja, aber ich freue mich sehr und freue mich auf die nächsten Projekte, die in der Pipeline sind, über die ich noch nicht sprechen kann. Also ich könnte schon, aber ich will noch nicht. So. Genau. Genau, ja. Wie kommt man Aber dazu, ich. zu beschließen, hauptberuflich einen Kleinstverlag für Erzähl- und Rollenspiele zu machen? Das klingt für mich wie ein sehr mutiger Schritt, zu dem ich, glaube Ja. ich, nicht, in Ja. meinem Fall nicht irgendwie Ja. den ausreichende Stabilität hätte, um ehrlich Ja. zu sein. Man lebt während einer Pandemie, wo dann große Teile des vorherigen Hauptberufs wegbrechen, weil nicht mehr möglich, und entdeckt dann das Rollenspiel als neues Thema im Leben und verliebt sich Hals über Kopf in das Rollenspiel und alles drumherum und stellt dann fest, dass total viele Kompetenzen, die man vorher schon hatte, sich super gut eignen, um damit auch Rollenspiele zu machen und auch Rollenspiele zu veröffentlichen. Und wächst dann da so relativ schnell, aber irgendwie rein und beschließt dann, dass es irgendwie es mal zu probieren, Produkte zu verkaufen anstatt Dienstleistungen und ja, läuft. So. Finde ich gut. Also Also, ich es bin ist. noch nicht reich geworden damit, aber ich habe mir sagen lassen, das funktioniert in dem Bereich eh nicht, aber das hat vorher auch nicht funktioniert. Von daher ist es schon in Ordnung. Ich glaube, Das war das hat jetzt auch das nicht die letzte. Erwartungshaltung. Das hat das letzte Ja. Mal in den 90s funktioniert. Also Ja. so ein paar Leute, die in den 90ern ein großes Rollenspiel hatten. Mark Reinhagen erzählt da lustige Geschichten und sowas. Irgendwie Koks und Häuser gekauft und wieder verloren und was weiß ich was Ja. alles. Aber ich glaube, heute wird niemand auch international mehr reich mit Rollenspielen. Ja. Aber Nee. ich glaube, es gibt halt ein paar wenige, die so im Streaming-Bereich zumindest wohlhabend geworden sind. Es wird niemand reich, damit Rollenspiele zu schreiben. Ja, genau. Sozusagen, es hat sich gewandelt, wo das Geld ist. Ja, es gibt Leute, die machen ordentlich Geld damit, Rollenspiel zu performen als Entertainment, aber das ist was anderes. Und ich weiß nicht, habt ihr, wo wir schon über Critical Role reden, habt ihr Ja. in Daggerheart schon reingeschaut? Weil ich habe gestern schon mit Leuten drüber geredet und Ich habe einen ersten Blick drauf geworfen. Es ist halt, also man erkennt das PBTA-Erbe bis zu einem gewissen Grad, dass halt so eben so ein paar Gedanken drin sind, aber gleichzeitig gibt es 4 Entfernungsstufen. Also es ist schon so ein, es ist halt so ein seltsam crunchy Ding, das halt sehr versuchen möchte, auch dass Leute, die bei D&D
abgeholt wurden, jetzt auch da einen direkten Einstieg haben, was halt Spieldynamik und Begrifflichkeiten angeht. Ja. Ja. Es löst Es kein ist nur für Problem, das ich Beta. habe. Ja. Ja. Das ist sehr schön gesagt. Das ist, Also ich kam noch nicht dazu, wirklich detailliert reinzugucken, aber von dem, was ich gehört habe, bin ich zumindest ein bisschen neugierig geworden, ob das tatsächlich vielleicht eine gute Brücke sein kann. Also das ist ja, die Erwartungshaltung ist ja auch nicht, dass es jetzt ein bahnbrechendes PBTA-Spiel ist oder so, sondern dass man vielleicht wirklich was da irgendwie eine Brücke schafft zwischen traditionellerem Spiel wie jetzt Dungeons & Dragons und einem erzähllastigeren Spiel. Und daraufhin würde ich mir das auf jeden Fall angucken und habe gemischte Sachen gehört. Also es scheint zumindest nicht eine komplette Katastrophe zu sein und das ist ja schon viel wert. So. Und ja, Ja. genau, von daher. Aber ich habe mich gestern mit ein paar Leuten drüber unterhalten, weil ich zu Gast war in einem Podcast, wo es unter anderem, was sind so Trends gerade in der Rollenspielszene oder sowas sind. Und ich finde aber den viel, viel interessanteren Trend als Leute, die Pen and Paper streamen, bringen ihre eigenen Sachen raus. Wer will das? Den viel spannenderen Trend eben, ich habe es die schwedische Schule genannt, aber es ist ja im Endeffekt auch das, was ihr macht. Vielleicht etwas nischigere Spiele, die aber dann einfach ein rundes Paket sind. Und vor allen Dingen, ich mag das gern, wenn ein Spiel in sich, so blöd das klingt, ein Kunstwerk ist. Also wenn die Art und Weise, wie es funktioniert und der Inhalt schön ineinander greifen, dann sieht es idealerweise auch noch hübsch aus oder zumindest irgendwie putzig oder hat einen coolen Idee, wie man es aufgemacht ist. Und dann ist es am Ende sogar noch ein funktionables Spiel. Also die Merkbox und Vasens und Ja, wobei, sowas, ja. Mockborg ist ja halt hauptsächlich Stunt-Layout und ein bisschen USA. Also so Ja. special ist das alles nicht. Ja, Ja. aber es funktioniert. Ja. Es ist Ja, tatsächlich es ein ist. funktionables Spiel. Ja, Cyborg ist ja, das das ist bessere es. Spiel, muss man sagen. Ja. Finde Ich ich. meine, es ist exzellentes Branding. Es ist einfach. Ja. Es ist einfach extrem gut und es ist super. Du erkennst es überall wieder. Du erkennst die Materialien, die dafür sind, überall wieder. Und ich finde, das kann man schon mal Props dafür geben, dass Ja, es einfach 100%. super viele Leute inspiriert hat, Material dafür zu schreiben. Und ich glaube, die Ästhetik ist schon auch ein Teil davon, warum das funktioniert. Dass Leute einfach Bock kriegen, dafür was zu machen. So, das finde ich schon immer. Also, ich finde, das ist immer ein Zeichen dafür, dass zumindest Leute irgendwie abgeholt werden und engagiert werden und eben nicht nur auf der Ebene von, also ich will das jetzt nicht abwerten, nicht nur ich konsumiere es, sondern ich mache auch was Eigenes damit. Und ich finde das immer cool, wenn so Game Design angeregt Ich wird in anderen Leuten. So. finde es auch gut, wenn Leute sich, also wenn sich Gedanken über die Optik gemacht wird und das eben am Ende ein schönes Objekt ist, aber bei Borgborg ist es halt so, ja, es ist ein funktionales Spiel, aber sozusagen, es hat mir bisher halt auch nichts Neues geboten, was eben irgendwie einen Vibe und Mechaniken angeht. Es ist halt so dieses metalige USA, wo alles schlimm ist, aber so in einem. Es ist halt Teil von einem großen Kontinuum von Ästhetik und sticht halt daraus, also für mich sticht es dadurch heraus, dass es diese auf eine sehr extreme Weise nach vorne bringt und mit Leuten, die man nicht direkt ganz eklig findet. Und das ist schon mal, Die sind, ja, also Stockholm-Kartell, alle von denen, mit denen ich bisher geredet habe, waren wirklich grundsolide Leute und haben ein paar sehr schlaue Dinge gesagt, auch in Interviews, sowohl zu Game Design als auch zu anderen Dingen. Und was rauskommt, eben auch das, was Andrea sagte, eben, dass dann Leute auch angeregt werden, dass es dann halt freies Material zusätzlich dazu gibt und vor allen Dingen gute Zufallstabellen. Ich meine, das wisst ihr wahrscheinlich auch jetzt sehr gut, dass gute Zufallstabellen schreiben nicht einfach ist. Ja, wir haben ja tatsächlich erstaunlich viele Spiele mit Zufallstabellen. Also sowohl Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft, als auch Dolly haben große Anteile an Zufallstabellen. Und ich mag die auch sehr gerne, weil ich finde einfach, also ich bin ja auch eine improvisierlastige Spielleitung oder generell Spielerin. Das heißt, ich finde das super, wenn ich dann so eine random Idee habe und dann da jetzt irgendwas draus machen soll. Und von daher mag ich das als Element in Regelwerken tatsächlich auch gerne und finde, also ich habe jetzt in Merkbog nicht im Detail alles studiert, was da drin steht, aber ich habe ein paar Beispiele gesehen und finde tatsächlich auch wirklich gut so. Und aber um nochmal darauf zu kommen, was du am Anfang gesagt hast, dass eben so dass eben Spiele so ein Gesamtpaket sind und dann eben eine bestimmte Erfahrung
vermitteln wollen und nicht, also sowas wie, also weder das Albtraumschiff noch Fräulein Wernbergs Pensionat für junge Damen noch Hase, wir haben einen Dungeon gekauft, möchte ein Universalsystem sein, sondern die wollen halt, haben halt ein Thema, was sie mit einer bestimmten Kombination von Mechaniken und Setting und grafischer Gestaltung rüberbringen wollen und dann eben aber auch nur genau das tun wollen. Und ich mag selber solche Spiele auch gerne spielen, weil ich dann einfach das Gefühl hatte, da hat man eben nicht, also beim Design musstest du halt nicht das machen, was für alles passt, Ja. sondern du konntest dich halt konzentrieren auf genau diese eine Sache, die du vermitteln willst, dieses eine Thema, dieses eine Spielgefühl oder das halt irgendwie in Regeln zu gießen und dann das eben durch visuelles Design irgendwie zu unterstützen. Und ja, wenn ich finde das einfach, es ist oft gelungen und sehr auf den Punkt und dann hast du halt auch genau die Erfahrung und dann ist die Kunst halt nur sozusagen, das auch so zu beschreiben, dass Ja. Leute das auch wirklich wissen, was sie kriegen und dann nicht enttäuscht sind, weil es so ein Mismatch gibt Ja. zwischen, was das Spiel will und was die Spielenden sich erhofft haben. So. Ja. Und ich muss zugeben, ich mag auch einfach schöne Bücher. Also ich Ja. habe sehr, sehr, sehr viel Material auch nur als PDF oder in anderen digitalen Formaten oder so etwas. Aber ein schönes Rollenspielbuch, das man dann wirklich physisch in den Fingern hat und drin blättern kann und dran riechen kann, das ist schon. Ja. Ja, ich hab halt jetzt angefangen, historische Bücher zu sammeln. Das ist halt auch ein. Ja. Also, voll der Die Zugriffwörter. riechen auch ganz anders, wenn das Papier ist, Ja. das eine andere Säure enthält, also einen anderen Säuregrad hat und so etwas. Ja. Alte Büchergeruch. Oh, was bist du denn? Ist das ein Gesangbuch oder ein Gedichtband? Oder was ist Das das? ist ein Gedichtband. Und zwar Percy Shelley Dichtungen. Oh, Nice. Shelley. Shelley macht Gefühle. Ich weiß Ja. nicht, manchmal ist es ein bisschen twee, aber trotzdem. Ach, er ist. Ja, ist Percy Shelley auf jeden Fall schon ein interessanter Typ. Der unter anderem halt mal ein Gästebuch Percy Shelley Atheist eingetragen hat, als wäre das sein Beruf gewesen und solche Sachen. Für manche Menschen ist es eine Vollzeitbeschäftigung. Ja, es wird später im Gerichtsprozess gegen ihn verwendet, weil es im Sorgerecht ging, weil es damals ein größerer Tabubruch war als heute. Ja. Aber ja, also Ja. deswegen ist es halt dokumentiert, dass er das in ein Gästebuch eingetragen hat. Aber ehrlich gesagt, seine Frau war noch cooler. Ja, 100, also auf jeden 100% ist, war, Ja. also ja, sie cooler auf jeden Fall und, Ja, Ja. aber die Shelleys. Ja, Ja, es ist sie eins schreibt ja ein meiner, Rollenspiel. genau, es ist eins meiner Rollenspielprojekte gerade, an denen ich arbeite. Also, basically, also im Jahr 1816, wo zum einen der Napoleonische Krieg gerade zu Ende war und zum anderen eine Klimakatastrophe, die durch den Ausbruch des Tambora-Vulkans in Indonesien verursacht war, dazu geführt hat, dass es das sogenannte Jahr ohne Sommer war. Also sehr, sehr schlechtes Wetter, Wirtschaftskrise überall, neue Krankheiten, wir können uns da sicherlich wiederfinden. Alles ist verschuldet. Konservative Wende. Also es gibt Parallelen zu unserer jetzigen Zeit. Da hat halt Lord Byron zusammen mit seinem Leibarzt Dr. Polidori Urlaub in der Schweiz gemacht, in der Villa Diodati am Genfer See. Und die Shelleys haben sich da eingeladen, weil ja, Shelleys Stiefschwester Claire Claremont, was mit Byron hatte und dann da halt ihn wieder für sich gewinnen wollte. Und die haben dann halt da in diesem verregneten, kalten Urlaub rumgehangen, in dieser Villa und haben als Wettbewerb Geistergeschichten geschrieben und halt neben halt Laudano nehmen und was man halt sonst so tut als Regency Edgelord. Und ja, also Percy Shelley hat übrigens auf Laudanum eine Frau mit Augen statt Brüsten halluziniert. Und dann danach hat dann, dann, dann hat dann Byron gesagt, wir machen jetzt einen Geistergeschichtenwettbewerb. Also ich würde sagen, zumindest historisch gesehen hat Mary Shelley gewonnen. Ja, Ja, also finde ich schon, ja. es sind halt zwei Werke der Weltliteratur daraus entstanden. Halt einmal Polidoris der Vampir,
auf Fragmenten von Byron basierend und auch auf dem Leben von Byron basierend, weil Byron war jemand, der, also im Grunde muss man sich wie so ein Battle-Rapper vorstellen, dass sehr, sehr viele Werke in Abgrenzung zu ihm oder halt im Streit mit ihm entstanden sind. Und Polidori hatte halt einen Crush auf ihn und hat danach darüber praktisch eine Vampirgeschichte geschrieben, wie was für ein toxischer Typ Lord Byron ist. Und hat damit die erste, sozusagen den ersten Gothic-Vampir-Roman verfasst, und Mary Shelley hatte halt den ersten Entwurf zu Frankenstein in dem Urlaub geschrieben und damit Science Fiction erfunden. Und genau, dieses Setting, also dieses Closed-Room-Setting, nutze ich halt dann als ein Ding, wo man spielt nicht exakt diese Leute, sondern halt eben Figuren, die von ihnen inspiriert sind, die eben damit sozusagen ihrem Werk und Horror-Themen, Gothic-Themen konfrontiert werden. Und ja, ich nutze es halt als ein Closed-Room-Setting, und das kann halt entweder sehr via soziale Beziehungen zwischen den Leuten werden oder auch in Horror umschlagen, je nachdem, wie man es gestaltet. Ich bin da halt eben noch in der Designphase, wo die Mechaniken entstehen und noch nicht ganz auf Spieltestreife sind, weil ich mich von anderen Dingen habe ablenken lassen, wie eben Monster spielen. Aber ein Monster schaffen gehört ja auch irgendwo zur Mary Shelley Ästhetik. Und deswegen weiß ich jetzt sehr viel über Regency Edgelords und das Jahr 1816. Ja, es ist Okay. immer wieder ein Fest, mit Jasmin in historischen Settings zu spielen, weil man kriegt immer noch eine kurzen Info-Input zu irgendwelchen Details, die man vorher nicht wusste. Und ich finde das immer ganz großartig. Ich gebe zu, dass ich die Situation kannte, weil ich habe als Teenager irgendwann mal, es gibt so einen weirden Roman, Die kalte Braut, die davon ausgeht, dass da tatsächlich ein übernatürliches Wesen, eine Lamia, auch bei diesem Aufenthalt am Genfer See dabei war. Und Shelley ihr aus Versehen im suffenden Antrag gemacht hat, weil er, als sie als Statue rumsteht, einen Ring ansteckt, und dann werden die den Rest ihres Lebens von diesem Monstrum verfolgt. Das war mir die etwas kuriose Einführung zu dieser doch sehr speziellen, aber extrem coolen Clique. Aber tatsächlich, ich wusste nicht, dass der Polidori-Vampir quasi Lord Byron als Vorbild hat. Und das erklärt sehr viel über diese Art von Vampir. Also Ja, vielen Dank dafür. genau. Lord Ruthven wird auch erwähnt. Der Name kommt auch aus Gwynverdon. Das ist ein Roman von Catherine Lamb. Das war eine Ex-Freundin von Byron, mit der er sich zerstritten hatte, die halt auch ein Buch über ihn geschrieben hat. Also das passierte ihm öfter, dass Leute Literatur geschaffen haben, weil er mit ihnen zusammen. Übrigens, er ist auch mit also es spielt ja unmittelbar oder es passiert halt alles unmittelbar nach dem Napoleonischen Krieg, dass Europa halt erstmal wieder sozusagen frei ist, also zu bereisen für BritInnen. Und er ist mit einer Nachbau von Napoleons Kutsche gereist, also Lord Byron, und ist, während die sozusagen die Gerichtsvollzieher auf den Hof gegangen sind, ist er mit der Kutsche runtergefahren und Hey. abgehauen nach Europa. Was für ein stilvolles Arschloch. Ja, hat zwischenzeitlich Halt gemacht am Schlachtfeld von Waterloo und dann halt auch hier Gästebücher wieder, hat er sich eingetragen, wird hier Lord Byron 100 Jahre alt, weil er sich so gealtert fühlt, nachdem Napoleon weg ist. Während Percy Shelley ihn eigentlich verachtet hätte dafür, weil er eben Bonapartisten nicht mochte, weil das eben sozusagen hat, im Grunde Verräter für ihn, weil er war für die Revolution im klassischen Sinne. Korrekte Einstellung. Ja, das ist so. Aber ja, ich finde das eine auch extrem faszinierende Zeit. Also was nach den Napoleonischen Kriegen in Europa alles passiert, wie viel Schritte auch rückwärts es gibt, das ist unglaublich spannend. Also ich hoffe, dass du da auch sehr viel Spaß hast beim Recherchieren. Ich kann mir vorstellen, Ja. dass das ganz viel brodelt und kocht im Kopf. Ja, es ist halt wirklich sehr viel. Ich weiß jetzt, dass es in Griechenland Memorabilia-Uhren für Byron gab, der ja in Griechenland gestorben ist, weil er sich da der Revolution angeschlossen hat gegen das Ottomanische Reich. Und solche Sachen lerne ich da.
Das ist mir das jetzt gerade so, ja, das ist so Lord Byron Merch halt. Ja, aber ich kann auch mal eine Bayern-Ausgabe aus dem Regal holen. Eine Sekunde. Ja. Jasmin einfach alles. Ja. Jasmin hat ja eigentlich diese Bücher nur wegen der Rollenspielrecherche. Ach so. Angefangen. Also ich lege jetzt Worte in den Mund, können wir gleich bestätigen lassen, wenn sie wieder da ist. So. Ich habe gerade behauptet, du hättest die ganzen Bücher nur deswegen angefangen zu kaufen, wegen der Rollenspielrecherche. Ja. Ich setze sie deswegen von der Steuer ab, aber ja. Ja, es ist schon sehr schick. Was ich ja tatsächlich auch so schick finde, ist, dass die alle noch so klein sind. Dass die irgendwie so ein Format haben, was kleiner ist, als die Bücher heute meistens sind. So. Wobei zugegeben, Gedichtbänder auch heute in sehr kleinen Formaten rauskommen. Weil sonst fühlen sich die Gedichte so einsam allein auf der Seite, glaube ich. Zugegeben, ich habe nicht viele Gedichtbände gekauft in meinem Leben. Irgendwie ist das aus der Mode gekommen. Ja. Ja. Ich habe doch nicht. Ich habe auch schon modernere gekauft. Ja, ich weiß nicht. Der letzte, den ich gekauft habe, das ist schon eine Weile her und ich habe vergessen, wie die Autorin hieß, aber es ging nur um Schwangerschaftsabbrüche und es war dann sicherlich sehr wertvoll, aber nicht für mich. Band, okay. Ja. Ja. Manchmal denke ich mir, Schreiben ist Selbsttherapie für viele Leute, aber eine richtige Therapie wäre vielleicht auch ganz gut. Oder beides. Oder beides. Why not both? Why both? Both is good, ja. Ja. Das letzte moderne Gedichtsbuch, was ich mir gekauft habe, war J. Hume's The Vanishing Song. Da geht es um Nacherzählungen von heiligen Geschichten eben. Es ist ein britischer Transmann, der halt auch in der sozusagen sehr kirchenaktiv ist und kirchenhistorisch und der macht halt so ja, im Grunde queere Theologie als sein Studienfeld und schreibt ihm auch Gedichte in dem, in dem Kontext, finde ich immer sehr interessant so. Das so. Ich glaube, ich tatsächlich sehe tatsächlich immer mal wieder so kurze Gedichte, die irgendwo auf Social Media geteilt werden und denke dann immer, ja doch, ich irgendwie eigentlich mag ich das als Genre, aber irgendwie komme ich nicht dazu, das mir konzentriert anzugucken. So. Seit ich nicht mehr an der Uni bin. So. Ja, aber Jamal Helm habe ich das die auch mitbekommen. Und, aber ich merke immer so dieses, ich mir ist das zu christlich. Ich komme da irgendwie, ich komme da irgendwie nicht so richtig drauf klar. Und es ist, glaube ich, wirklich, ich weiß nicht, warum es ist, aber wirklich so eine, also es ist, glaube ich, es ist sehr, glaube ich, sehr schwer, mir Christentum irgendwie sympathisch zu machen. Und ich kann noch nicht mal erklären, warum. Weil ich das bei einer Religion weniger habe. Aber es ist vielleicht einfach, weil mir andere Religionen nicht derart aufgedrängt wurden wie das Christentum. So. Und es ist einfach, also ich ordne das als reine Geschmacksfrage ein. Ich will da nicht irgendwie über andere Leute urteilen, weil das not my business, aber das ich meine, vielleicht spricht mich weniger an. Vielleicht gewöhne ich mir auch an, wenn ich irgendwo mich in Gästebüchern eintrage, zu schreiben, Mary Stritte Atheist. Ich bin sehr religiös aufgewachsen. Das neigt dazu, einen vielleicht dann später im Leben zu verderben für Spiritualität, muss ich zugeben. Ja, ich müsste bei mir halt dann eintragen, so. Andrea Rick ungetauft. Ja, das ist schon bei immer. Wäre bei mir auch der Fall. Ich bin halt auch sehr agnostisch aufgewachsen, habe da eben einfach diesen, sozusagen diesen, also natürlich das kulturelle Umfeld, kommt man ja nicht umweg, aber sozusagen für mich hat es halt eben wenig mit Traumatisierung zu tun, deswegen kann ich mir da auch gut irgendwie halt anderer Leute Gedankenwelten zu durchlesen und finde es halt interessant, wie die das empfinden, aber es ist halt auch gleichzeitig eben ein Geisteszustand, der für mich nicht zu erreichen ist. Also dieser so ein religiöses Erweckungserlebnis oder Glaube als Gefühl ist halt einfach etwas, was mir, wo mir scheinbar das Talent für fehlt und deswegen ist es einfach nie für meinen Alltag relevant gewesen und also es gab keinen Grund, mich später in Religionen einzuklinken, weil bringt ja nichts dann. Das ist, ich meine, wir sind weit ab von wie und warum schreibt man kleine Spiele, aber ich finde das ziemlich super gerade. Mein Problem, in Anführungsstrichen, ist, dass ich das alles hatte und das alles nachempfinden kann, aber im Nachhinein sagen muss, das war einfach nur ein extrem starker Dopaminschub und ein aktiver Frontallappen.
Und die meiste Religion funktioniert für mich seitdem einfach nicht mehr. Und man kann da auch einfach echt den alle Stärke, die man rausziehen kann, verlieren. Und ich finde das ein bisschen schade, weil Menschen sind so. Menschen funktionieren mit Geschichten sehr viel mehr als mit Fakten. Und ich hätte gerne auch ein paar tröstliche Geschichten in meinem Leben. Das wäre doch eigentlich ganz nett, oder? Und dann sind wir auch wieder bei Rollenspielen, ne? Ja. Finde ich. Das stimmt schon. Also, ich finde halt, also jetzt heute war vielleicht ein schlechtes Beispiel für eine tröstliche Geschichte. Hey. Ich meine, ihr habt grenzunsympathische Leute auf einem Kreuzfahrtschiff gegessen. Ich finde das schon aber sehr tröstlich. Das arme Kind konnte doch nichts dafür. So. Das Kind konnte der Tat nichts dafür. Ja, aber gut. Aber ich finde tatsächlich oft, dass so Rollenspiele ja auch Räume sind, wo man alternative Geschichten, also sich mal was ausprobieren kann, ob das vorstellbar ist oder ob das machbar ist oder ob man einfach was man unschön erlebt hat, in schön nochmal neu erzählt oder aus einer anderen Perspektive oder so. Und das schätze ich schon auch sehr an Rollenspiel als Beschäftigung, egal ob jetzt auf Spielseite oder auch auf Designseite. Ich glaube, es gibt keine Leute, die Rollenspiel spielen, für die da nicht irgendwas auch Persönliches irgendwie einfließt, in wie sie spielen oder welche Art Charaktere sie gerne spielen oder welche Art Spiele sie gerne spielen. Und das finde ich ist. Also, ich könnte dir bei allen. Und sei es sowas Banales, dass ich irgendwie, ich meine, jetzt nochmal kurz bei den Zusatzquesten. Also, ich meine, die Zusatzqueste, die Party, basiert schon auf irgendwie 12 Jahren Event-Organisation im ehrenamtlichen Bereich. Ich habe so viele Partys organisiert. Ich musste im Grunde nur meine To-Do-Liste irgendwie aufschreiben für die Herausforderungen. Und das sind ja auch Möglichkeiten, so Lebenserfahrungen irgendwie zu verarbeiten. Oder Viva la Cueva ist im Grunde einfach ein persönliches Archiv an Erfahrungen, die Sandra und ich da aufgeschrieben haben. Und finde es aber immer interessant, wie unterschiedlich Leute mit Themen umgehen, dass halt manche Leute eher sagen, ich habe aber Lust, die Dystopie zu erzählen und mich halt mal so, weil die dann halt auch wieder aufhört, wenn das Spiel zu Ende ist. Mhm. Andere Leute sagen halt, nee, ich habe halt voll Bock auf irgendwie super optimistische oder hoffnungsvolle Geschichten, weil die Realität deprimierend ist und oder eben so je nach Tagesform, und finde das einfach spannend, dass zu sehen, was Leute alles unterbringen können im Rollenspiel. So. Ja. Und so auf Dauer kann man eigentlich bei allen Leuten und auch bei sich selbst immer schon eine Neigung zu bestimmten Art von Charakteren beobachten, finde ich. Selbst wenn man versucht, das irgendwie weit zu streuen, wenn man irgendwie spontan was auswürfelt oder sich eben schnell mal was überlegen muss, dann kommt irgendwie doch so eine Baseline zusammen. Ich weiß auch nicht. Ja, ich finde, es gibt einfach so, glaube ich, so ein paar Sachen, die leichter sind, spontan zu machen oder leichter sind, ohne große Vorbereitung zu machen, weil man einfach, weil es dir irgendwie liegt oder weil du Freude daran hast oder weil du weißt, okay, das ist so ein Bereich irgendwie. Ich habe mal irgendwann gemerkt, dass ich lauter ständig Charaktere gespielt habe, die irgendwas mit Textil machen. Die haben das waren auch einige Brindlewood Bay-Charaktere dabei, aber nicht nur. Es waren auch Geisterjägerinnen, die dann früher Textillehrerin waren und also irgendwie, die irgendwelche Handarbeitshobbys haben, und das ist halt durchaus was, wo ich mich einfach auch ein bisschen auskenne. Das heißt, ich habe dann auch einfach Bilder im Kopf und Ideen im Kopf, die ich halt nutzen kann. Und ich glaube, dass häufig sowas einfach auch einfließt als Wissenshintergrund, den man einfach hat. So. Ja. Definitiv. Oder das, was einen gerade fasziniert, irgendwie beschäftigt. Aber bei mir, ich weiß nicht, wenn ich schnell was entscheiden muss, dann wird es entweder ein Goblin, Kobold, Goblins gehen ja auch immer, Gremlin, irgendetwas Kleines, das macht. oder irgendetwas seltsam Entrücktes. Eins von beiden, ich weiß auch nicht. Ich denke immer so, sagt das was über mich? Keine Ahnung, vielleicht. Ja. Aber das ist, was mir Spaß macht. Ja, ich spiele gerne so shady Charaktere mit sehr flexibler Moral und
Ich habe immer so das Gefühl, das ist halt so der Ort, wo man so gefahrlos diese Anteile von sich irgendwie ausleben kann, damit man sie im echten Leben nicht unterbringt irgendwie und so die ganzen eigenen schäbigen Impulse. Und die kann man da dann irgendwie zur Unterhaltung aller irgendwie unterbringen und halt richtet aber keinen realen Schaden damit an und kann dann in seinem realen Leben halt nicht shady sein und eben sich an seine eigenen ethischen Grundsätze halten. So. Solange alle damit alle das okay finden am Spieltisch, Klar, ja. Also. das war für mich immer die Voraussetzung, dass natürlich sowas abgesprochen ist und im Rahmen von Konsens und Safety Tools. Na klar, In den na klar. 90ern hatten wir keine Safety Tools. Also Da habe ich zumindest noch nicht wussten wir nichts Rollenspiele davon. gespielt. Ich kenne es nicht anders. Es ist für mich so selbstverständlich. So. Das ist wahrscheinlich kurios, wenn man zu einem Zeitpunkt einsteigt, wo das Hobby in Anführungsstrichen schon ein bisschen reifen konnte, sage ich mal. Und viele Sachen haben ja auch lange gebraucht, bis sie in Deutschland angekommen sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hängen immer 10 Jahre hinterher, was sowas angeht. Ja, mindestens. Mindestens. Ja, weil Jasmin die so, ich Leute. habe auf der Forge schon geschrieben. Es ist halt wahr, aber. Es ist halt keine Voraussetzung, aber Leute könnten halt auch Sachen. Also. Ich habe mich ja auch entschieden, mich, keine Ahnung, mit dem Jahr 1816 auszukennen. Und Leute könnten sich halt, einfach wenn es ihr Hobby ist, entscheiden, sich mit Dingen auszukennen. Und ja, natürlich gibt es da auch Barrieren, was Recherche und Sprache und so angeht. Aber prinzipiell gäbe es ja für sehr viele die Möglichkeit, sich weit breiter mit Dingen zu beschäftigen, anstatt zu sagen, ja, das ist zwar mein wichtigstes Hobby, aber ich verschwende halt auch keinen Gedanken darüber, wie es funktioniert. Ich glaube halt, Leute machen sich über andere Aspekte Gedanken. Also ich glaube einfach, dass, also erstens glaube ich, ja, es gibt auch einfach Leute, die verbringen weniger Zeit damit, was auch valide ist und fein ist und es müssen nicht alle irgendwie hauptberuflich Rollenspiel machen so, oder haupthobbymäßig Rollenspiel machen. Das ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, dass einfach auch sowas wie sich über Charaktere einfach auf eine andere Art Gedanken zu machen, also so ein, ob du das jetzt Barbie-Spiel nennst oder ob du einfach sehr viel dir über eine Hintergrundgeschichte Gedanken machst oder was deine Charaktere anhaben oder was deren Ziele sind und dass nicht alle Bock haben auf diese Art historische Recherche oder auf dieses Sachwissen sozusagen anzusammeln, wo du Freude dran hast und wo auch ich oft Freude dran habe. Ich glaube, das oder einfach andere Themen, dass halt Leute dann sich irgendwie mit Waffen und Rüstungen auskennen Ja, und das oder ist mit ja. wie Menschen gereist sind zu bestimmten Zeiten und wie weit sie dann vorwärts gekommen sind, in welcher Zeit. Und das sind halt Nein, Sachen, die fänd ich dafür. eher ermüdend und ich habe halt mehr Lust, mich über Klamotten zu informieren oder Medien oder Geschlechterbeziehungen oder Geschlechterkonstruktionen zu bestimmten Zeiten oder so. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich während unserer von der Bernburgsrunde hier recherchiert habe, was 1954 die Zugverbindungen von Hamburg nach Essen waren, aber ich habe es halt gemacht im Hintergrund. Weil Bahnfahrpläne sind ja, also, aber nee, was ich halt meinte, ist eher, dass das Desinteresse sich mit Rollenspiel also nicht Wissen, dass man es zusätzlich reinzieht, sondern mit Rollenspiel als Gegenstand, als Hobby weiter zu beschäftigen. Also also es überrascht mich immer, wie Leute halt wirklich ehrlich desinteressiert an sowas wie, okay, ihr habt Sicherheitstechniken, warum denn und wie funktioniert das? Oder was sind andere Spielerwartungen, was sind andere Arten von Spielen, die da draußen sind? Dass es halt wirklich so ein abwehrendes Desinteresse gibt, weil das zu wissen ist ja, also es nimmt einem ja nichts weg, dass sich damit zu beschäftigen, wie andere Leute dieses Hobby, mit dem ich mich beschäftige, ausüben. Die Sache ist, also ich erlebe das jetzt viel damit, dadurch, dass ich Kontakt zu eben StreamerInnen habe, die das als Content für sich entdeckt haben, Actual Plays zu machen, dass es da nicht ein abwehrendes ist, sondern einfach überhaupt keine Vorstellung davon, wie viel existiert und in welche Tiefe das Hobby tatsächlich ja schon aufgearbeitet wurde, wie viel dazu schon geschrieben wurde. Dass im Grunde alles, worauf Sie das erste Mal stoßen, schon alles irgendwo abgehandelt, verarbeitet, abgeheftet, geklärt wurde sozusagen. Und ich hatte da viele Fälle von Leuten, die sagen, ich habe jetzt folgendes Problem in meiner Spielrunde, das und das funktioniert nicht. Und ich halt sagen konnte, erstens, dafür gibt es Begriffe. Hier folgende, vielleicht hilft das, so ein bisschen ein Handle zu haben. Und das wären potenzielle Lösungen. Und wenn ihr weitermacht, so wie jetzt, dann ist diese Freundschaft vorbei. Ja.
ich will nicht sagen, aber semi-prophetisch war ich dann irgendwie schon. Ja. Und da ist es wirklich einfach so, wenn du dich umschaust und du kriegst überall nur Spaghetti vorgesetzt, dann weißt du ja nicht, wie viele andere Nudeln es in der italienischen Küche gibt. Und du hast wahrscheinlich nicht mal eine Vorstellung davon, dass es eine andere Form von Nudel geben kann. Ja. Und dass man das anders machen kann. Und teilweise muss man dann den Leuten wirklich erstmal sagen, hey, ganz ruhig. Ja. Du hast nur eine Facette gesehen. Ja, und ich glaube, das ist aber eben auch das Schwierige. Ich glaube, das ist auch das Schwierige, wenn du mit sowas anfängst wie D&D. Ich habe neulich mal gesagt, D&D ist wie das Berlin des Rollenspiels. Das heißt, weil da drin so viel passiert, dass du damit dein ganzes Leben verbringen kannst, ohne auch nur mitzukriegen, dass noch in anderen Städten auch coole Sachen passieren oder dass andere Rollenspiele andere Sachen cool machen, die halt in Berlin nicht gehen, weil Berlin, keine Ahnung, zu groß ist oder nach bestimmten Regeln funktioniert. Und Berlin ist halt keine Kleinstadt und deswegen kann man in Berlin wenig kleinstadtspezifische Dinge erleben. So. Und ich glaube, dass man eben erstmal so ein Wissen haben muss, dass es was anderes gibt. Das muss man irgendwie finden und dafür muss man schon so eine inhärente Neugier mitbringen, danach suchen zu gehen. Und ich verstehe manchmal nicht, warum Leute die nicht haben, aber ich glaube, es ist manchmal einfach auch so ein Mangel an Brainspace dafür auch noch zu haben. Und dann bist du, glaube ich, einfach schon mit deinem, weil die meisten Leute haben halt was anderes als Beruf und dann haben viele Leute einfach auch noch Kinder oder andere Dinge, um die sie sich standardmäßig dauerhaft kümmern müssen und die irgendwie Zeit und Brainspace von ihnen verlangen. Und ich glaube, dann ist es manchmal auch wirklich schwer zu wissen, dass du das findest. Ich weiß es halt noch, als ich angefangen habe, dass ich die ganze Zeit, ich bin halt super schnell neugierig geworden und habe dann gedacht, ja, okay, was gibt's denn alles für Rollenspiele? Und es war halt ganz viel Kram, der mich nicht interessiert hat. So. Und weil halt ganz viel darauf basiert, zu kämpfen und Auseinandersetzungen zu führen und zu gewinnen. Und das war halt überhaupt nicht mein Interesse oder mein Hauptinteresse am Rollenspielen. Und ich habe glücklicherweise sehr schnell diese Nische mit den Erzählspielen und den nischigen Sachen gefunden, wo einfach auch Platz für ganz, ganz andere Themen ist. So. Und war dann super irritiert, als ich Fräulein Bernburgs Pensionat geschrieben und rausgebracht habe und dann Leute immer so, wie kommt man denn dazu, so ein abgefahrenes Thema zu nehmen? Und ich immer so, es ist ein abgefahrenes Thema. Ich hatte gar nicht so dieses Bewusstsein, wie merkwürdig das ist, weil ich diesen Mainstream gar nicht so lange als Mainstream mitbekommen habe, weil ja für mich war ja das Buffet schon total bunt und vielfältig und ich kann sehr gut Englisch. Das heißt, für mich war halt auch das überhaupt keine Sprachbarriere, die ganzen nischigen Sachen auf Englisch zu finden und habe dann da einfach sehr schnell auch Anschluss und Interesse gefunden und die entsprechenden Communities gefunden. Aber ich glaube, das Glück haben nicht alle, die Ressourcen haben nicht alle und dann finde ich es immer so ein bisschen schwer. Also mein Ding ist dann immer, ich glaube, wir müssen einfach mehr auch sowas wie Orkenspalter TV als Kanal haben und zu sagen, hey, wisst ihr übrigens auch, dass ihr 50er Jahre im Mädchenpensionat spielen könnt oder Hasen, die einen Dungeon gekauft haben und den jetzt einrichten und da geht es gar nicht in erster Linie um Kämpfen oder ein Spiel über Queerbars oder was auch immer und dann vielleicht neugierig werden und gucken, was es noch so gibt. So. Und also, ja, also ich finde es, ich verstehe manchmal den Mangel an Interesse nicht, aber ich finde es nicht immer fair, es Leuten vorzuwerfen, dass sie die nicht haben, weil ich immer denke, Leute haben einfach, machen dann andere Sachen, für die ich Interesse habe. So. Bei den Streamenden ist es dann, wie organisiere ich das, wie mache ich das technisch überhaupt, kann mir da jemand was beibringen, kriege ich einen Sponsor, weil ich lebe davon und so weiter und so fort. Aber was du meinst, das ist Teil ja auch unseres Projekts, bei Augenspalter TV. Wir machen Dinge, die alle gucken wollen, wie Cthulhu und wie D&D. Und ich mache die gerne. Ich habe Spaß an D&D tatsächlich, in D&D 5e. Das ist ja auch kein schlechtes Spiel. Nein. Ich hatte in den letzten Wochen nicht das Gefühl, ich bin die einzige Person, die Brancalonia tatsächlich gelesen hat und nicht nur Bud Spencer Witze macht, aber ja. Ich fand tatsächlich das, was ich mitbekommen habe von den Prügelregeln, ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, die Regeln zu Schrottgegenständen sind auch super, dass man halt so, du kriegst halt schlechte magische Gegenstände, weil du bist halt irgendwie so ein Söldnerpack und die verkaufen dir halt Schrott. Ja.
Aber ja, also man kann auch eine Menge aus 5e rausholen. Und ich meine, ich finde, 5e ist der Auflauf des Rollenspiels. Ja? Kann man auf viele unterschiedliche Arten machen, ist ganz grundlegend, fast jeder kriegt es hin, du brauchst nicht so viel dafür, macht satt und ist eigentlich ganz gut, ja. Und dann, aber du brauchst doch gleich mehrere Bücher. Ich habe doch mehrere Zutaten. Ja, gut, ja, ja. Du brauchst zumindest Kartoffeln. So, Auflauf oder Kartoffeln ist nicht richtig, finde ich. Ja. Nein, aber sorry, ich wollte deinen Gedankengang nicht unterbrechen. Und dann gibt es dann halt Spiele, die sind dann eher dann schon die Lasagne. Und ein bisschen schwieriger zu machen. Du brauchst mehr verschiedene Zutaten. Und dann gibt es auch noch Leute, die haben dann Spiele, die sind auf einmal die Creme Brûlée. Das ist dann eher ein Dolly, wir haben ein Traumhaus gekauft, ja. Wo man ganz andere Zutaten reintut und am Ende muss man es flambieren oder so auch noch. Aber wo ich eigentlich mit angefangen habe, ist, wir spielen Cthulhu und wir spielen D&D und dann versuchen wir zwischendurch die anderen Sachen auch zu spielen, damit die Leute sie aussehen. Ja, früher waren meine weirden Geschichte-Recherche-Projekte halt sehr oft auch einfach in Cthulhu-Abenteuer geflossen, wo ich halt irgendeins gemacht habe, wo es basically Betty Page erforschen und eins mit finnischen Schmugglern. Es war ein Igolonak-Abenteuer und ich bin ja allgemein eher Ramsey Campbell verhaftet, denn H.P. Lovecraft, was meinen kosmischen Horror angeht, also der Horror, das andere zu sein, nicht der Horror, dem anderen zu begegnen, ist für mich jetzt greifbarer und näher. Und Betty Page war ja tatsächlich ein Mysterium, die ist ja verschwunden, hat sich auch einem Kult angeschlossen, also im Evangelikalen, aber da lässt sich halt sehr, sozusagen an der Lebensgeschichte lassen sich mit zwei Knöpfen, lässt sich da was dran drehen und dann eben, ja, halt, wenn man Cultprint gelesen hat, also dessen sozusagen zentrale Kurzgeschichte. Da geht es halt im Grunde darum, dass Pornografie für Leute in den 60er Jahren wie Mythoswerke waren und er halt eben als jemand, der kinky war, halt mit den unangenehmsten Leuten Umgang pflegen musste, um halt an sein Material zu kommen. Und so schreibt er das sozusagen, er schreibt praktisch diese Erfahrung als eine Mythos-Geschichte. Und deswegen habe ich sozusagen das auf so ein Betty-Page-Ding übertragen, plus Frustration als freie Journalistin, weil die Leute mussten halt eine Dokumentation über sie drehen und haben im Grunde die ganze Zeit mimetischen Horror, you can't unsee, sich angetan, was halt Igolonak ganz gut symbolisch darstellt, so wie er in den Regeln funktioniert. Es, im Chat schreibt Teletos gerade, was ich zuletzt gemerkt habe, Leute, für die Rollenspielen ein Hobby ist, sind sehr zurückhaltend, neue Systeme kennenzulernen, wenn sie froh sind, eins der eher klassischen, umfangreichen halbwegs drauf zu haben und sie nur spielen wollen und nicht, ich lerne gern Systeme, Welten kennen, als Hobby im Hobby haben. Gut, das stimmt, also deswegen ist es häufig dann auch so, wenn ich für irgendwas angefragt werde, kannst du dafür was leiten oder so, dann wollen die Leute meistens was sie schon kennen oder was sehr, sehr einfach ist. Ja. Ich glaube, das ist aber auch so ein Missverständnis, dass Leute einfach denken, nur weil D&D lernen oder DSA lernen sehr umfangreich und zeitaufwendig ist, weil du einfach, also jetzt, wenn ich mal davon ausgehe, du hast, was du einfach ein Printmaterial bekommst, wo dir gesagt wird, das sind die Grundlagen. So. Und dass sie dann denken, dass sie den gleichen Aufwand in alle anderen Spiele auch stecken müssen, um die zu verstehen und spielen zu können. Und das ist einfach nicht wahr. Also ich will nicht behaupten, dass hier in diesem Flyer wirklich alles drin ist, dass man damit super anfangen kann, wenn man vorher in seinem ganzen Leben noch nie Rollenspiel gespielt hat, auch noch nie geleitet hat. Ich glaube, dann ist das vielleicht doch ein bisschen wenig so. Wobei ich habe meine erste Leitungsrunde war ein Lasers und Feelings-Hack. Also es gibt auch diese Wege ins Rollenspiel. Aber ich glaube, dass In Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft, sind vollständige Regeln. Da muss man wirklich nichts weiter können oder wissen, als das, was da drin steht. In Viva la Queer Bar oder anderen Descended from the Queen Spielen, also wie Gegen das Monster, was ja demnächst rauskommt. Man muss nichts können und man muss nichts vorbereiten. Man muss einfach nur ein Spielkartendeck finden oder eine App mit einem Spielkartendeck. Und dann muss man gut darin sein, Ideen zu haben. Und die meisten Leute, die gerne Rollenspiele spielen, oder viele, die meisten Leute, mit denen ich gerne Rollenspiele spiele, die sind halt Leute, die gerne Ideen haben und diese Ideen irgendwie erzählen und ausschmücken mögen. Und ich glaube, das ist mir halt auch oft ein Anliegen, warum viele Sachen, die bei Plot Bunny Games rauskommen, eben auch
sehr wenig Vorbereitung oder gar keine Vorbereitung erfordern, damit es eben funktioniert, das mal zwischendurch zu spielen oder es mal auszuprobieren und man nicht gleich so ein super Commitment hat von, oh, da muss ich jetzt erstmal wochenlang mir Zeit finden, das überhaupt zu lesen und dann irgendwie erarbeiten. Weil das ist ja dann immer noch der zweite Schritt. Du musst es ja als Spielleitung oder als Facilitator nicht nur lesen und verstehen, sondern du musst ja auch das aufbereiten, damit du es anderen Leuten vermitteln kannst. Und das ist eben auch was, wenn ich selber Sachen schreibe, wo ich überlege, wie kann ich das möglichst einfach machen. So, da hilft mir mein Hintergrund in Erwachsenenbildung oder generell so im Erklärbereich, wo ich einfach vorher auch schon viel gearbeitet habe. Und dann halt zu sagen, okay, hier ist noch mal eine Zusammenfassung oder eine Übersichtsseite oder ein Handout oder hier ist ein Kapitel, also Fräulein Wermbox hat ein komplettes Kapitel mit Troubleshooting, weil Leute immer wieder die gleichen Probleme berichten mit dieser Art Spiel. Und dann habe ich gedacht, okay, dafür gibt es ja Lösungen. Ich schreibe die einfach mal auf. So. Und manchmal ist die Lösung Erwartungsmanagement und manchmal ist die Lösung einfach, okay, auf der und der Seite ist die Lösung für dein Problem oder Ja, ihr ich könnt euch versuche da mich. so und so unterstützen oder so und ja. Ja, wenn ich ein Spiel designe, versuche ich mich immer zurückzuhalten, nicht Spione zu schreiben. Das ist halt ein Buch, das ich öfter öffne, um mich daran zu erinnern, welche Instinkte ich zurückhalten muss, weil das besteht halt komplett aus Forge-Jargon, aus der Hochzeit und erwartet, dass man das Forum liest. Plus ab und an Biografien von Personen, die vage damit zu tun haben, und ein Geschichtsbuch über Berlin im Kalten Krieg. Und Geheimdienst, Tradecraft. Und da drin ist auch ein Spiel über Spione drin irgendwo. Aber das ist Aber halt. eigentlich ist es eine zu Papier gebrachte Hyperfixierung von jemandem. Oh, ja, von Ron Edwards Hyperfixierung ist das. Und genau, und ich glaube, es gelingt mir auch in vielen Punkten. Ansatz ist halt, das so runterzudampfen, dass am Ende eben die coolen Anekdoten, die man verwenden kann, übrig bleiben.